Sinan. Hi. Daga. Hallöchen. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Wir wollen mal ein bisschen quatschen. Der große Kampf der Titanen. Endlich. Nein, Quatsch. Endlich ist es mal soweit. Ja, viel wurde über uns geredet, viel wurde über Dritte geredet. Endlich reden wir mal direkt miteinander. Ich hatte dir ja vorgeschlagen, ich würde voll gern für den Anfang, also ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast uns gemacht, den politischen Kompass-Test. Ja. Genau, ich habe den auch gemacht. Ich weiß noch nicht dein Ergebnis, du kennst mein Ergebnis nicht. Ich finde das einfach nur mal gerade ganz spannend, bevor wir in den heißen Talk gehen. Wo sind wir denn gelandet? Machen wir es mal spannend. In welchem Quadranten bist du denn? Ich bin links oben. Links oben? Ganz weit oben. Warte, ich guck mal, wie ich das hier einblenden kann. Ja, ich guck mal kurz, wie ich das hier einblenden kann. Warte, das glaube ich dir mache, nicht. Dann verschiebe ich, glaube ich, dich. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich guck mal kurz. Nein, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Nein, Quatsch. Ich finde diesen politischen Kompass-Test ziemlich mau. Ja. Ich habe nämlich alle Fragen so beantwortet, als wäre ich ein Neonazi oder als wäre ich Höcke. Und dann kommt halt das dabei raus. Und das okay, ist halt hast du denn auch mal versucht, einfach nur so mit deinen echten Ansichten? Ich habe den auch mal richtig beantwortet. Okay, wo liegst du dann? Also, dass der Test natürlich nicht perfekt ist, das hatte ich auch mal in meiner Sendung. Also, da liegst du dann? Ja, okay. Das ist, warte mal, den sieht man gerade gar nicht, ne? Hier so. Ja, ich sehe den jetzt. Ja, okay. So, eben sah es für alle ja. So aus. Und und das ist halt eben so das Ding. Also man beantwortet, also ich habe halt wirklich versucht, so ich wäre ein Neonazi. Also, ja, ja, ich weiß. Also das Ganze jetzt alles. Ja. Und dann kommt plötzlich am Ende, man ist halt hier irgendwo im linken Bereich. Aber immerhin hat er ja die autoritäre und die liberale Achse dann doch durchaus richtig erkannt. Ich habe auch mal gesagt in einem Video, man muss bei diesem politischen Kompass das ja immer so betrachten. Natürlich kannst du jetzt sagen, selbst wenn du versuchst, das ultra-rechts-faschistisch einzutragen, dann sagt er dir komischerweise immer noch leicht links, aber halt definitiv autoritär. Das ist aber gar nicht die Frage, die mich ja persönlich interessiert hat. Mich interessiert, wie weit liegen wir auseinander, weil dafür kannst du einen Test natürlich total benutzen, weil es spielt ja keine Rolle, ob das gesamte Koordinatensystem verschoben ist. Ja. Die Frage ist, wie weit liegt man eigentlich auseinander? Und ich sehe, also wenn ich jetzt muss ich mir deins nochmal angucken, dein Ergebnis, also du bist ja schon extrem weit links und sehr liberal, das finde ich ja, da bin ich ja total begeistert. Da bin ich sogar ein bisschen weniger liberal und eher Richtung Mitte halt orientiert, aber wir stellen wohl mal fest, wir bewegen uns zumindest in ähnlichen Bereichen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir bei diesem Test diametral gegenüberstehen würden. Nö, oder nö, das habe ich auch nie so gesehen. Wir haben uns ja auch schon mal unterhalten bei der Gamescom, habe ich auch gesagt, so wahrscheinlich meine Eltern, so alte Grünwähler, ne, die fänden dich wahrscheinlich super. Die fänden wahrscheinlich. Ja, ich habe ganz viele. Content. Ich meine, ja, das ist so Hauptzuschauerschaft von mir. Ältere Grüne, die finden, glaube ich, ganz dufte, was ich mache. Und auch SPD habe ich relativ viele. Ja, das kann ich mir halt vorstellen. Ne? Das sind so Leute, die dann, weißt du, meine Eltern, meine Mutter ist Akademikerin, so mein Vater, der hat halt ein kleines Unternehmen und ich konnte deshalb auch immer ziemlich gut bürgerlich aufwachsen. Wir haben halt beide natürlich auch noch die Migrationsgeschichte, die halt so besonders ist für viele, die, also für mich war es halt immer was Besonderes, weil es halt praktisch niemanden gab in meinem Alter damals, der einen deutschen Elternteil und einen türkischen bzw. kurdischen Elternteil hatte. Also, du hast kurdische halt, Eltern, oder was? Ja, mein Papa ist also, halt Kurde aus der Türkei. Und, okay. Deswegen hast du mich. Richtig. Das steckt in mir drin. Das steckt einfach in mir drin. Du kannst gar nicht anders. Der Deutsche in mir, der hasst dich, weil du Ausländer bist. Der Kurde. Und der Kurde hasst mich, weil ich Türke bin. Jetzt haben wir doch alles geklärt. Gespräch beendet. Wir haben es geregelt. Definitiv. Nee, Quatsch. Und ne, das sind halt dann Leute, die haben die Grünen mal gewählt, die können dir den ganzen Tag was von Sozialismus und so weiter erzählen. Aber wenn, also meine Mutter, die ist halt Germanistin
Also wenn die dann halt irgendwas von Gendern hört und so, dann kriegt sie halt auch eine Krise, ne? Und denkt sich halt, nee, also, damit kann ich nicht dann wird sie sterben im Stream. Es war nicht auf den Inhalt bezogen, ich habe mich einfach nur verschluckt. Ja, es ist wegen Terms of Service im Twitch-Stream. Entschuldigung. Ja, so, okay, also das heißt, du würdest dich selber, okay, deine Eltern hast du gesagt so, du würdest dich definitiv ganz klar als links bezeichnen, sehe ich das richtig? Ja, ja, also ich bin linksradikaler durch und durch. Sogar radikal? Ja, ja, definitiv. Okay. Also ich will halt schon einen Kapitalismus überwinden und... Okay, also linksradikal, aber nicht links, also nur, dass man das vom Verständnis her radikal... Absolut, also radikale Maßnahmen mit linker Politik, aber extremistisch nicht. Das würdest du sagen, das oder wo also ich nenne mich vielleicht mal keckigerweise linksextrem oder sowas, weil, um halt irgendwie das ist zu triggern. Das ist keckig, also das macht man. Ja, ja klar. Okay. Ich muss mal kurz hier meine. Finde ich spannend. Also ich käme nie auf die Idee, auch nicht im Scherz, glaube ich, mich selber Extremist zu nennen. Boah, krass. Also, für mich ist immer so, das ist so der Bereich, wo ich so denke, okay, also Extremist heißt ja, wenn ich richtig informiert bin, das geht hin bis zu gewaltbereit, ne? Also Veränderung durch Gewalt. Also, da bin ich natürlich als Pazifist und jemand, der Gewalt ablehnt, zuckt da natürlich schon zusammen. Okay, wenn du jetzt sagst, es ist wirklich nur rein scherzhaft gemeint, aber puh. Also für mich zählt das halt einfach, wie weit man. Wie krass man die Gesellschaft irgendwie verändern möchte. Und auch der Verfassungsschutz unterscheidet nochmal zwischen gewaltbereiten Extremisten und eben nicht gewaltbereiten Extremisten. Mhm. Und genau so sehe ich es halt auch. Ich habe halt auch noch nie mit irgendeinem Stein auf irgendwen geworfen oder immerhin geplant, irgendwem Gewalt anzutun oder sonst was. Aber natürlich, also ich finde es trotzdem sinnvoll, das Thema Gewalt ehrlich zu handhaben, beispielsweise, dass das in manchen Epochen der deutschen Geschichte oder eben generell der Menschheit in verschiedenen Nationen legitim war, beziehungsweise notwendig war, dass sich Unterdrückte zum Beispiel gewaltsam wehren. Das finde ich ist aber etwas. Aber würdest du sagen, also wenn man das mal so nimmt, wir würden doch schon. Stimmst du mir zu, wir leben ja schon ein bisschen jetzt in einer anderen Zeit, also zumindest in Deutschland, wir haben uns ja weiterentwickelt, oder? Richtig. Also wir haben auch schon ein bisschen was erreicht. Richtig. Also da würde ich halt sagen, ne, so das ist halt, also für mich ist halt hier Gewalt sehr begrenzt legitim. Also das kann natürlich sein, okay. In der Not, also wenn jetzt irgendwie eine Veranstaltung irgendwo in Ostdeutschland wird von Neonazis überfallen und die Menschen wehren sich da mit Gewalt. Ja gut, aber das ist ja Notwehr. Notwehr zählt ja nicht. Also Notwehr ist ja sowieso, ist ja erlaubt. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist ja, willst du politisch etwas durchsetzen und bist bereit, das durchzusetzen, sogar mit Anwendung von Gewalt? Also da wäre für mich, okay, dann bin ich beruhigt, weil ich jetzt nicht so wirklich antworten kann. Ja, okay, weil das ist dann, wo ich dann wirklich sage, also man muss sich da auch mal, ich weiß, Achtung, jetzt gleich nicht mit Hufeisen sofort schmeißen, aber wenn wir dasselbe natürlich mal auf der gegenüberliegenden Seite betrachten würden, wenn sich einer hinsetzen würde und sagt, ja, ich bin auch rechtsradikal, ich bin auch aus Scherz, sage ich manchmal, rechtsextrem, also da würden natürlich die Leute sehr stark zusammenzucken, ne? Ist ja auch klar, also geschichtlich haben wir gesehen, die eine Seite hat es in Deutschland schon mal hart übertrieben. Das klingt schon fast zu scherzhaft. Deswegen sind wir natürlich da wesentlich entspannter. Ich meine unentspannter, was das anbelangt. Aber das ist interessant, dass wir das bei links, nehmen wir das so hin und zucken da ja nicht so zusammen, ne? Also würdest du mir da zustimmen? Ja, es ist häufiger, also wird es halt einfach als legitim gesehen. Also die Gesellschaft mag Gewalt, also wir haben ganz viele Filme, die präsentieren uns Gewalt. Wir haben Star Wars, da gibt es dann die Rebellenallianz, die sich dann gegen das Imperium, praktisch Space-Nazis, wehrt. Und da gibt es halt auch niemanden, der dann sich so denkt, so das geht ja aber nicht, das sind ja extremistische Mittel oder sowas. Und das ist interessant. Also in Kunst und Kultur sind wir schon, also gerade in Filmen, gerade diese ganzen Rage-Movies und so, also ne, irgendwie einer erfährt Ungerechtigkeit, dann lieben es die Menschen, Selbstjustiz zu sehen, die lieben es, die Gewalt zu sehen, weil sie ist ja dann gerechtfertigt und dann ist es ja auch in Ordnung und dann kann man den Gewaltexzess ja auch mal ein bisschen feiern. Ich bin immer froh,
wenn den Menschen auch bewusst ist, dass das halt Kunst, Filme, Fantasie und so weiter ist, ne? Das ist dann so ein bisschen wie, wenn Danger Dan davon singt. Ich meine, den Song kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Kunstfreiheit gedeckt und so. Da ist ja auch da, ne, wenn das letzte Mittel bleibt, Militanz oder wie das heißt. Ich finde das ein super Song. Ich finde, das wühlt auch was in einem auf. Trotzdem habe ich immer so die Hoffnung, dass so jedem klar ist, das ist Kunst, ne? Das ist nicht ernst gemeint. Also da habe ich manchmal so ein bisschen Sorge. Also ich finde ja, man sollte dann den Wortlaut genau betrachten. Das letzte Mittel, was uns bleibt, ist Militanz. Mhm. Also ich finde schon, dass die Feinde der Demokratie wissen sollten, dass es eine demokratische Bevölkerung gibt, die im äußersten Notfall, um die Demokratie zu verteidigen, das dann auch mit Gewalt tut und das nicht einfach so hinnimmt. Weil wie hätte man die NSDAP damals aufhalten sollen? Oder beispielsweise jetzt im Iran findet immer noch eine Revolution statt und hoffentlich gelingt die auch irgendwann. Und da wehren sich die Menschen auch mit Gewalt. Da würde ich denen auch nicht sagen, ja, mach das doch mal bitte alles friedlich. Da sind wir aber dann wieder, also wir messen das Mittel dann ja daran, was eben vorliegt. Also du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Iran oder so, wo wir definitiv keinen Rechtsstaat haben. Ich weiß dann immer nicht genau, wenn man das dann hier in Deutschland schon mal so propagiert, dann denke ich mir immer, okay, ich verstehe, du willst vielleicht so das letzte Mittel schon mal klar machen, aber ich denke mir auch so, okay, wir sind glücklicherweise auch noch sehr weit davon entfernt, ne? Also wir haben ja hier keinen Iran, wir haben hier keinen Terrorstaat, wir haben hier einen Rechtsstaat, wir haben immer noch eine Demokratie. Manchmal habe ich so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob du den Stream irgendwie von Seth Van Dorn gesehen hast oder so, der dann ja auch schon davon redet, wenn die und die an die Macht kommen, dann ist er auf der Straße und fantasiert fast schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ich bin dann immer so ein bisschen, okay, sind wir schon so weit, aber das liegt wahrscheinlich deiner Meinung nach im Auge des Betrachters, oder? Also, ne, von dem Seth, der ja da auch auf Twitch streamt, ein relativ kleiner Streamer, von dem habe ich bisher sehr wenig gesehen und in letzter Zeit auch eher sehr viel Ungutes gehört und mir das dann angeschaut. Da würde ich dann eher jetzt natürlich irgendwann mal mit dem in Kontakt geblieben. So aktuell halte ich mich da eher zurück, wenn es um die Unterstützung jetzt für ihn jetzt speziell geht. Aber jetzt mal abgesehen jetzt von der Person, die Frage ist ja immer, so wann ist die Situation erreicht? Wann hätte man sich gegen die NSDAP damals verteidigen sollen? Wann hätte man auf die Straße gehen sollen? Damals hat noch Albert Einstein zusammen mit anderen Intellektuellen dazu aufgerufen, Kampfverbände zu bilden, dass die SPD und die KPD sich zusammenschließen und dass die antifaschistischen gewaltsamen Widerstand auch gegen die NSDAP leisten sollen. Und dann war es aber nun mal zu spät. Und genau. Das heißt, letztlich unterhalten wir uns dann eigentlich ja nur, weil ich würde dir im Kern gar nicht widersprechen. Ich wäre auch der Erste, der auf der Straße ist, der wirklich in den absoluten Widerstand gehen würde, wenn ich eine Machtübernahme oder etwas sehen würde, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich etwas, das endet in einem Gesetz, das ist Faschismus oder so. Da bin ich der Erste. Ich glaube, wir haben nur einen anderen Schwellenwert, wann das bei uns sozusagen anspringt. Also ne, du sagst sozusagen, man muss jetzt vielleicht schon aktiv werden, man muss jetzt schon mal klar machen, das letzte Mittel, was uns bleibt. Und ich denke mir so, okay, das klingt mir alles schon sehr nach waffenscharf machen und irgendwie, ich bin da noch nicht. Klar, jetzt könntest du sagen, ja, du bist so naiv, ja, ging auch damals super schnell und so. Also wir bezeichnen uns ja gerne als wehrhafte Demokratie und ich finde, das sollte immer klar sein, und das steht ja auch sogar im Grundgesetz drin, man hat das Recht auf Revolution. Also das gibt es als Grundgesetzartikel, dass wenn jemand die Verfassung abschaffen möchte, beziehungsweise Demokratie abschaffen möchte, dann hat das Volk in Deutschland das Recht,
Widerstand zu leisten, genau, um die Verfassung und die Ordnung, demokratische Ordnung wiederherzustellen. Und jetzt wird es kompliziert. Welche Mittel setzt du ein? Weil wenn du undemokratische Mittel einsetzen möchtest, hast du natürlich sofort einen krassen Widerspruch, weil du eventuell dann sozusagen in dieses Momentum verfällst, dass du sagst, ich muss jetzt schon undemokratische Mittel einsetzen, bevor das passiert, weil die wollen ja undemokratische Mittel, also die wollen die Demokratie abschaffen. Und das ist so ein bisschen, ich schmeiß die Atombombe, bevor sie die schmeißen, oder wie darf ich das verstehen? Ja, es ist halt, also aus meiner Sicht ist Gewalt neutral, in Anführungszeichen. Da ist nur die Frage, zu welchem Ziel. Wir haben auch die Polizei, wir haben auch das Militär. Wir sehen das nicht im Widerspruch zur Demokratie. Das sind auch Institutionen, wo wir dann sagen, das ist legitime Anwendung von Gewalt, aber am Ende ist es halt immer noch Gewalt. Und deswegen am Ende des Tages zählt ja nicht, ob Gewalt oder nicht, sondern welche ist, hat die Gewalt Legitimität oder nicht. Und deshalb sehe ich halt nicht Gewalt als undemokratisches Mittel. Ganz viele demokratische Errungenschaften, die wir heute genießen, wurden gewaltsam erreicht. Ja, aber dann du musst ja trotzdem mit der Zeit natürlich auch gehen und sagen, also sie wurden ja erreicht, unsere jetzige Verfassung wurde ja erreicht, das Grundgesetz wurde ja erreicht. Jetzt kannst du ja nicht immer wieder sagen, ja, aber vor x Jahren, da musste man ja Gewalt anwenden, um das zu erreichen. Also dann irgendwann musst du ja auch mal sagen, nee, der Vorteil dessen, der Revolution damals, ist der Zustand, den wir jetzt haben. Ja. Und wenn du dann natürlich hingehst und sagst, ja, jetzt passt uns das irgendwie nicht. Also ich sehe da so ein bisschen, ich bin in der türkischen Geschichte nicht gut, ne? Ich bin da nicht gut drin. Ich habe nur im Kopf, dass da relativ viele Militärputsche waren. Ja. Und da habe ich mich dann auch immer gefragt, war das dann regelmäßig so, ja, das hat denn jetzt irgendwie die Entwicklung gerade nicht gefallen? Naja gut, dann müssen wir jetzt nochmal kurz putschen, nochmal gerade mit dem Militär aufräumen und dann klappt's aber. Weißt ja, du? Aber das ist ja so der Gag, so, ne, du willst, also lässt du praktisch den Fall in die Diktatur zu, damit sowieso Gewalt gegen das Regime unausweichlich wird, um sich daraus zu befreien, und nimmt man dem Ganzen das Ganze vorweg. Und das ist natürlich super schwer, dann eben auszutarieren, und da bin ich bei dir. Wann ist denn jetzt der Punkt, wann ist der Punkt? Aber trotzdem muss man eben, und dann finde ich, machst du es dir da sehr einfach, indem du sagst, nee, ich lehne das halt praktisch immer ab, muss man eben sich die Frage stellen, und halt auch eventuell den Mut haben zu sagen, ja, okay, ne, so, okay, ich muss schon diesen Moment irgendwo im Kopf haben. Ja, ab dem Zeitpunkt muss man die AfD dann mit eventuell gewaltsamen Mitteln bekämpfen, bevor sie in der Lage ist, bevor sie in der stärksten Position ist, dass sie eben dann über den Staat gewaltsam das gesamte Volk unterdrücken kann, beziehungsweise die Menschen in Deutschland und darüber hinaus. Ich verstehe deinen Gedankengang. Das Parteienverbot, das steht ja im Grundgesetz, beziehungsweise gibt es im deutschen Gesetz allgemein, damit man eben so einen Fall verhindern kann. Und auch wenn es sozusagen ein undemokratisches Mittel ist, gilt es ja, die Demokratie damit zu verteidigen, indem man eben antidemokratische Parteien verbietet. Was ja, es ist, weil es die ist, Menschen können nun mal auch demokratisch die Demokratie abschaffen. Und das kennen wir in den ganzen Ländern. Also, ne? Also Ungarn und Co., also das Beispiel haben wir ja überall, ne? Du lässt dich demokratisch wählen, um sie dann sukzessive abzubauen. Klar, ich kenne das Prozedere und ich kenne die Gefahr, und deswegen ist ja auch das, was ich in meinen Videos zum Beispiel mache, genau vor dieser Gefahr eben waren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie die Strategie dagegen aussieht. Also klar, du sagst jetzt so, eventuell ist das so, dass man diese Mittel ergreifen muss. Ich bin mir nicht mal sicher, also du hast ja jetzt gesagt, deine Strategie oder deine Frage ist sozusagen, vielleicht muss man dann eben auch mal zu undemokratischen, gewaltvollen Mitteln greifen, um die Demokratie zu schützen. Ich weiß nicht mal, ob das klappt. Also ich weiß nicht mal, ob das überhaupt, da wären wir jetzt mal sozusagen bei der Strategie, was ist sozusagen eine Strategie,
die wir anwenden können? Weil jetzt, also was wäre denn so ein praktisches Beispiel? Sagst du zum Beispiel Parteienverbot wäre so ein Mittel, was also du vielleicht... Also ich glaube halt nicht an Parteienverbot. Ne? Also Parteienverbot von mir aus. Also wer sich dafür einsetzen möchte, soll das machen. Was meinst du mit, da glaubst du nicht dran? Was soll das heißen? Also ja, dass das passieren wird. Dafür braucht es eben, das ist ja die Ironie. Also je stärker eben eine rechtsextreme Partei ist, desto eher ist die Politik nicht gewillt, sie zu verbieten. Das ist ja so das Bescheuerte, weil dann eben beispielsweise es generell einen Rechtsdrall gibt in der Politik, die CDU und die FDP, die wollen das nicht, weil sie versuchen ja irgendwo dort diese Wähler wieder zu sich zu holen. Das kannst du ja nicht machen, indem du gemein bist zur AfD. Dann hast du linke Parteien, die sowas durchsetzen könnten im Bundesrat, Bundestag und so weiter. Aber du zweifelst an der Umsetzbarkeit, aber wenn es umsetzbar wäre, wäre es denn, also würde das für dich irgendwas helfen? Ja, das auf jeden Fall. Was würde sich dann ändern? Also die Partei wäre dann weg, aber die Menschen, die sagen ja dann, also was machen die dann? Die Menschen, die jetzt dann vorher gucken, gewählt dass die haben. Die vernünftige Parteien wählen. Achso, also der Aufklärungsprozess, der findet dann danach statt. Ja, klar. Also es ist ja erstmal eine Zwischenlösung. Natürlich musst du danach gucken. Okay, also es ist halt einfach im Prinzip so ein bisschen Zeit, aber, so einen Puffer einbauen, dass du sagst, jetzt haben wir das erstmal kaputt gehauen und jetzt müssen wir uns aber du weißt schon, dass du das natürlich in dem Moment, wo du das kaputt haust. Das ist ja nicht die beste Lösung, ne? Aber viel Radikalisierung findet ja auch durch die Partei statt. Also die Partei selber schafft ja auch ihre Wähler. Und natürlich ist es wichtig, dass dieser Faktor aus dem Spiel genommen ist, damit man dann eben auch vielleicht es schafft, vernünftig die Menschen wieder eben zur Vernunft zu bringen, die dann übrig bleiben. Ja, und aber, das Ding ist halt, sagen wir mal, die leisten dann Widerstand, weil die dann halt der Meinung sind, jetzt bleibt uns ja jetzt nichts anderes übrig, als irgendwelche Terrorzellen zu organisieren. Und okay, das wäre schon sehr krass. Ich gehe eher davon aus, dass 20% AfD-Wählern, aber natürlich wäre halt wahrscheinlich so bei manchen dann wäre dann sozusagen der Punkt erreicht. So jetzt ist der Tag X, jetzt haben wir gar keine andere Wahl mehr. Unsere einzige Möglichkeit, legal die Macht zu ergreifen, ist jetzt weg. Wir müssen jetzt in den gewaltsamen Widerstand. So jetzt schnappe ich mir meine ganzen Gewehre, die ich mir zusammengesammelt habe und mein ganzes Reichsbürger-Equipment und organisiere mich jetzt mit anderen und dann beginnen Terroranschläge auf die Politik oder so. Okay, du könntest dir vorstellen, dass das sogar provozieren könnte? Dass das provozieren könnte, aber das Ding ist halt, das ist sozusagen so ein Risiko, was ich dann in Kauf nehmen würde, weil du dann auch wieder rechtsstaatlich gegen die Menschen natürlich dann vorgehen kannst, weil wer Terrorismus betreibt, den kannst du natürlich einbringen. Ja, klar. Gegen den kannst du dann wieder auch legal vorgehen. Ey, dann haben wir inländischen Terrorismus, ne? Ist schon scheiße. Die Zeit war schon nicht geil. Also. Ja, gut, also besser, als dass der Staat selbst der Terrorist ist, ne? Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Wäre das dann so? Was kommt dann genau, ne? Das wissen wir ja irgendwie alle nicht. Ich will es auch ungern ausprobieren, deswegen versuche ich ja dagegen zu argumentieren, aber wir stellen ja fest, wir haben ja grundsätzlich dasselbe Ziel, wir haben nur unterschiedliche Ideen, wie man da hinkommt, ne? Also würdest du mir denn dazu wenigstens zustimmen? Also was heißt wenigstens? Also wir sehen uns ja also nur so, ne? Wenn man jetzt, pass auf, also ich habe natürlich einige Kritikpunkte an dir, ne? Und an dem, was du tust, ne? Aber wenn ich jetzt einfach nur isoliert jetzt deine Videos oder deinen Content gegen die AfD betrachte, dann finde ich, das ist halt alles größtenteils okay. Ne? Das ist halt, das ist vielleicht aus meiner Sicht, ne? Also ich glaube halt an eine Vielfalt von Strategie und während ich eher der Meinung bin, man muss halt eine starke Haltung zeigen, man muss halt eben als eben demokratische Gesellschaft zeigen, dass man wehrhaft ist und dass man eben auch gut, also ne, als Beste, was aus meiner Sicht gegen Rechtsextremisten funktioniert, ist, sie lächerlich zu machen. Wie ist der Wirkmechanismus davon? Warte mal. Also was passiert dann? Was passiert dann bei dem? Ich will das mal durchdenken. Also du sagst jetzt, das ist ja auch so das Prinzip Volksverpetzer und so, wir machen die lächerlich. So, wen überzeugst du? Ne, die dafür anfällig sind, die einfach keinen Bock haben, lächerlich gemacht zu werden. Ne, das ist natürlich. Aber das sind dann meistens schon. Aber das sind natürlich. Kann man das schon machen? Ja, warte mal. Aber gleichzeitig glaube ich halt an die Vielfalt von Strategie und glaube halt, manch anderer, der läuft dann vielleicht eher zu demjenigen und lässt sich dann überzeugen von demjenigen, der versucht sozusagen sachlich, ruhig jemanden zu überzeugen.
Also ich glaube zum Beispiel daran, wenn du dein jetzt mal nur den AfD, Anti-AfD-Content machen würdest, dass dann eventuell einige AfD-Wähler, die sind halt abgeturnt dann von mir und lassen sich davon nicht irgendwie überzeugen oder nicht zur Vernunft bringen. Und die stoßen dann auf dich und werden dann eventuell durch dich überzeugt, weil du eben dann für sie das Ganze ein bisschen freundlicher rüberbringst. Okay, also das heißt ja, also so gesehen, ich meine, ist ja auch eigentlich ist eine logische Idee dahinter. Nicht alle Menschen sind gleich, nicht alle Menschen reagieren gleich. Es kann nicht die eine universale Strategie geben, die jeden gleichermaßen überzeugt. Das ist Quatsch, jeder hat eine andere Biografie. Der eine fühlt sich eher vom Kurden abgeholt, der andere vom Türken. Nein, aber whatever. Der eine sagt, okay, verstehe ich, verschiedene Strategien. Jetzt haben wir es natürlich so, dass wir an einem gewissen Punkt in Konflikt geraten, weil natürlich du vielleicht ein Stück weit ein Problem mit meiner Strategie hast und ich ein Problem habe mit deiner Strategie. Und zwar, wenn es dann darum geht, eben, ich habe es eben schon mal so leicht angedeutet, wenn es für mich ins Radikale geht oder wenn es dann um bestimmte Mechanismen geht, dann habe ich so das Gefühl, das torpediert sogar so ein bisschen die Strategie, die ich mir vorstelle. Verstehst du? Also das ist ja das ist wahrscheinlich das, was du bei mir kritisierst, dass ich dann sage, ja, warum greife ich auch solche Themen auf? Wie jetzt zum Beispiel. Ich finde halt am besten hat man das bei den Querdenkern gesehen. Ne, so, da hast du halt auch natürlich damals mal vielleicht auch krassere Videos gemacht gegen die Querdenker und weil das eben auch etwas war, was ich zum Beispiel, ich glaube sowieso, die AfD größtenteils ist die aufgestiegen mit Social Media. Also dadurch, dass Social Media kam, ist die AfD überhaupt erst in Erscheinung getreten, relevant geworden und konnte ihren Aufstieg haben und so gerade bei YouTube sieht man zum Beispiel, dass gerade AfD-Content ist praktisch der Content, der sich aktuell am besten klickt. Ne, selbst neben Katzenvideos oder neben irgendwelchen, weiß nicht was, Fail-Compilations oder so im deutschsprachigen Raum. So alles, was irgendwie pro AfD ist, damit kannst du echt richtig. Würdest du sagen, würdest du pro AfD oder ich würde da gerne differenzieren, würdest du wirklich sagen, der Content, der gut geklickt wird, ist so richtig, der sagt, die AfD ist die Lösung. So, das ist so die einzige Partei, die uns retten kann oder. Würdest du sagen, es sind bestimmte Themen, die sich gut klicken? Nee. Es ist wirklich pro AfD natürlich in Verbindung mit den Themen. Und alles, was so ein bisschen dahin tendiert, klickt sich besser, aber nicht besser als jetzt wirklich volle Möhre dann den pro AfD-Content zu machen. So, ich finde, das sieht man immer bei dem ganzen Anti-Vogue-Kram und so weiter. Du hast halt dann jemanden wie Aktien mit Kopf oder so, der wirklich volle Möhre, wie gesagt, den pro AfD-Content macht. Kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Ja, also ich weiß nicht, jemand, der wirklich einfach nur mit seinem Handy sich selber filmt, da 8 Minuten lang reinspricht, pro Tag solche Videos hochlädt, wirklich hat er, unglaublich. Also hat das gar nichts mit Aktien zu tun? Oder wie nee, der hat früher so Aktienvideos gemacht. Ach so, okay, ich habe gerade gedacht, hey, wieso? Da draußen, die inzwischen eben von Fitness oder Dating oder eben Aktienfinanzen umgestiegen sind auf Pro-AfD-Content. Was eben ist Pro-AfD-Content? Was meinst du damit? Nee, er bewirbt wirklich die AfD. Also ne, verteidigt er bewirbt, okay, die AfD, okay, immer, er bewirbt die AfD-Politiker jetzt zum Beispiel mit dem Korrektiv. Ja, das sind ja alles manipulierte Fotos und das ist die bei den Demos und die Korrektiv, das ist ja alles einfach erstunken und erlogen und so schlimm war das alles gar nicht. Und alle möglichen Strategien werden da rausgehauen. Und am Ende des Tages ist das immer gegen die Grünen, gegen irgendwie die Ampel und dann gleichzeitig pro AfD. Also die AfD-Politiker werden immer wieder gehypt, immer als total toll dargestellt und die AfD wird angeblich unterdrückt, zensiert, bekämpft und so weiter. Also ne, es ist ziemlich offensichtlich, das ist nicht einfach nur meine linksgrün versiffte Woke-Interpretation von seinem Content, sondern es ist wirklich pro-AfD-Content. Und ich versuche dann noch nachzufühlen, weil ich bin mir natürlich manchmal nicht sicher. Du hast dann das Problem, also es gibt definitiv ganz klar Pro-AfD-Content, ganz klar, also kenne ich, also ich gucke da jetzt nicht viel drin, aber ich kenne auch eben die Fälle und das sind gerade natürlich diejenigen, die sich selber
vor allem, sag ich mal, jetzt im liberalen Spektrum sehen, aber nicht jetzt im FDP, ne? Das ist für mich nicht, das ist neoliberal. Also liberal im Sinne von freiheitlich, Meinungsfreiheit, von wenig Macht dem Staat, wenig Autorität, die vielleicht Angst haben, dass das ja, das ist so ein verengter Meinungskorridor und so. Das, da habe ich schon das Gefühl, dass die dann aber auch teilweise gerne einfach mal so mit einem Abwasch dann auch so, ja komm, auch AfD, auch. Weißt du, das wird dann alles so in eine Nein, das ist wirklich so. Werbung. Also ich kann dir nur empfehlen, okay. wenn in den Kanal reinzuholen, ist es wirklich einfach eindeutig pro AfD. Ja, wie gesagt, den also, Kanal kenne ich jetzt jemand, nicht. Ich sage nur, es gibt diese Fälle. Ja. Es gibt diese Fälle. Es gibt wirklich diverse YouTuber, die ich schon gefunden habe, die wirklich nur eigentlich pro AfD-Werbung machen über ihren YouTube-Kanal, die hunderttausende Klicks pro Video machen. Also der Aktien mit Kopf, der macht bestimmt so 200.000 Klicks pro Video und lädt davon 3 jeden Tag hoch, weil er die einfach mit dem Handy aufnimmt. Er labert okay, der ist anscheinend ja sehr erfolgreich mit seiner Strategie. Ja, und da gibt es halt noch ein paar andere, 5, 6 andere, die haben alle mehr Klicks als KuchenTV inzwischen oder Rezo oder so im Monat. Okay, und die sind wirklich sehr reichweitenstark und dann gibt es eben Leute, ne, so, die dahin tendieren, so wie, also nicht dahin tendieren im Sinne von pro AfD, aber zumindest in diese Themen einbrechen, zum Beispiel mit Anti-Vogue irgendwie gegen Trans oder gegen queere Menschen, gegen Feminismus, die da sozusagen so eine Kerbe einschlagen, wie auch du so ein bisschen eingeschlagen hast, beziehungsweise Imp, beziehungsweise andere Akteure und damit dann natürlich Erfolg haben, den man mit wirklich reiner Anti-AfD oder Anti- oder beziehungsweise an, die man mit dem puren, würde ich sagen, demokratischen Content nicht schaffen kannst. Das hat nichts mit Erfolg zu tun. Das ist halt wirklich, und das ist, da kann ich wirklich dir sagen, also ich kann es von mir sagen und ich kann es von Imp jetzt sagen, weil ich ihn mittlerweile gut kenne. Das sind Themen, das machen wir nicht, weil wir merken, oh geil, wird voll geklickt, oh geil, jetzt können wir ein bisschen was abgrasen von den Frustrierten oder so, sondern das sind wirklich Themen, wo wir sagen, ich komme da mit meiner Logik nicht hinterher. Ich verstehe den Wirkmechanismus. Das kann ja sein, aber das ist halt wieder so. Und dann möchte ich das. So, und dann, ja, dann ist mir der Side-Effekt ja irgendwann scheißegal, weil ich muss ja, das ist halt dann, wo ich sage, ey, ich lebe glücklicherweise noch in einer funktionierenden Demokratie und ich habe das Recht, hier ein Meinungsvideo zu machen, was erstmal vom Kernthema her eben nichts mit AfD zu tun hat, wenn mich dann irgendwas nervt, also diverse Kritikpunkte sind total okay und so weiter an vielen Themen. Ne, aber man muss sich halt eben innerhalb natürlich so von dem kapitalistischen System und Aufmerksamkeitsökonomie und Medienökonomie und so weiter, ist es nun mal so, dass bestimmte Inhalte werden eben gefördert, eventuell durch die Algorithmen oder eben durch die Zuschauerschaft oder eben dadurch, dass bestimmte Inhalte auch gepusht werden. Teilweise gibt es auch, ich weiß nicht, wie stark das in Deutschland ist, aber auch im englischsprachigen Raum, dass dann rechte Inhalte zum Beispiel durch einfach russische Botfarmen oder sowas gepusht werden. Ja. Ne, und dass wenn die einfach eine bestimmte Kerbe schlagen, dass die dann eben erfolgreicher sind, weswegen man schon sieht, okay, bestimmte Content-Creator, die sagen dann, okay, anscheinend, wenn ich jetzt, ich mache gerne den und den Content, aber wenn ich jetzt hier an der Stelle mal darauf hinweise, dass Disney jetzt irgendwie total Vogue ist und nur noch irgendwie schwarze Frauen als Hauptrollen für Märchenfiguren oder sowas hat, dass das jetzt, dass das dann einfach einen kleinen Boost einem gibt und dadurch gibt es natürlich auch so eine Motivation für Content-Creator in diese Kerbe zu schlagen. Und ich habe früher immer gedacht, also du sagst ja im Prinzip gerade, dass ich sozusagen einen finanziellen Anreiz habe, das zu tun, weil Reichweite... Ich glaube, dass du total daran glaubst. Ich sag nur, du setzt dich dann sozusagen durch, eher als eben andere, weil du eben auch diesen Content bedienst und weil du dann auch Zuspruch bekommst aus eben bestimmten Ecken des Internets, von denen man eigentlich keinen Zuspruch haben möchte. Aber dann habe ich noch nicht verstanden, was ist genau jetzt das Problem oder der Vorwurf, den habe ich noch nicht rauskristallisieren können. Also weil ich sage dir ganz ehrlich, das sind Dinge, die mir auffallen. Jetzt kann man immer sagen, klar, selektive Wahrnehmung, wenn du dich einmal damit beschäftigst, dann fallen dir Sachen halt einfach immer häufiger auf. Das sind Themen, die mich beschäftigen. Das sind Themen, die mir im Alltag tatsächlich
die ich mitbekomme, ja, also nehmen wir mal irgendwie sowas wie Gendern oder so, da, das finde ich natürlich witzig, wenn ich da im Krankenhaus bin und ich sehe, krieg einen Zettel in die Hand gedrückt und da ist komplettes Chaos. Also das ist komplett, das ist wieder komplett schiefgelaufen. So, dann finde ich das lustig, das zu sagen, okay, ist ja eine ganz lustige Idee, aber scheint offenbar gar nicht so einfach in der Umsetzung zu sein. Vielleicht ist das kein geiles Konzept. Dann ist mir ja erstmal egal, wer da klatscht, welcher Algorithmus das befeuert oder so. Das ist ja ein reales Erlebnis, was ich habe, was ich mitbekomme. Also, das ist mir dann ja irgendwie, was soll ich dann machen, wenn das auch von irgendwie Leuten thematisiert wird, die wir beide nicht mögen? Was soll ich mit der Info machen? Also, wie sieht meine Handlung damit aus? Also, eigentlich sollte man dann sich vielleicht natürlich ordentlich abgrenzen und auch wissen, okay, wo sind jetzt gerade die Prioritäten? Also brauche ich jetzt gerade ein Video über Gendern oder ist nicht vielleicht irgendwie so der Aufstieg der AfD ein bisschen wesentlich gefährlicher? Aber wer entscheidet, aber wieso entscheidet, das finde ich so ein bisschen, du bringst mich ja damit, im Grunde ist das eine emotionale Erpressung, ne? Das ist im Prinzip so, du sagst so, ja, ich verstehe zwar, dass dich das nervt, aber findest du wirklich, dass das gerade das größte Problem ist? Wir haben hier gerade die Demokratie ist gefährdet, jetzt dann sage ich dann, keine Ahnung, Imp, ich oder und Co., wir sagen dann so, ja, ist uns aber egal, wir machen das trotzdem, weil uns das nervt und wir das sagen möchten. Und dann, was wir feststellen ist, und dann werden ja die Angriffe nach oben, also die verbalen Angriffe, die verbale Eskalationsstufe wird dann höher gedreht, ja. Von dir jetzt nicht unbedingt, habe ich in meine Richtung jetzt noch nicht so krass wahrgenommen, aber wir kennen es alle, dann gehst du halt ein paar Stufen weiter und dann bist du irgendwie, weil das Leuten dann auch irgendwann nicht mehr krass genug ist und dann heißt es irgendwie, der Rechtspopulist, ziehen dann der Rechtspopulist so und so, alle rechts. Und dann frage ich mich, ist das wirklich, also was ist das? Ist das Frust, dass wir das nicht tun, wie euch das vielleicht wünscht oder weil man so sauer ist? Ist oder ja was? Verbunden mit auch, also einfach diversen Quatsch, den ihr natürlich dann verbreitet. Und das ist natürlich so ein bisschen problematisch. Also ich habe jetzt zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt, weißt du, der kritisiert auch mal hier und da Wokeness oder Gendern und so weiter. Aber das hält sich sehr stark in Grenzen. Der vergleicht das dann irgendwie mit, wie du, mit irgendwie, dass man Tourette hätte oder sowas. Ziemlich eklig ist und auch. Der war schon ziemlich daneben, der Joke, ja. Ja, und dann. Du hast den eigentlichen Joke hast du da mitbekommen, ne? Ich habe den Joke gemacht und danach habe ich ja den Joke gemacht, wie die Zuschauerreaktion ist. Also kann man natürlich sagen, muss man trotzdem nicht machen. Aber also das ist also für mich, mich drüber. Das kann man halt einfach lassen, weil am Ende des Tages ist es halt, ist Gendern ein Thema. Das wird halt gerade für den Rechten gepusht, weil es halt eben so nichtig ist. Man kann darüber aufklären, dass die Rechten das Thema pushen, weil es so nichtig ist und weil sie damit von anderen Themen ablenken können und weil sie damit Easy Points machen. Aber ja, du kriegst super Easy Points. Ne? Du hast in der Gesellschaft, hast du 80%, du hast 70-80%, je nach Umfrage hast du Ablehnung. Und das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mich dann frage, ist das echt wieder jetzt so eine clevere Strategie, da keinen Widerspruch zu leisten bei diesem Thema, ja, weil du wirst keinen finden, der sich mal so ganz deutlich dagegen ausspricht. Du überlässt diese Kritik. Ja, genau. Du überlässt. Also, genau. Das ist ja wirklich. Pass auf, du holst 70-80% der Bevölkerung nicht ab. Das finde ich so krass. Ja, also aber es tut ja keiner, verstehst du? Das ist ja das Ding. Spielt keine Rolle. Manchmal kannst du einfach auch mal, um zu signalisieren, damit du dieses, was die AfD ja super gut kann, ist, ja, sie stellt sich hin und sagt: Guck mal hier, die sind alle Gaga, nur bei uns gibt's die Vernünftigen. So. Und keiner widerspricht denen. Keiner sagt, nö, wieso, ich sehe das auch nicht so. Keiner. Und dann hast du dieses Phänomen, und das sehe ich dann, also ich sehe so in meinem Freundeskreis, irgendwie 99% finden Gendern komplett affig, ja, aber ja. Keiner, und dann frage ich ja, und welche Partei fällt dir ein, die sich dagegen ausspricht? Ja, AfD natürlich. So, welche noch? Keine. Und das ist so eine Strategiefrage, die ich mir stelle, Wenn du bewusst einfach bei so einem Thema, wo du keinen Rückhalt in der Gesellschaft hast,
Also ich erwarte ja nicht mal, dass die SPD oder die Grünen oder irgendwer, dass die jetzt so geschlossen sagen, so, nein, Gendern verbieten. Nein, das erwarte ich nicht. Ja, das ist Quatsch. Das macht die AfD. Aber dass du auch mal so diese Stimmen in diesen Parteien auch mal hörst. Es macht ja keiner, weil wir es schon geschafft haben. Wenn das einer sagen würde, dann stellen wir den direkt schon, ach so, ja, willst du nicht direkt die Partei wechseln? So, nein, wieso? Wieso kann es nicht innerhalb der Grünen und der SPD dieses Spektrum an Meinungen geben von, ja, wer das einer sagt, so Gendersprache finde ich total Quatsch. Ja, aber das ist lassen. Ja, guck mal, das ist ja, aber finde ich totaler Quatsch. Also erstmal, warum? Ne? Also, ist doch scheißegal. Ja, diese Meinung ja, gibt es ja, ja und die ist ja nicht schlimm. Du kannst es ja ablehnen. Ja. Warum habe ich in keiner der demokratischen Parteien ja, einer der. Ja, weil es ein wichtiges Thema ist, weißt du, das ist ja das also, Ding. Und das ist, nur das Anträge. Ist, ja, genau, aber es sind genau. Nur Anträge. Ja. Gegen das Gendern. Es gibt keinen Antrag irgendwie im richtig, Bundestag oder richtig. Irgendwie im Landtag. Aber du musst doch mal ein bisschen Presse sagt, mitdenken. Jetzt soll gegendert werden oder sowas. Das genau. Ist halt guck mal, in den USA gibt es das. Mit du dem, kannst doch Wind aus dem Segel nehmen. Du nee, kannst du doch kannst Wind aus dem Segel nehmen, wenn du einfach Wind sagst. Wind aus den Segeln, indem du darüber aufklärst, dass es kein wirklich wichtiges Thema ist. So, und dass die Rechten damit einfach nur versuchen, easy Propaganda zu machen. So, da hat zum Beispiel eine Heidi Reichenick von den Linken zum Beispiel, die ist halt viral gegangen mit einem Clip, wo sie eine Rede gehalten hat darüber, wie die AfD schon wieder versucht, das Gendern irgendwie zu verbieten. Und dann hat sie das Ganze aber in ihrer Rede verbunden mit wirklichen Themen, die wichtig wären, beispielsweise auch für Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, wo es dann um Stärkung von Sozialsystemen ging. Wo um es bestimmte Regulierungen, Arbeitsrechte und so weiter ging. Und damit ist sie dann viral gegangen, weil das natürlich ein wesentlich stärkerer Punkt ist, wirklich auch wichtigere Themen sind. Ich stimme dir in der Sache zu. Es gibt sicherlich wichtigere Sachen, nur du darfst halt auch nicht vergessen, also die Strategie der AfD funktioniert ja. Das ist ja mein Problem. Ja, aber sie funktioniert sehr gut. Und ich überlege jetzt, okay, wenn die so gut funktioniert, wie könnte ich diese Strategie sabotieren? Und was ich dann immer nur höre ist, ja, dann klärst du darüber auf, dass das ja gar kein so wichtiges Thema ist. Aber das Kind ist doch schon im Brunnen gefallen, die Leute regen sich ja schon drüber auf. Und ich muss dann auch so sagen, ja, da bin ich dann auch leider der Teil, der auch sagt, auch zu Recht. Weil ja, aber du krass. Also du pushst praktisch einfach nur deren Narrativ. Du übernimmst einfach nur das rechte Narrativ in einzelnen Punkten und versuchst das dann zu garnieren. Welches Narrativ? Ja, mal, was für ein Narrativ? Für, weiß ich was, mehr Umweltschutz oder so wert. Was ist das Narrativ? Was ist die Erzählung dahinter? Das Narrativ ist erstmal, dass da irgendwer das Gendern pusht und dass das Gendern irgendwo gefährlich schlimm oder sonst was ist. Das Schlimme ist das nicht, es ist einfach nur nervig und hässlich. Das suggerierst du damit und das kommunizierst du damit, indem ist doch ich sage ganz klar, pushen das Gendern alle. Und Quatsch, ich bin derjenige, der Vernünftige und ich bin dagegen. Und ich bin nicht so wie die anderen Linken. Unterstützt mich. Nee. Und das Problem ist, das wird dann kombiniert. Nein, ich betrachte das gesondert. Hey, unterleg mir nicht, was ich sage. Das sage ich nicht. Das ist das, was du da. Nee, weil, pass auf, das ist das. Jetzt kommst du mit. Die du dann auch bekommst, weil am Ende des Tages kann man sehr gerne natürlich halt auch die und die Sachen kritisieren. Man darf eben nicht. Oder man darf halt nicht den Rechten damit helfen, indem man am Ende gegen die eigenen Leute schießt. Und das ist ja immer so das, was du immer kommunizierst, dieses ganze, ja, die Linken treiben die Leute nach rechts. Ja. So was, ja, aber was ist das Resultat davon? Also sollen wir aufhören, zu krass gegen die AfDler zu gehen oder was? Gegen die Pass auf. Also das ist eine generelle Strategiefrage, die man sich natürlich stellen kann. Also du stellst selber fest, dass die mehr Klicks machen, dass die in Prozenten immer mehr dazu holen. Die Linke kackt gerade in Umfragen komplett ab. Die liegt zwischen 2-5%. Ich bin jemand, wenn ich solche Ergebnisse habe, dann ist vielleicht irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt immer weiter auf den Gegner fokussieren muss oder ob ich nicht mal vielleicht auf mich selber gucken muss, ob ich denn alles richtig mache. Und das ist sozusagen, da wollte ich eben mit dir jetzt drüber sprechen, die Strategie. Du hast eben gesagt, deine Strategie ist ja, Rechte lächerlich machen,
Weil das wird dann, also das sind dann so Wähler, die vielleicht die AfD wählen und dann sehen sie irgendwie, ach krass, die sind voll lächerlich, oh, bei Lächerlichen will ich nicht sein, die wähle ich nicht. Das, habe ich das richtig verstanden? Das ist die Strategie, ja? Genau. So. Und nach 10 Jahren AfD und wirklich, also das ist die einzige Strategie, die ich seit 10 Jahren sehe. Ich weiß nicht, wo du die irgendwo von Erfolg gekrönt siehst. Ich finde, man sah das sehr gut in der Querdenkerzeit, dass halt wirklich die Querdenker praktisch das Gelächter der Nation waren, aber eben auch, dass dadurch das Social Media daraus einen riesen Renner gemacht hat. Und dadurch sind dann auch, weil die AfD mit denen assoziiert wurde, sind die Prozente für die runtergegangen. Und, okay, warte, da hast du ja auch mitgemischt. Ne? So, das ist ja. Moment. Also, da muss man echt mal genau gucken, ob das in der Retrospektive genauso ist, wie du es darstellst. Weil ich glaube, was man gemacht hat, und da würde ich mir definitiv auch sagen, da gab es eine Zeit, wo ich das definitiv mitgemacht habe, ist, dass du einen Keil getrieben hast. Du hast einen Keil getrieben und wenn du einen Keil reintreibst, dann hast du natürlich einen Teil, der auf die eine Seite kippt und der andere auf die andere. Ja? Du wirst es definitiv geschafft haben, durch lächerlich machen, vor allem von den wirklich extrem schwachsinnigen Positionen. Also ich habe mich in erster Linie darauf fokussiert, was sind die völlig absurden Verschwörungserzählungen von magnetischer Impfung und blauem Licht und keine Ahnung was. Ja, darauf habe ich mich fokussiert und das wird definitiv auch Leuten geholfen haben, zu sehen, oh okay, weiß ich nicht, ob das jetzt das Zuhause ist, wo ich sein möchte. Aber was du, wo ich mir ziemlich sicher bin mittlerweile, wo man einen Fehler gemacht hat, ist, dass man dort, wo viel Maßnahmenkritik war, aber kein Geschwurbel, dass man auf die ebenfalls draufgehauen hat. Und die hast du unter Umständen, und das glaube ich, kann man mittlerweile sehr gut belegen, die hast du ausgegrenzt. Und wenn du einmal so eine Ausgrenzungserfahrung gemacht hast, das ist sau schwer, denjenigen wieder zu überzeugen, denjenigen wieder einzufangen. Also da sind Sachen, muss man schon sagen, also gerade zum Ende der Pandemie oder nach der, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, ist alles irgendwie ein Brei, aber irgendwann wurde sehr krass Stimmung gegen Ungeimpfte gemacht. Und da war so für mich ein Punkt, da habe ich den Content gewechselt. Da habe ich gesagt, nee, warte mal, ich wollte mich so um Verschwörungserzählungen, Schwurbel und so weiter. Aber als radikal Stimmung gegen Menschen gemacht wurde, die sich, warum auch immer, nicht impfen lassen wollten, da habe ich gedacht, was passiert hier gerade? Warum haut man ja, da immer weiter drauf? Was erhofft man sich davon? Weil jetzt, du hast gerade gesagt, also welcher Ungeimpfte hat denn gesagt, oh, jetzt haben die mich monatelang beschimpft? Ja, die haben, glaube ich, recht. Come on, das passiert nicht. Ja, doch. Aber der Gag, also das heißt nicht, dass die Menschen dann plötzlich so direkt überzeugt werden. Aber sie wissen schon mal, okay, das ist im Gegenteil. Das macht es noch schlimmer. Das ist tatsächlich, wie Menschen leider da ticken. Und der Gag ist ja. Wie so, Menschen? Also du funktionierst so. Nee, warte mal. Du funktionierst so. Wenn ich jetzt auf dich draufhaue, dich lächerlich mache, dann sagst du irgendwann so, oh, der Sinan hat sich jetzt zwei Wochen über mich lustig gemacht. Jetzt bin ich bei dem, oder was? Nein, aber schau dir doch mal diesen ganzen Anti-Woken-Content, bei dem du auch mitmachst, an. Ja. Und auch den so ein Imp betreibt, aber den auch ganz viele andere betreiben. Ja. Ist das irgendwie, wir reichen denen die Hand? Nein, man haut drauf. Man haut drauf und man haut drauf und man haut drauf. Und man versucht, die Woken in Anführungszeichen lächerlich zu machen. Man versucht, die Linken lächerlich zu machen, Feministinnen lächerlich zu machen, queere Menschen lächerlich zu machen. Und das funktioniert. Das sorgt dafür, dass die weniger Zuspruch haben. Weil Menschen sich damit nicht assoziieren wollen. So, und das ist eben und weil man da, weil das funktioniert und deswegen machst du jetzt dieselbe Methode. Also ich würde dir nämlich recht geben, wenn wir uns böswillig über Menschen lustig machen, finde ich das nicht gut und lehne das auch ab. Das kann immer mal passieren, aber ist nicht das, was ich machen will. Ja, aber so, und jetzt sagst du, es funktioniert und dann sagst du, hey geil, jetzt habe ich von den Arschlöchern gelernt, jetzt mache ich selber. Ja, aber der Gag ist ja, aus irgendeinem Grund findest du es dort okay anscheinend. Nein! Ich finde das nicht okay. Ja, aber dann könntest du nicht mit entsprechenden Akteuren so keckig rumkulten und auch mit denen zusammenarbeiten.
Moment, Moment, Moment. Also ich ziehe immer ganz klar die Grenze zwischen hören uns Aussagen an, wir durchdenken diese Aussagen und ziehen sie gerne ins Absurde. Aber das ist ein Unterschied zwischen, ich hau nicht auf eine Person drauf, ich hau nicht unter die Gürtellinie, das mache ich alles nicht. Und Schau mal, ich habe letztens gesehen, ja. Da hast du dann, da gab es halt den Fall zum Beispiel mit meinem Kollegen Neitern auf yeah. Twitter. Weißt du, da wurde ein Clip von deinem komischen wie hieß der, Capulco, Tokik oder so. Ja. Super krasser Siffer, wirklich super ekliger Mensch. Ja, ja, stopp. Immer irgendwo eine coole Welle hält sozusagen. Und ich halte mit jedem eine coole Welle, ich halte auch mit dir eine coole Welle. Ja, glaube ich dir, aber manchen Menschen sollte man eben so eine Verbindung nicht haben. Wieso? Wer bist du, der das entscheidet? Ab wann zeigt man da mal Haltung und sagt, hey, sorry, aber mach das ich nicht. Okay. Und dann da hast bist du halt bei mir den falsch. Fall, den, weißt du, da gibt es dann einen Clip, der dann irgendwie rumgereicht wird, wo Neiter nur erzählt, ja, er wünscht sich für seine Tochter eine vegane Spielpartnerin. Und dann vergleicht dort der Twitter-User das mit Nazis. Ja, ersetzt mal irgendwie vegan durch blauäugig oder durch deutsch oder so. Und anstatt das, weißt du, eine völlig übertriebene Aussage. Du weißt, bei den Woken, da heißt es dann immer, ja, die sagen doch immer Nazi, Nazi, Nazi. Und dann kommt halt so einer an, der halt so zu den Anti-Woken gehört und haut halt wirklich einfach direkt den Nazi-Vergleich raus. Und dir fällt da auch nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, ist wie bei christlichen religiösen Fundamentalisten. Ja, ist halt, also gibt halt nur mal. Also ich gebe dir recht. Irgendwo einem erzählen, meine Tochter turnt. Ich wünschte, ich könnte hier eine Spielpartnerin finden, die auch turnt oder so. Weißt du, guck mal, vegan sein ist eine Entscheidung, aber deutsch und blauäugig oder arisch oder was weiß ich, damit wirst du ja geboren, sozusagen in der Ideologie von denjenigen, die. Also als Aria wird Ich erinnere mich an den Tweet. Ich erinnere mich an den Tweet. Ja. Also ist ja eine total übertriebene Aussage. Da kann man auch nicht natürlich, bekommen, natürlich. Die Woken, die sind die, die irgendwie immer Neonazi schreien, wenn solche Äußerungen tätig. Nö, das geht ja auch schon wieder irgendwo so leicht in so Holocaust-Relativierung und sowas rein. Ach komm, ja, jetzt mach halt mal einen Ball flach. Also komm. Ja, jemand, der also, seine Tochter, eine vegane jetzt versuchst du einen Spagat, da reißt du dir gerade zwei Beine raus. Also ich gebe dir recht. Stopp mal, ich gebe dir recht, dass wenn ein veganer Papa irgendwie bei Twitch irgendwie seine Spielpartner oder vegane Spielpartner für sein Kind sucht, weil dann muss man das nicht mit arisch und blauäugig, man muss den Vergleich mit NS-Zeit muss man nicht ziehen. Er sagt ja auch nicht, er schließt irgendwie andere Spielpartner aus oder so. Nein, alles cool. Halt schön, den Vergleich, wenn man den und den Spielpartner hätte, was die normalste Aussage von Eltern ist. Übrigens. Pass auf, also gebe ich dir doch vollkommen recht, den Vergleich muss man nicht ziehen. Darauf habe ich mich auch gar nicht bezogen. Ja? Du kannst mir jetzt vorwerfen, kannst du machen, hast du ja auch gerade gemacht, kannst du sagen, kann man aber auch mal schon mal kurz sagen, hier der Nazi-Vergleich muss nicht sein. Stimmt, gebe ich dir recht, werde ich mal darauf achten. Wenn ich unnötige Nazi-Vergleiche sehe, werde ich auch egal von wem sie kommen, also ist meine Bemühung, weil natürlich würde ich sagen, man ist immer biased irgendwie, ja, je nachdem wer was sagt, legst du es unterschiedlich auf die Goldwaage, absolut, machst du, mach ich, macht jeder, dass natürlich bei Veganismus halt manchmal ein gewisser Übereifer entstehen kann, ist aber auch kein Geheimnis. Jetzt können wir uns darüber streiten, wie heftig muss man es ausdrücken. Aber den Punkt schenke ich dir. Also muss man nicht so heftig machen. Geschenkt. Ja, in einem anderen Talk, den ich von dir gesehen habe, da hast du dann irgendwo gesagt, ja, wenn man sagt, man soll nicht mehr nach Sonneberg reisen oder so, das ist ja auch dann praktisch ein Nazi-Move und die Menschen dort, was ist denn jetzt die Endlösung von euch für die Menschen? Ist halt auch echt ein bisschen. Nee, da war ja. Da sind wir auf derselben Ebene. Das ist genau das Video, das habe ich auch nie verstanden, warum der Clip geklippt wurde, weil es genau der Punkt ist, den ich mache.
ich bringe in Gesprächen manchmal, wenn ich höre, wie du jetzt zum Beispiel, ich kann dir ganz gut einfach ein Beispiel machen. Du würdest jetzt sagen, ja, manchmal muss man aber auch zur Gewalt greifen. Und vielleicht müsste man die AfDler dann auch wegsperren. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, ja, sollen wir ein Lager errichten für die? Einfach nur, damit du in dem Moment merkst, oh krass, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht ein bisschen krass. Verstehst du? Das ist nicht meine Aussage, sondern ich sage etwas, wo jedem sofort, ne, wo nämlich das Alarmsignal angeht bei Endlösung, bei Lager, da gehen die Alarmsignale zu Recht an. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die aber nicht angehen, wenn die Leute aber so über den Umgang mit AfDlern oder so reden. Ne, dann denke ich so, ach krass, ist euch eigentlich gerade klar, was ihr sagt? War bei Corona nicht anders? Gab es da dieses berühmte Bosetti-Zitat da mit Ungeimpfte sind irgendwie der Blinddarm oder so, ne? Und dann denke ich mir, ey, ist euch bewusst, was ihr für Worte benutzt? Das ist genau das, was ihr den Leuten doch immer vorwerft. Ja, du ja jetzt auch gerade gegenüber solche Worte verwendet. Also du sagst ja dann ja, was ist denn jetzt eure Endlösung für das? Nein, du hast du es immer noch nicht verstanden. Ich bin mir aber bewusst darüber, dass was das Wort auslöst. Ich will diese Reaktion ja bei dir auslösen, damit du checkst, oh krass, vielleicht ist Menschen absondern keine geile Idee. Das, was ich da höre, ist, dass das halt maßlos übertrieben ist. Also es wäre das so eine krasse Aussage, ja, vielleicht nicht mehr nach Sonneberg reisen. Wenn du sagst, wir müssen das dann direkt irgendwie weiter. Boah, Alter, ja, aber was ja, gut, wollt ihr denn noch mit den Leuten machen, sozusagen? Ja, aber wo dann frage ich mich, also wo ziehst, also bei dem Vergleich jetzt von dem einen, der dann das mit den Veganen, dann sagst du, das geht zu weit, was anderes nicht, also wo ziehst du denn die Grenze? Also findest du jetzt so Menschen irgendwie als Blinddarm der Nation zu bezeichnen, das ist okay? Also ich frage ja nur, also wo ist so die, ich weiß ganz häufig nicht, findest du nicht okay? Ja, okay. Ja, aber das ist ja das Ding, so, da wäre ich, ne, dabei, genau. Genauso konstant wie jetzt dir gegenüber, wenn du dann der Meinung bist, ja, ey, was ist denn deine Endlösung jetzt für die? Ne? Also, ne, ja, das ist doch nicht meine, also meine liberale, okay. Guck mal, meine liberale Haltung ist doch genau, also deswegen verstehe ich den verstehe, Trump was nicht so du richtig. Du damit sagen möchtest, ja. Ne? So, ey, guck mal. Du beschwerst dich nur, dass ich das Wort benutzt habe oder was? Sagen umgehen. Aber ich finde trotzdem die Aussage total übertrieben, wenn jemand dann sagt, aber das heißt, das ist geil. Du, also, ich sage das Wort, es passiert genau das, was ich will, ja, also es ist ja, sofort, ja damit es ist, warte, stopp, ey, es ist sofort ein Schalter da. Da nicht mehr hinzufahren. Und die Menschen dort sind praktisch wie die Juden damals. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage, das kommuniziert. Nein, du verstehst das ist halt nicht. Aus meiner Sicht, ne, ist das halt ich, in der ich sage von, etwas, wo ich weiß, dass es die neuen Juden oder sowas. So, genau, also pass auf, ich sage etwas, wo ich weiß, dann dürfte der andere auf gar keinen Fall zustimmen. Also wenn, dann würde ich das Gespräch beenden. Wenn mir einer sagt, ja, wir brauchen eine Endlösung für die AfDler, dann bin ich raus, sorry. Da sind wir uns einig. So. Also schmeiße ich sozusagen einen Köder und guck mal, was passiert. So. Jetzt kannst du mir vorwerfen, ja, warum schmeißt du einen Köder? Ja, ist halt meine Art. Also ist halt so, dass ich sage, manchmal musst du, und das, ich verstehe was, also das, natürlich kannst du sagen, wenn du ständig irgendwelche Szenarien zeichnest, die niemals eintreten, okay, dann könnte man sagen, mach mal nicht so eine Panik, wir haben nur davon gesprochen, da nicht mehr hinzureisen. Okay, wenn es aber irgendwie heißt, also den genauen Fall müsste ich mir da jetzt nochmal anschauen, aber da hieß es dann ja schon so irgendwie den Tourismus oder so zum Erliegen bringen, den Standort wirtschaftlich zu schädigen und so weiter. Dann finde ich das halt schon krass, weil dann willst du auch alle dort schädigen, auch die nicht, also dann nimmst du starke Kollateralschäden in Kauf. Und es ist ja wie dann, bei der Sanktionsdebatte mit Russland, genau. Oder so, im Kleinen natürlich, ne? In so einem kleinen Ding, dass das natürlich die Idee davon ist, ja, wir. Nur dass du eigene Leute auch noch sogar sanktionierst. Also dass du sogar nicht nur ein anderes Land so sanktionierst, sondern du sagst sogar, wir gehen jetzt schon so weit, ja, uns gefällt irgendwie die Wählerschaft da nicht, dann sanktionieren wir jetzt schon innerhalb des Landes
Es tut mir leid, dass ich das krass finde. Vielleicht bin ich auch einfach verweichlicht. Das kann natürlich sein, aber ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, da muss es doch eine bessere Lösung geben. Aber keine Ahnung. Ja, natürlich, wäre cool. Ne? So, man strebt eine bessere Lösung. Aber ich finde, wenn jemand einfach diesen Vorschlag, die Idee oder diese Maßnahme sozusagen oder die Konsequenz für sich einfach in den Raum wirft, dann so einen Vergleich zu ziehen, finde ich dann immer wieder ein bisschen happig, meistens eben über. Okay, du regst dich über den Vergleich und du, Medien. Ja, du findest, aber was genau findest du schlimm? Also weil es zu krass ist oder was? Also sollte ja so sein. Also oder dass ich das Wort generell benutze. Halt wirklich, oder? Das ist ja das, ne, so was man dann ständig den sogenannten Woken dann vorwirft, ne, so direkt halt irgend so einen Nazi-Vergleich zu ziehen. Oder direkt halt irgendwie Nazi zu rufen. Ja, aber das ist ja ein Unterschied. Ich sag ja nicht, du machst das so, sondern, also bitte, das ist jetzt wirklich gewollt falsch verstehen. Also ich habe doch gesagt, in einem Gespräch würde ich sowas sagen. Und zwar natürlich mit einem süffisanten Lächeln im Gesicht, wo mir klar ist, ich versuche mal gerade sozusagen eine Bombe zu schmeißen, wo wir uns beide mal kurz erschrecken und dann sagen wir, so, und jetzt lass noch mal bitte kurz überlegen, was wir da gerade besprechen. Ja, aber die Konsequenz, habe ich irgendeiner realen Person diesen Vorwurf gemacht? Nein, es war ein Gespräch und wir haben darüber geredet, wie ich hypothetisch in einem Gespräch das machen würde bei irgendwem. Also deswegen, worüber reden wir hier? Habe ich das jemals gemacht? Mache ich das? Also werfe ich irgendwem tatsächlich irgendwelche Nazi-Methoden? Häufig halt ganz schön oft inzwischen, dass da, dass man da natürlich mit Holocaust-Relativierung sehr, sehr locker umgeht. Ne? Ja, aber ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Also, mach ich nie. Wir hatten auch zum Beispiel, also ne, du hast ja auch ein Video gemacht über den Idiotentreff und die Gruppe, die von Jan Böhmermann da exposed wurde und hat ja halt auch gedacht, ey, komm, wir können uns doch, also ein paar von den Witzen waren ja auch super und die will ich euch jetzt hier präsentieren und hast das praktisch alles ein bisschen runtergespielt und sehr stark dadurch relativiert und hey, turns out, einen von den Leuten, die du da praktisch promoted hast, war Teil von promoted hast? Ja, dadurch ich natürlich, promoted. Indem du die Witze hier als, ey, guck mal. Warte mal ganz kurz, ich habe den promoted. Also Jan Böhmermann macht eine Sendung, stopp. Jan Böhmermann macht eine Sendung, erreicht 4 Millionen Menschen. Sinans Woche geht auf diese Sendung ein, erreicht irgendwie 30.000, 40.000 Leute. Ich promote den. Wie viel du dort erreichst oder welchen. Ich promote den. Ja, aber guck mal, wenn Jan Böhmermann so viel mehr Reichweite hat als ich, ja, dann ist doch alles erlaubt. Dann kann ich ja eigentlich machen, was ich will. Ist ja auch Quatsch. Nein, es geht um die Frage, lenk nicht ab. Du hast gesagt, ich würde den promoten. Also das ist so, das höre ich immer wieder. Dann heißt es irgendwie, also da muss man mal realistisch bleiben. Das ist Quatsch. Ich will nicht damit sagen, dass du den jetzt irgendwo sozusagen supportest oder sowas. Aber du sorgst natürlich für eine Relativierung. Du sorgst natürlich dafür, dass das am Ende rüberkommt wie, ey, guck mal, das, was der Jan Böhmermann da präsentiert hat und worüber er aufgeklärt hat, alles am Ende eigentlich gar nicht so wild. Nö, das ist deine Interpretation anscheinend. War halt eine Gruppe wenn das deine Interpretation, ja. Sag ich ja im Video. Ich habe im Video gesagt, ich gehe sogar davon aus, dass das wahrscheinlich sogar Rechtsradikale sind. Gehe ich sogar davon aus, sage ich im Video. Also, das ist genau, was ich sage. Darum geht es aber gar nicht. Klar, wenn du nicht das hören willst, was ich sage. Was ja, doch nicht so schlimm, weil die haben ja lustige Witze drauf. Nein, das ist wieder die Interpretation, die du machst. Also pass auf, das ist ein heikles Video. Natürlich ist ein heikles Video. Pass auf. Der Jan Böhmermann, der beschäftigt sich wieder mit total nichtigen Themen. Alles nicht so wild, was er da uns präsentiert hat. Weil er wirklich die falschen Schlüsse zieht. Weil er macht im Prinzip genau das, also mit dem Humor. Humor ist nun mal einfach auch ein Thema von mir, was mich sehr beschäftigt, ja. Gerade weil ich, das ist ja meine Sorge, ja, dass wir durch einen, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, woken Zeitgeist, den wir, darf ich das sagen oder ist das ein Kampfbegriff? Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also woken ist natürlich, ist ein rechter Kampfbegriff, ne? Ist natürlich, ja, okay, also, aber wie darf ich das so formulieren, dass mir das jetzt nicht negativ ausgelegt wird? Was ich meine ist, dass wir durchaus. Wir leben in einer aufgeklärten Zeit. In der wir inzwischen uns mit Themen befassen können, mit denen wir uns vor ein paar Jahrzehnten nicht befassen können. Das liegt vor allem an den sozialen Medien.
Also weil beispielsweise auf der einen Seite hat das natürlich dafür gesorgt, dass Rechtsextremisten sich Themen nehmen können und die aufbauschen können bis ins Unendliche, die eigentlich gar nicht so relevant sind. Mhm. Und dann auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, dass zum Beispiel Transmenschen, die eine super verschwindend geringe Minderheit sind in der Bevölkerung, dass die trotzdem auf sich aufmerksam machen können und dafür sorgen können, dass man sich mit ihren Themen beschäftigt und dass sie zum Beispiel dadurch dann auch ihre Rechte stärker erkämpfen können. Okay. So, das ist die Zeit, in der wir leben. So, das ist halt eine Zeit. Und wie beschreibe ich jetzt das? Wie beschreibe ich jetzt das vom Phänomen, dass du in Medienhäusern wie zum Beispiel Netflix, da ist es bekannt, ja, dass sie im Prinzip schon so Vorgaben machen, dass sie in den künstlerischen Prozess eingreifen, dass sie sagen, ihr müsst so und so den Cast besetzen, die Stories müssen so und so besetzt sein. Das sind ja auch Einwirkungen von außen. Wie beschreibe ich das? Wie darf ich das gar nicht thematisieren? Nee, das kannst du gerne thematisieren. Die Frage ist nur, was du dann daraus machst und was du daraus siehst. Okay, ich sehe daraus einen Eingriff, einen politisch motivierten Eingriff in die künstlerische Freiheit. So, und damit habe ich ein Problem. Nee, das ist ja Quatsch, weil Entscheidungsprozesse, beispielsweise Castings oder irgendwen, der entscheidet, wer zum Beispiel welche Rollen im Film besetzt, das gab es ja schon immer. Also auch schon in den 20er Jahren, wenn man dann gesagt hat, okay, pass auf, alle bei uns im Film hier in den USA sind jetzt weiß, weil wir sonst niemanden anderes da haben wollen und eben supporten wollen und fördern wollen, dann war das halt auch eine politische Entscheidung de facto oder beziehungsweise eine Entscheidung, die natürlich Wieso auch... Wieso ist das eine politische Entscheidung? Wenn das jeder für sich selber einfach entscheiden kann, dann hätten wir doch den Best Case, oder nicht? Ja gut, Medienunternehmen ist keine Demokratie. Ne? Da gibt es jemanden, der von also oben keine Demokratie. Eben entscheidet, okay, so möchte ich gerne meinen Cast haben. Und dann ist das natürlich eine Entscheidung, die natürlich auf der Ideologie von denjenigen beruht, die diese Entscheidung getroffen haben. Und wenn dann irgendwann Leute gesagt haben, okay, pass auf, wir versuchen jetzt mehr Vielfalt da reinzubringen, dann ist das selbstverständlich dann auch wieder eine Entscheidung, die eben aus sozusagen ideologischen Gründen getroffen wird, aber eine Ideologie hat eben jeder. Und das, was du eben... Aber dann gibst du ja wenigstens zu. Also du sagst halt, das ist ein ideologischer Prozess. Ja, aber das, also was du dann tust, ist, es gibt den Default und der ist praktisch, das ist das, was sozusagen normal ist. Und dann gibt es jetzt das Neue, nämlich, dass man versucht, in den künstlerischen Prozess einzugreifen, beispielsweise durch mehr Diversität in einem Cast. Oder durch eine bestimmte Sprache. Obwohl es das vorher schon immer gab, obwohl es diesen natürlichen Default niemals gab, sondern immer, dass Entscheidungen waren, die getroffen wurden, basierend auf der Weltanschauung von denjenigen, die Entscheidung treffen konnten. Ja, aber der Künstler konnte sie ja selber entscheiden. Also jeder konnte selber. Also das, was ich nicht verstehe, ist, wieso kann Netflix nicht sagen, wann soll der Künstler irgendwann mal was selber entscheiden haben können? Also es gab immer Prozesse, die dafür gesorgt haben, dass der Geld bekommt oder dass er gefördert wurde oder dass er aufgesucht wurde. Du bist aber sehr im kapitalistischen System unterwegs. Also es gibt ja durchaus noch Menschen... Ja, aber wir leben ja im kapitalistischen System schon seit einer ganzen Zeit. Ja, natürlich leben wir da drin, aber es gibt ja immer noch Leute, die einfach erstmal intrinsisch motiviert sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein Werk machen. Ich möchte eine Komödie machen, was weiß ich. So. Ja. Und wo ist das Problem, wenn Netflix einfach sagen würde, ey, wir beauftragen verschiedene Filmemacher und so weiter oder Serienproduzenten, aber wir geben keine Vorgabe. Ihr macht das einfach, wie ihr das meint. Das wäre ja gar kein Problem. Da könnte ja auch einer hinkommen, der dann sagt, boah, in meinem Film, da spielen, den besetze ich voll krass. Da sind auf jeden Fall ganz viele noch schwarze Asiaten und noch ein paar, mit einer Behinderung oder so. Kann er ja machen, ist ja gar kein Problem. Aber du nimmst ja die Freiheit von Filmemachen, indem du so eine Vorgabe machst. Warum von oben aufgesetzt das? Das verstehe ich nicht. Weil es immer von oben auf, also es gibt da nicht diesen, also das wäre ja was total Neues, dass eine Firma sagt, ey, pass auf, wir überlassen jetzt einfach oder wir sagen jetzt einfach, macht, was ihr wollt. Es gibt immer einen Prozess, wo man zum Beispiel entscheidet, wem überlasse ich eigentlich die Entscheidung zu machen, was er will. Ja, also, aber das ist doch bei Netflix nicht. Die haben doch Vorgaben, bestimmten Casts umsetzen. Aber Netflix ist gar nicht so krass, also Netflix im Speziellen, machen eine riesen Vielfalt an Filmen
wo nicht alle irgendwie bestimmte Diversitätskategorien oder sonst was erfüllen. Das ist halt größtenteils eben auch wieder durch Akteure in Social Media einfach so verbreitet worden. Und irgendwann haben es halt die Leute geglaubt. Also du sagst, das ist einfach gar nicht so. Und wenn, nee, das wenn jetzt, wenn aber jetzt okay, okay. Netflix nimmt einfach alles, was Geld bringt. Also die hauen einfach raus. Okay, ist mir, ist halt okay, aber wir, also und achten gut, jetzt da nicht so wirklich drauf. Aber natürlich gibt es da halt immer wieder irgendwelche Serien, die sind halt aber auch sehr beliebt. Also ne, das Woke ist sozusagen auch etwas, was eben beim Publikum gut ankommt, weswegen das halt Unternehmen auch machen. Und das ist eben etwas, aber gleichzeitig. Also manche sagen ja auch, dass das nicht gut zieht. Gleichzeitig sorgt es aber eben auch in bestimmten Kreisen für Empörung, weswegen das dadurch natürlich noch mal mehr Aufmerksamkeit erhält. Okay, aber die Empörung zum Beispiel, die Fraktion, die interessiert mich nicht. Mich interessiert die künstlerische, den künstlerischen Prozess. Und ich gucke dann halt, also hatte ich in einer der letzten Folgen oder so, da ging es dann um Quentin Tarantino, da habe ich mir eine Doku zu angeguckt. Und die berichten ganz krass davon, wie schon vor 10 Jahren, ja, im Prinzip dieser, ich sag das Wort jetzt nicht, ich sag jetzt mal, wie ein moralischer Zeitgeist so dagegen vorgeht und das nicht mehr zulassen konnte. Bully Herbig hat gesagt, schon vor 20, 30, 40 Jahren auch in Hollywood. Also auch, das war immer so, dass man, also Medienunternehmen sind halt keine Demokratien, da gibt es halt ein Management und die geben also, weil halt es das immer so war, können wir uns auch gar nicht verbessern. Wir können sehr gerne Medienkonzerne enteignen und demokratisieren. Und dann können wir die ganzen Kriterien nochmal neu organisieren. Aber warum fehlt dir so ein liberaler Gedanke, dass man sagt, wir überlassen nicht. Weil du von einem Status quo erzählst, der nie existiert. Nee, wieso denn Status quo? Es kann ja jeder machen, was er will. Das ist so ein bisschen im Prinzip so. Jeder kann machen, was er will. Pass auf. Eine Freiheit bedeutet Demokratie, dass dort in den Medien, in Medienunternehmen Demokratie herrscht. Das wäre ein Vorschlag. Ne? Und dann kann man halt immer noch irgendwo gucken, okay, gibt es solche Kategorien oder sagt man einfach, macht, was ihr wollt. Ne? Okay, aber solange Medienunternehmen praktisch ein paar wenigen Leuten gehören und von oben nach unten organisiert sind, gibt es da so oder so keine Freiheit. Okay, dann haben wir natürlich noch den nächsten Fall. Also sagen wir mal, dann kommt irgendwas raus und das passt den Leuten nicht. Und dann haben wir halt diese inszenierten Social-Media-Shitstorms, wie zum Beispiel bei dem Harry-Potter-Spiel und so weiter. Ich weiß nicht, also das jetzt könnte man sozusagen sagen, klar, ist halt ein können die machen? Also ich als jemand, der sagt sowieso, also jeder darf sich beschweren, wie er möchte. Ich würde nur immer sagen, ich würde halt den Künstlern, den Spieleproduzenten und so weiter sagen, lasst euch davon halt einfach nicht beeindrucken. Ne? Also das ist so, ich skandalisiere das nicht, aber ich sage, die Kritik dahinter, die verstehe ich nicht. Und deswegen ermutige ich ja auch immer wieder zu sagen, ey, macht einfach, zieht durch, haltet euch ans Gesetz. Ja, das sind die Regeln, die wir haben. Aber was irgendwie ein moralischer Zeitgeist, also dieses Phänomen halt, dass Internet-Mobs auf irgendwas reagieren, das ist halt noch nicht so lange da. Ja, aber das ist ja schon wieder deine Darstellung. Am Ende des Tages geht es ja hier um eine Gruppe Transmenschen, die weltweit aktuell immer stärkere Repressionen erleben. Natürlich hier und da auch mal es geschafft haben, sich ein bisschen mehr zu emanzipieren, aber dadurch eben noch mehr Hass auf sich gezogen haben. Und die versuchen, weil ihnen ja nichts anderes bleibt, irgendwo in dieser Welt, die aktuell vor allem geprägt ist durch eben die Medienlandschaft, durch Social Media, den Aufstieg von Social Media, auf sich aufmerksam zu machen. Weil am Ende noch mehr Aufmerksamkeit mit was? Wofür? Was ist das Ziel? Ja, aber die Aufmerksamkeit natürlich darauf zu lenken, dass sie Feinde haben als Gruppe und dass sie ihre Rechte erkämpfen möchten. Und du siehst, findest du die Strategie gerade erfolgreich? Also ich kann sie nachvollziehen. Verstehst du? Nachvollziehen kann ich auch. Emotional kann ich das nachvollziehen. Fahren, weil absolut, die Frage ist ja, was ist denn jetzt der bessere Vorschlag? Ja. Nee, also emotional kann ich das verstehen. Ne? Du bist eine marginalisierte Gruppe, du kriegst die ganze Zeit eingeredet. Ja, aber da kannst du doch auch drauf kommen, weil das fährt dann wieder in so ein Muster. Ne, was wir dann haben von auf der einen Seite, was ich eben angesprochen habe, dass immer mal wieder dieses Ganze mit irgendwo auch, ne, weißt du, du hast auch mal getweetet als jemand gesagt hat, okay, hier Linksextremismus, da gibt es 4 Morde seit 1990 und Rechtsextremismus, da gibt es irgendwie 198 Morde seit
den 90ern. Ja, da sehe ich halt nur 202 Morde, hast du dann dazu getweetet. Weißt du, so, hey, Extremismus einfach gleichsetzen. Ja, da Linksextremismus, Rechtsextremismus und was natürlich am Ende Rechtsextremismus wieder relativiert. Was hat das jetzt mit der Transdebatte zu tun? Nee, das hat damit zu tun, dass es natürlich wieder in so ein Muster passt, dass auf der einen Seite, wie zum Beispiel mit der Jan-Böhmermann-Geschichte, Rechtsextremismus relativiert wird, dass das dargestellt wird als, ey, alles nicht so wild und guck mal, die haben nein, ja auch das sage ich nicht gesagt. Weg. Und dann haben wir zum Beispiel eben das Thema Hogwarts Legacy. Wie willst du das noch wiederholen? Das stimmt ja nicht. Dass es hier um Transrechte geht und da bist du dann auch wieder in der Position, wo du dann sagst, ey, ne, ihr lieben Transmenschen, also da schneidet ihr euch ja selbst ins eigene Fleisch, was dann wieder natürlich gefeiert wird von eben transfeindlichen Menschen. Und warum interessiert dich immer, wer was feiert? Also, ja, aber das wird dann nochmal natürlich garniert durch dann so Verbindungen wie zu Vollbrecht oder eben anderen Leuten, die du dann supportest auf Social Media, wie zum Beispiel deinen Kick-Tour-Typen, der halt die ekligste transfeindliche Scheiße ständig raushaut. Okay, jetzt, okay, da wollte ich eh noch, mit dir drüber reden. Das ist sehr gut, dass du das Thema anreißt. Also ich überhöre jetzt einfach mal den Quatsch mit der Rechtsrelativierung. Warte ganz kurz. Mit der Rechtsrelativierung, ich möchte das kurz nur fürs Protokoll. Ich widerspreche dem, dass du das immer wiederholst. Meinetwegen, mach es, sei geschenkt. Okay, kommen wir dann zum Punkt Kontaktschuld. Das ist ja das, was du gerade ansprichst, dass ich mich nicht eindeutig und klar genug von Akteuren distanziere, die dir nicht gefallen. Weil, also, ne, eine Vollrecht zum Beispiel. Ja, das ist, weiß ich nicht, das musst du ja entscheiden, aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Die weißt du nicht. Das kannst du ja, glaube ich, schon verstehen. Also, ich kann verstehen, nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt, bei Vollrecht nicht mal wirklich. Also, ja, Vollrecht nicht. Nee. Also, ja, aber, also, nicht. Okay, Sinan, wann ist jetzt jemand für dich transfeindlich? Wenn er hasserfüllte Sachen gegen Transmenschen sagt, vielleicht? Ja, aber braucht's das? Also, ne, wenn du jetzt zum Beispiel an Rassismus denkst, so ist ein Höcke zum Beispiel, wo sind seine hasserfüllten Aussagen? Moment, jetzt stopp mal. Also lass mal bitte bei Trans bleiben. Nicht jetzt hin und her springen, dann komme ich manchmal nicht mehr mit. Also, ich bin nicht so klug, weißt du doch. Menschenfeindlichkeit. Ja, Menschenfeindlichkeit. Wie erkenne ich die? Aber ja, warte mal, das frage ich ja dich. Ne, so ein Rassist, ja, also ich weiß es ja anscheinend nicht, du weißt es ja anscheinend, dann musst du es mir erklären. Ja, aber ein Rassist wird sich normalerweise nicht hinstellen und sagen, hey, ne, die POCs, die sind alle minderwertig und die sollten versklavt werden. Achso, also der macht das geschickter. Sondern der wird sich hinstellen und sagen, boah, ist euch mal aufgefallen, Kriminalitätsstatistik, ne, also da gibt es ja schon eindeutige und wo, Belege wie, dafür. Okay, wie entscheiden wir jetzt, also woran erkennst du, wenn der BKA-Beamte die Kriminalstatistik einfach nur vorliest und der andere tut das und die sagen eigentlich genau das Gleiche. Woher weißt du, der eine liest nur die Statistik vor und der andere, der ist ein Rassist. Woran erkennst du das? Kontext. Ja. Und jetzt muss ich in den konkreten Fall natürlich gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe von den Republikanern in den USA und der erzählt mir, wusstet ihr, dass 13% der Bevölkerung, nämlich die schwarze Bevölkerung, 50% aller Morde begehen. Und der dann lässt ist das einfach rassistisch. So stehen. Und der sagt dann, wenn der Juriste, der Minister für Juristerei das sagt, dann ist das nicht wenn so. Wenn ein Polizist einfach nur eine Statistik aufstellt und die auf der Website vom BKA oder sowas hochlädt, dann steht da erstmal nur eine Statistik. Wenn der jetzt noch bei einer Pressekonferenz das Ganze dann erklärt und darlegt, dann macht er das ja in der Regel besonders sachlich und stellt das erstmal einfach also vor. Also das heißt, aber dann wäre ja, wär für mich aber auch noch, und das sehe ich halt auch zum Beispiel bei der Polizei sehr häufig, dann auch meistens noch eine Einordnung. Beispielsweise, dass er das mit sozioökonomischen Ursachen in Verbindung bringt. Richtig, dass das eben nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft zu tun hat. Was ich in meiner Sendung mache. Ja, gut, da habe ich dass dann die Probleme anspreche, das ich dann auch ein die in den Kontext rücke. Und dann sage, pass auf, das ist so, da haben die sogar im, weil das ist ja interessant, das ist ja genau die Taktik, die ich eben fahre, überlass den Deppen nicht die Themen, sei es Trans, sei es Rassismus,
Weil natürlich, sie bedienen sich ja teilweise der echten Statistiken, die sind ja nicht gefälscht. Genau. So, das heißt, du darfst die nicht einfach nur sagen so, die spinnen alle, das gibt's gar nicht, la 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 la. Ja, aber das ist ja genau du musst das, diese Statistik passiert. Nehmen, ja. Du musst diese Statistik nehmen, du musst sie zeigen und sagen, nee, da haben sie einen Punkt und jetzt erkläre ich dir, das hat aber nicht unbedingt damit was zu tun, dass es Ausländer sind, habe ich genau in meiner Sendung gesagt. Ja, ja, ne? Genau, genau. Ich habe die Sendung von dir gesehen und das Problematische daran war wieder, du hast schon wieder eben, problematisch. Ja, du hast eben das, du hast eben genau das Argument gebracht, die Sozioökonomie ist am Ende das Entscheidende und nicht die Herkunft, beispielsweise, wenn es um die Silvesternacht ging von, ich glaube, das war 2023, dass dann auch Julian Reichelt und so weiter dann wieder abgegangen ist. Aber dann hast du dann einfach behauptet, dass sozusagen die super linken Woken, dass die das verschleiern würden, dass die nicht darüber sprechen wollen und dass du das ja ansprichst. Obwohl ja genau eben sozusagen diejenigen, die, ne, so wo ich sage, das ist ne, meine linksradikale Crew, sind genau die, die eben ansprechen, ey, das sind sozioökonomische Gründe, während okay, also der das heißt, eher so die Mitte ist und der linksliberale Mainstream, die dann sagen, ey, es gibt kein Problem. Und, also das heißt, also wir sind uns eigentlich einig, du fandst nur blöd, dass ich dann irgendwie gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, weiß gar nicht, wie ich das an der Stelle sage. Du hast es ja falsch dargestellt einfach. Du hast halt einfach behauptet, ja, hey, ich als der moderate Sinan, ich weiß Sozioökonomie, aber diese ganz krassen Radikalen, die versuchen das Ganze einfach nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu hören. Ja, also ich warne immer vor Radikalen, ne? Ja, genau. Sage, aber das ist ja die Mitte muss ich dem annehmen und sagen, nee, pass auf, wir dürfen Statistiken nicht vernachlässigen, wir dürfen reale Probleme. Also ich habe ja auch Freunde, die Lehrer sind, mit denen unterhalte ich mich sehr viel. Und ne, also das ist jetzt natürlich anekdotischer Evidenz, aber die sagen halt auch ganz klar, ja, wir haben ein Problem. Gerade auch viel Migration, es sind immer die Migrationskiddies, ne? Und dann sage ich, ja, also wir müssen jetzt auch nicht unnötig schönreden, es ist das Problem. Jetzt müssen wir halt in den nächsten Schritt gehen und überlegen, okay, wie kommen wir da aus der Nummer raus? Aber dein Problem war jetzt eigentlich nur, dass ich noch anspreche, dass es auch radikale Spinner gibt oder so, das soll ich deiner Meinung nach nicht machen, oder? Nee, das ist ja genau falsch dargestellt, weil es ist halt eben eigentlich. Also du meinst, die radikalen Spinner würden das machen. Der linksliberale Mainstream, die sehr gerne dann sagen, hey, nee, eigentlich ist alles in Ordnung. Und eigentlich haben wir, es gibt ja nicht irgendwie unverhältnismäßige Kriminalstatistiken und so weiter. Und gerade ne, diejenigen, die noch weiter links stehen, im linksradikalen Milieu, die sind diejenigen, die ansprechen, hey, nee, Menschen mit Migrationshintergrund sind häufiger von Armut betroffen, deswegen eben auch kriminell. Ja. Und das hat eben, Ursache liegt dann zum Beispiel eben im Kapitalismus begründet natürlich dann, was dann so die Schlussfolgerung sein soll, deswegen brauchen wir stärkere Sozialsysteme und mehr Teilhabe. Und wir werden dann durch eben Mischung, und Mitte ja, also sagt, gerade dieses Ghetto-Bildung, ja klar, also gerade also da musst du den ganzen Leuten, die in ihren schönen Vorstädten wohnen, in den Häusern, die wo du plötzlich auf einmal gar keine Migranten mehr hast, ja klar, so, dann wunderst du dich, dass da die Kinder alle studieren und gut zurechtkommen und die in den städtischen, sag ich mal jetzt übertrieben gesagt, Ghettos wohnen, da wunderst du dich dann, dass die kriminell werden? Also mich wundert das nicht. Ja, aber das, was du wieder tust, ist damit sozusagen zu sagen, hey, diese extremistischen Woken, die liegen wieder falsch. Also, und die haben Problem wieder keine nur, Ahnung. Also mein, ich, derjenige, der moderat bin, ich weiß es mal wieder, ich bin hier der Vernünftige. Was stört dich daran, wenn ich, also du kannst ja sagen, meine Analyse der Linksradikalen ist falsch, meinetwegen, aber im Grunde, also nur der Teil stört dich, die Kernaussage stört dich nicht. Nö, das ist ja eine richtige Analyse, so Sozioökonomie sorgt für, aber du machst es dann wieder kaputt, indem du dann halt einfach behauptest, aus dem Nichts. Mein alles kaputt. Ja, es sind die ganz Linken, die das irgendwie verschleiern wollen, die nicht darüber reden wollen. Während ich wenn ich halt sehe, dass das, also das ist ja dann, wenn ich dann sehe, dass das durchaus diese Tendenzen gibt, was soll ich die dann nicht ansprechen oder was? Oder würdest du einfach sagen, dass die Analyse ist? Also die Linksradikalen sind die mit der Systemkritik, die sind die mit dem Marxismus. Nee, das sehe ich ja nicht mehr. Die sagen, hey, das ist ja das, was mich stört. Sorgen dafür, hey Junge, das ist doch genau mein Problem.
Das ist doch genau das Ding, was mich so ärgert, wo ich so denke, hey, nee, das sehe ich eben nicht. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ich sehe links wie rechts, sehe ich extremistische Deppen und habe das Gefühl, ja, aber guck mal, dann haben wir einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung. So, aber ist interessant. Also die Analyse ist bei uns identisch, aber ich sehe halt, also ich habe so das Gefühl, ich habe hier so eine Position, dann gucke ich so nach rechts und sehe so rassistische Spinner und dann gucke ich so nach links und sehe so irgendwie Intersektionalspinner, die auch nur irgendwie Quatsch labern. Und dann denke ich mir, okay, irgendwie, wo ist eigentlich der Typ Mensch so oder die Gruppe oder die Bubble oder so, die einfach sagt, ey, wollen wir nicht einfach beiden Quatsch lassen und... Ja, aber das ist ja gerade das Ding. Du bist dann der Quatsch erzählt. Du bist der unwissenschaftlich arbeitet. Warum? Ja, weil du dann einfach Dinge für Quatsch erklärst, die eigentlich gar kein Quatsch sind. Beziehungsweise, dass du... Aber ich mache ja Beispiele. Also ich bringe dann Zitate. So wissenschaftlich und so vernunftbegabt arbeiten, ja. Und eben, ne, wie es halt sich für so einen Skeptiker gehört. Also ich höre raus, dich stört halt nur, dass ich auf einem linken Spektrum, dass ich dort Quatschaussagen finde und dass ich das als ein Problem darstelle. Das stört dich. Aussagen, für die du dann keine Beweise hast. Und damit manipulierst du natürlich auch die Zuschauer. Also das ist natürlich etwas, was wir eben als problematisch sehen. Dass du, ne, weil natürlich, du kannst halt gerne auch deine Kritik. Natürlich kritisiere ich die mal. Warte mal ganz kurz. Also machen wir es mal konkret. Weil aber nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel mit Intersektionalität, was du gerade genannt hattest. Ja. Ja, da hast du dann irgendwie eine Kritik an der Dame, wie heißt sie, Löwenherz, die dann in der Sendung über Meinungsfreiheit beispielsweise eben Intersektionalität erklärt. Genau. Aber ne, du sagst dann praktisch einfach nur, ja, guck mal, da hat der Harpe Kerkeling einfach gesagt, ja, soll ich mir Karteikarten machen von meinem Comedy-Programm, und dann ist das für dich widerlegt. Ja, es gibt aber ja keine Antwort darauf. Gegenargument. Es gibt ja keinen Wirkmechanismus. Nee, ich muss das nicht beweisen. Wenn einer mit einer Hypothese um die Ecke kommt und sagt, pass auf, ich habe eine Strategie, wie wir jetzt endlich den Rassismus in Deutschland oder auf der Welt endgültig besiegen können. Und dann sagt der Papp, das ist meine Hypothese. Dann muss er mir zeigen, mir erklären, wie der Wirkmechanismus ist. Und bei der Intersektionalität ist es nun mal so. Das ist eine Fernsehsendung. Da ist ja erstmal. Ja, es geht ja auch sonst nicht. Ich schaue mir das doch an. Und dann stellst du fest. Die Intersektionalität funktioniert sehr häufig. Die funktioniert sehr häufig in der Analyse. Ja, du kannst gucken, wer ist benachteiligt. Und dann kannst du gucken, okay, was für Punkte kommen da zusammen? Welche Intersections, also Kreuzungen von Diskriminierungspunkten kommen da zusammen. Das kannst du wunderbar machen. Das Problem ist nur, dass das nicht im Umkehrschluss funktioniert. Das ist mein Kritikpunkt daran. Ich sage, es funktioniert nicht, dass du einfach dann sagen kannst, ach so, die haben das und das, die sind privilegierter. Ja, dann müssen wir ja einfach nur so ein bisschen das umstellen und dann pluppt das auf einmal. Nein, das ist die intersektionale Analyse. Keiner. Ist das Problem, ja, ist die Analyse... Nein, das ist kein Strohmann-Argument, weil dann setzt sich so eine Löwenherz dahin und dann sagt sie, da musst du aber auch überlegen, okay, das ist die Analyse, aber wie kommst du aus der Nummer raus? Und dann sitzt du da an Harpe Kerkeling und der sagt dann, Harpe Kerkeling, ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich das und das machen? Und dann sagen alle, ja, nee, das ist natürlich Quatsch mit Karteikarten. Ja, nein, danke, ja, aber wie machen wir es denn dann? Ja, am Ende ist die Lösung mehr soziale Teilhabe, stärkere Sozialsysteme, stärkere Arbeitsrechte, dass wir natürlich auch stärkere demokratische Rechte haben, weil da das so selten? Dem Mangel von dem begründet ist ja, dass Menschen benachteiligt sind. Genau. Und so, warum schaffen wir es dann so selten, ja, von diesem Punkt, von dieser Analyse rüber zu den aktiven Lösungsvorschlägen. Ja, aber diese Lösungsvorschläge werden gebracht, aber die werden von denen einfach anscheinend ignoriert. Nein, die Lösungsvorschläge sind dann auf einmal, ja, da ist ein Film gekommen, der war aber problematisch und der war ja nicht divers genug besetzt und da waren irgendwie auch nur 30%. Da bist du doch wieder nur in der Analyse. Und dann sagst du auch irgendwann, ja, warte mal, die Analyse auf dieses Produkt ergibt vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, weil vielleicht war es ein Film, der mit Stereotype arbeiten möchte. Die Analyse ergibt keinen Sinn gerade. Die ist fehl am Platz. Und das ist meine Kritik. Du hast Leute mit diesem Baukasten ausgestattet, ja, also mit diesem Werkzeug, mit diesem Tool, und die laufen überall rum und sehen jetzt irgendwie, wo sie schrauben müssten. Und schrauben eigentlich nur, also die sehen dann irgendwas und sagen, oh, da müssen wir auch nochmal lang schrauben und so. Das siehst du ganz krass, wenn du
bei Instagram oder so öffentlich-rechtliche Kanäle, die haben irgendwann Bock, alles nur noch in Quoten zu messen. Egal wo. Also ja, da sind so und so, da nimmst du irgendwie, keine Ahnung, ich habe Elektrotechnik studiert. Nimmst du Elektrotechnikstudium. Oh, nur 10% Frauen. Oh, das ist ja ein Problem. Hey, das ist erstmal nur eine Analyse. Das ist eine Analyse. 10% Frauenquote, ja. So. Ob das ein Problem ist, wissen wir noch gar nicht. Was dazu geführt hat, wissen wir noch gar nicht. Ob man daran was ändern muss, wissen wir noch gar nicht. Und das siehst du ganz häufig. Das wird alles in den Sozialwissenschaften analysiert und werden auch Vorschläge angeboten, wie man das Ganze... Dann haben die Sozialwissenschaften einen scheiß Außendienst, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, weil die Leute, dann haben die diese Internetaktivisten, die das alles in Trümmer legen. Weil die Leute, weil du mit dieser Hammermethode einfach nur das Problem auf alles drauf zu hauen, du ja Leute überhaupt ja, nicht abholst, ja nicht. Du schreckst Nein. sie ab. Nein, aber die haben ja keine... Was hat denn Frau Löwenherz da gemacht? Hat die irgendwas über sozioökonomische Hintergründe geredet? Nein. Sie hat es wirklich... Ja, natürlich, Intersektionalität ist genau das. Nein, sie hat aber nicht, hat sich formuliert, du kannst nicht einfach in eine Sendung, also du wirklich, also dann fehlt dir oder anderen vielleicht wirklich der Realitätscheck. Zeig die Sendung, geh mal rum und frag mal, hast du verstanden, was ihr Problem ist? Nein, hast du verstanden, worauf sie eigentlich hinaus will? Ich weiß nicht, wie oft du mal bei so Podiumsdiskussionen oder sowas warst. Ne? Du kannst Dinge ansprechen, du kannst aber keinen Vortrag halten. Das geht nicht. Das ist dann manchmal das Problem der Botschafter, sondern eben des Mediums. Da kannst du dir vorstellen, Sinan, da kannst du, der dann eben die Möglichkeit hat, beispielsweise über deine Plattform, das Ganze noch mal besser aufzuarbeiten. Mach ich doch. Nee, machst du ja nicht. Du sagst dann einfach Quatsch. Ey, dieses Nein, das stimmt doch nicht. Nein, du pickst dir, ja, die scherzhafte Einleitung, du pickst dir das jetzt zusammen, ja. Das habe ich ganz häufig schon bemerkt, ja. Deswegen kann ich dann auch so eine Kritik von, weiß ich nicht, Neitern und Co. bei Twitter, ich kann das nicht ernst nehmen, weil es ist halt so, du nimmst irgendwie die Einleitung und lässt einfach so das ganze Fazit, die Einordnung lässt du weg. Genauso wie bei der Böhmermann-Folge. Die ganze Einordnung am Ende, alles weggelassen. Einfach nur noch. Rechtsrelativiert. Und dann denkst du mir, oh komm Leute. Weißt du, du sagst gerade, hast du selber gesagt, ja, als Podiumsdiskussion kannst du ja nicht viel machen, aber Vorträge, es gibt Vorträge. Ey, meine Videos sind 30 bis 40 Minuten lang, das sind Vorträge. Wenn du da einfach nur einen kleinen Ausschnitt dir rauspickst und sagst, ja, also scheiße, der hat ja gar nicht alles betrachtet und du nimmst aber die restliche Betrachtung nicht, dann sage ich, ja komm, also auf dem Niveau brauchen wir uns nicht unterhalten. Ja, fairerweise muss ich dazu sagen, das machen wir alle. Ja, das machen wir alle. Wir ziehen bei dir Clips raus, wir ziehen beim Imp Clips raus, wir ziehen Aussagen, wir verdrehen, wir machen immer dieses. Ja, aber du hast gerade eben Aussagen aus dem Kontext. Intersektionalität Spinner gesprochen. Ja, im Aktivismus. Als wärst du jetzt irgendwie jemand, der großartig irgendwann mal sich gedacht hat, weißt du was, ich bringe den Leuten mal dieses Konzept ein bisschen näher, damit sie das verstehen, was ja Sinn ergibt. Nein, das ist selbstverständlich jemand, auch das habe ich in meiner Sendung bereits häufiger gesagt, dass Intersektionalität als Analyse-Tool durchaus benutzt werden kann. Ja? Das ist aber, wenn du einfach nur mit der Intersektionalbrille durch die Gegend läufst und auf einmal überall Probleme siehst, dass das zu unglaublich vielen Falschdiagnosen führt. Wie eben das Beispiel mit der Quote bei irgendwie einem Ingenieurstudium. Das führt zu einer Falschdiagnose. Du siehst auf einmal überall Probleme, die nicht da sind. Und das ist ja das, was mich stört. Du musst ja erstmal gucken, wo ist das Problem? Dann kannst du sagen, okay, könnte es intersektional ein Grund... Und selbst da ist ja noch die Frage... Also guck dir die Studienlage zu Intersektionalität, das ist nicht so eindeutig. Es gibt davon bis, die einen sagen, ja, ist so ein bisschen... Forschung, das ist ja klar. So, guck mal, die einen sagen so, ja, das kann man ganz gut da anwenden, die anderen sagen, aber es führt eben genau zu diesem Problem und das ist ein sehr bekanntes Problem, dass die Leute das grob vereinfachen und in diese Opfer- und privilegierten Hierarchie einordnen. Sagen. Das, was du hättest machen können, wäre eben die Lücke zu füllen, zu sagen, ey, pass auf, okay, das konntest du jetzt nicht so super gut erklären, okay. Aber hier ist jetzt die Erweiterung davon, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist ja Quatsch mit irgendwie, da hat sie irgendwas von der Opferpyramide oder sowas aufgemalt oder eine Opferhierarchie, sondern am Ende des Tages sind ja trotzdem die Lösungen von denjenigen, die zum Beispiel Intersektionalität ansprechen, vor allem Armut, betone die Lösung und Chancengleichheit.
dann bitte betone ab jetzt einfach noch 1000-mal mehr die Lösung und sag das all deinen Aktivistenfreunden. Ja, aber die Frage bitte ist ja, betont ja, die Lösung und fokussiert euch nicht so sehr, ich weiß, wer ist euch, wer ist das, aber grundsätzlich sollten wir uns vielleicht alle mehr auf Lösungen fokussieren und weniger natürlich, ich verstehe, das ist auch einfacher, irgendwelche Probleme zu sehen. Lösungen sind schwer. Lösungen sind auch in der Umsetzung immer scheiße. Weil die Lösungen sind ändern. Vor allem in der Verbreitung schwer. Das ist das Problem. Sie erhalten einfach in der Regel seltene Aufmerksamkeit. Ja klar, weil ja, guck mal, da ist jemand mehrfach diskriminiert und daraus leitet dann irgendwer durch irgendeinen Clip dann irgendeine Opferhierarchie oder sowas ab. Und die Lösung, die hat sich ja keiner mehr angehört. Geschweige denn sich den wissenschaftlichen Vortrag dazu angeguckt. Und das ist natürlich etwas, wo wir irgendwo gegen diesen ganzen Strudel an Falschinformationen da draußen irgendwo natürlich was leisten müssen, was natürlich die Lücken füllt und was eben. Ja, aber dann würde ich den Faden eher aufgreifen. Der sorgt ja nicht dafür, dass da jemand interessiert, sich denkt, okay, vielleicht schaue ich mir das mal mit der Intersektionalität an, wenn man das muss Ganze auch halt gar nicht als Spinnerei abtut. Ja, muss er auch gar nicht, weil, also, wenn du jetzt mal guckst, also wenn du das mal als Gesamtes nimmst, selbst wenn ich in einer Sendung mich über den krassen Fail sozusagen lustig mache, habe ich in der Gesamtheit trotzdem krass über das Thema aufgeklärt. Und das ist manchmal auch so wieder, wo mir der Weitblick ein bisschen fehlt. Ich finde, du kannst auch den Ultraaktivisten, ja, also nimm ein Beispiel mit Klima oder so. Ich finde, du kannst problemlos den Klimaaktivisten lächerlich machen und trotzdem auf Klimaschutz und so weiter hinweisen. Ist gar kein Problem. Du kannst es sogar sehr gut machen, weil du gerade bei denen, die sich vielleicht überhaupt nicht von diesem Aktivismus abgeholt fühlen, von denen sagst du erstmal, ey, komm mal her, komm, ich find's auch lächerlich. So. Wir sind. Da steht die Strategie dahinter, aber da ist ja wieder. So, und dann sagst du, aber ey, ganz ehrlich, und das ist meine Sendung. Das ist exakt die Strategie meiner Sendung. Ja, aber das. Du kannst sagen, dass du die scheiße findest, finde ich okay. Aber dann wäre ich einfach nur so als Friedensangebot, fände ich ganz geil, wenn man einfach sagt, ich finde seine Strategie scheiße. Und also, wie gesagt, den Vorwurf mache ich dir nicht, weil ich es von dir jetzt noch nicht so mitbekommen habe. Aber da, wenn dann aufgrund dessen, weil ich mich nicht einsichtig genug zeige, meine Strategie zu ändern, dass dann die Amplitude hochgedreht wird, dass dann auf einmal Sachen in den Raum gestellt werden über mich und so weiter, die natürlich einfach nur noch das Ziel haben, mich zu diskreditieren. Das finde ich dann so, come on. Also. Ja, aber es steht halt auch wieder im Widerspruch, was du jetzt eben gesagt hast, so, ja, man sollte halt die Leute nicht lächerlich machen oder so. Das ist ja eine gemeine Strategie, wenn du mir dann halt auch sagst, ja, den Klimaaktivisten, den mache ich lächerlich, damit ich eben für Klimaschutz werben kann. Weil ich verstehe den Ansatz, ne? Das ist halt auch etwas, was ich ja mit Neitern dann auch besprochen hatte nach dem Impfgespräch. Man sieht sozusagen, oh nein, die Leute, die driften irgendwie alle nach rechts ab. Okay, ich versuche jetzt so eine Abbiegung zu schaffen, wohin die Leute dann stattdessen hingehen können. Hey, guck mal, ich mache mich auch hier über die Woken lustig. Komm zu mir und hier bei ja, mir. Das heißt, also, ich möchte immer noch dazu sagen, ich habe da innerlich einen ganz, ganz, ganz klaren Kompass oder eine Grenze, ja. Sich ein bisschen lustig machen, finde ich okay. Wenn es unterhalb der Gürtellinie ist, Beleidigung und so, bin ich komplett raus. Das akzeptiere ich nicht. Da wirst du aber auch von mir keinen Clip finden, wo ich irgendwen beleidige, fertig mache und so weiter. Ne? Also da sind wir von anderen Streamern schon ganz anderes gewohnt. Ja, also, wir wissen beide, wovon wir reden. Natürlich. So, natürlich, das mache ich nicht. So, jetzt kann man sagen, okay, auch dieses, was Imp und ich machen, einen Stream starten, wo wir uns irgendwie 2 Stunden einen abgeiern, muss das sein? Ist das super effektiv? Auch nicht bei allen. Ist es manchmal ein bisschen fies? Ja, definitiv. Wenn es zu fies wird, versuche ich im Stream wirklich auch schon zu intervenieren. Ja, dass ich dann sage, ey, come on, wir hauen gerade echt ein bisschen drüber. Manchmal im Eifer des Gefechts macht man das so. Dann kommt natürlich aber auch wieder so der liberale Gedanke in mir durch, dass ich sage, ach komm, so ein bisschen muss drin sein. Ich habe zum Beispiel nie ein Problem damit, wenn man sich über mich lustig macht. Ja, das finde ich nicht das Schlimme. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, Sinan, der Wissenschaftler oder so, ja, und so, ist mir
mir egal, ist egal, das macht das so. Aber wenn das in so eine ganz klare problematische Darstellung in so eine diffamierende Richtung geht, in der vertritt eine Position, die ist eigentlich nicht tragbar, das finde ich eklig. Und da sind wir noch, das müssen wir noch, bevor wir, ich glaube, wir reden ja schon eine ganze Weile, dieses Kontaktschuld-Ding finde ich auch nach wie vor, ich halte das für ein schäbiges Tool, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, also, es tut mir leid. Also, es gibt nun mal, dass man durch seine Handeln Akteure unterstützt, die man nicht unterstützen sollte. Und wie gesagt, also wir sind ja eben von Transfeindlichkeit, was ist das eigentlich, zu Rassismus drüber gegangen. Ja. Und drüber gegangen. Und natürlich, das ist halt, ne, du hast ja verstanden, dass Rassisten andere Mittel und Wege haben, dass sie eben ihre Menschenfeindlichkeit sozusagen unter die Leute bringen und ertragbar wieder machen, weil sie wissen, okay, wenn ich jetzt einfach Ausländer rausrufe, das wirkt noch nicht. Jetzt fühlt sich, ne, vielleicht der eine oder andere von der jungen Alternative durch Umfragewerte der AfD ein bisschen bestärkt, deswegen sieht man dann häufiger solche Clips, weil die einfach da ein bisschen selbstbewusster geworden sind und auch gemerkt haben, okay, wenn ich jetzt hier die ganz krasse Sachen raushaue, inzwischen juckt das dann keinen mehr oder ich kriege sogar, ne, wie bei Aiwanger, noch mehr Prozente in Umfragen. Und genauso, ja, du hast ja sogar einen Backlash, ne? Dass natürlich dann auch Transfeindlichkeit, dass das nicht einfach so offen zur Schau gestellt wird, sondern dass das übertragen wird durch gewisse Codes natürlich, aber eben auch durch bestimmte andere Taktiken, um das unter die Leute zu bringen. Und aber du hast dann ein Problem, ne? Ich verstehe, was du meinst. Weil, sind wir uns einig, rechte Influencer, also rechts Radikale bis hin zu rechtsextremen Influencern, die werden keine Videos machen, die werden keine Tweets raushauen, wo sie Straftaten begehen. Das geht nicht. Die sind in 3 Minuten weg. Da ist der Account gesperrt, geht gar nicht. So. Das heißt, wir haben ein Problem. Das haben wir seit 10 Jahren. Wir haben einen Höcke, wir haben einen Co., die genau wissen, wie sie formulieren können, dass sie an dieser Grenze des Sagbaren ja sich immer bewegen. Richtig? Ja, klar. Ja, so. Und ja, aber trotzdem jetzt, reden sie halt in Dog Whistles und sie reden halt genau, eben in genau. Und so weiter. Richtig, richtig. Ja, aber das so, ergänzt ja auch irgendwo nicht an. So, pass auf. Ich habe ein ganz anderes Problem. Wenn wir das jetzt machen, wir setzen im Prinzip die Hemmschwelle runter. Wir sagen, ja, der hat das zwar nicht gesagt, aber wir wissen ja, was der meint. Ja, dann claimen wir jetzt diesen Satz als problematisch. Und das machst du immer weiter. Weil die natürlich ihr Verhalten anpassen. Ja, aber das ist auch wieder so ein Strohmann-Argument. Lass mich ausreden, Nein, das passiert doch, ja. Das ist ein ziemliches Strohmann-Argument. Wieso ist das ein Strohmann-Argument? Das ist ein Strohmann, weil du praktisch, das hast du schon, das habe ich auch gesehen, bei, als ich mir mal Sachen von dir angeschaut habe, das hast du immer wieder häufiger gemacht, dass du dann einfach behauptest, man versucht irgendwas zu verbieten. Also wenn beispielsweise die Leute rechte Dog-Whistles in Emojis oder so sehen, dass dann irgendwie der Grundtenor wäre, innerhalb von den Gruppen, die das ansprechen, dass diese Emojis dann zum Beispiel nicht mehr verwendet werden sollen. Aber in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, um Sensibilisierung, dass mit bestimmten Kontext, dass das dann eine bestimmte Aussage ist. Dass wir dann wissen, okay, wenn jetzt irgendwie der von der jungen Alternative das Okay-Zeichen macht, dass der damit klar White-Power-Symbol zeigt. Verstehe ich. Und jemand, der jetzt bei der grünen Jugend ist und der macht dann hier dem einen auf der Bühne den hier und zeigt ihm das Okay-Zeichen, dass der dann wahrscheinlich was anderes gemeint hat. Ja. Und da muss keiner hingehen und dem sagen, ey, mach das Okay-Zeichen nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Okay, so, und jetzt kann ich dir direkt, das ist bei mir dann genau, das ist ja der Punkt, also natürlich inszeniere ich mich da selber als Fallbeispiel, weil ich sehe ja, dass mir diese Vorwürfe gemacht werden. Ich sehe ja, dass genau das, ich habe das Okay-Zeichen bei Twitter verwendet, dann kommen irgendwelche Hiopies an und wollen mich dann in die Nähe von rücken. Und dann denke ich mir, okay, krass, sind wir schon so weit? Ihr müsst ja immer den Kollateralschaden bedenken. Also ich verstehe das, du willst sensibilisieren, sagen, okay, das sind die Emojis werden von denen benutzt, achte mal drauf. Aber du musst halt immer überlegen, du hast halt auch noch einen Haufen echt dumme User da draußen, die laufen nur noch, wie eben mit dem Werkzeugkasten der Intersektionalität, die laufen dann mit der Brille der Emojis rum und sehen das überall. Und dann hast du ein Riesenproblem, weil dann gibt es noch so ein paar, kannst sagen, Edgelords, Trolle und so weiter, die finden das so affig, die fangen an, das absichtlich zu benutzen. Ja, kann man auch sagen, muss ja nicht sein, ist voll der Troll-Move, jetzt hör doch auf. So, machen die aber trotzdem, werden Leute immer machen. Und dann
entsteht da auf einmal die ganze Zeit Kabbelei, wo es gar nicht notwendig wäre, weil dann auf einmal sich irgendwelche selbsternannten Emoji-Sucher mit irgendwelchen Trollen bashen, ja, und wir sehen das in der Trans-Debatte, das ist so eskaliert jetzt mittlerweile, weil wir haben eben darüber gesprochen, was ist transfeindlich, dann irgendwann hieß es, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, dann war es irgendwie, es gibt nur zwei Geschlechter. Zwei Geschlechter zu sagen, ist jetzt ja schon transfeindlich. Das ist jetzt so weit gekommen, dass der DFB ja jetzt schon Leverkusen eine Strafe auferlegt hat, weil die dieses Banner hatten. Und ich prognostiziere dir, wenn du das Spiel weiter treibst, dann wirst du immer mehr Leute haben, die irgendwann sagen, ich verstehe, ich komme nicht mehr mit. Weil nicht alle haben deine Informationen. Ja, aber die musst du ja dann aufklären. Aber du kannst nicht immer weiter, du kannst nicht immer weiter bis, du kannst nicht immer weiter in Instanzen runter. Ja, aber der Trick von den Rechten ist ja, dass sie dann, was sie zum Beispiel auch gemacht haben mit irgendwie dem Peace-Zeichen, ne, Victory-Zeichen. Ja, genau. Das jetzt, das steht für zwei Geschlechter. Nur zwei, du hast die Kiwi, du hast das Dings-Emoji, du hast den Clowns-Emoji, den Weltkugel. Wie viele willst du eigentlich noch denen schenken? Ja, aber das sind ja, guck mal, du machst dich dann über diejenigen lustig, die darauf hinweisen. Ja, aber ich muss dagegenhalten. Ich muss dagegenhalten, weil ich nicht zulassen kann. Doch, weil das Spiel kannst du nicht immer weiter. Nein, du kannst das Spiel nicht. Also beispielsweise das auch Trolle und die Rechten versuchen damit sozusagen. So, und da haben wir die perfekte Überleitung zu Imp. Imp war früher ein, kann man sagen, heute deutlich weniger, früher auf jeden Fall trolliger unterwegs. So. Was ist passiert? Der wurde von einem Böhmermann in die rechte Ecke gedrängt, also dargestellt. Wurde so dargestellt, als gehöre er zu, oder auch von Raik Anders und so. Und die wurden in einer Doku in die Nähe von rechts, also verstehst du, da ist das der Beweis erbracht worden, was das Problem daran ist. Du senkst die Hemmschwelle dessen, dass du sowas erkennst, so dermaßen runter, dass du ständig falsch positive Ergebnisse bekommst. Aber Imp ist bis heute noch der Held der Siffer in den sozialen Medien. So, Quatsch, und da kannst du auch noch davon ausgehen, dass halt ein Großteil seiner Community ja daraus besteht. Ist, ja, und aber eben jetzt auch aus der Leuten, Kontaktschuld. Die jetzt nicht so ist viel doch scheißegal. Also, entschuldige mal, ganz kurz. Der Imp ist wirklich im Spektrum sehr weit links. Der hat mit rechts gar nichts zu tun. Ja, aber er sorgt natürlich. Und allein das in Verbindung zu bringen, zeigt mir, dass die Methode nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch viel mit der Politik in den USA und auch mit den sozialen Medien in den USA. So, da gibt es halt 5, 6 bis 10 Imps. Weißt du, da gibt es halt zig von deutschen Leuten, die halt praktisch nur instrumentalisiert werden von rechts und sich auch instrumentalisieren lassen, um eben dann immer so eine Legitimation zu haben. Aber auch so ein Feigenblatt. Was ist deine Lösung dafür? Zum Beispiel, die Lösung ist natürlich dafür, da nicht mitzumachen. So, natürlich, und wenn der Imp das trotzdem macht, oder wenn wir das trotzdem machen, was machst du dann? Was machst du dann, wenn wir sagen, uns ist das zu doof? Werden wir dann angegriffen? Was ist ein Imp jetzt, oder was? Ja, wenn wir sagen, ja, haben wir verstanden, wir haben aber trotzdem keine Lust, weil wir meinetwegen, keine Ahnung, so liberale Freiheitskämpfer sind. Wir leben in der Demokratie, da hoffe ich natürlich, dass jemand so ein Einlenken dann irgendwann hat, ne? Aber zum Beispiel, nicht hat, was passiert zum Beispiel, dann? Was passiert dann? Das ist schlecht, was passiert, wenn wir... Ja, aber was heißt schlecht? Die Rechten werden stärker, weil die haben halt eben... Wieso werden die Rechten stärker? Weil irgendeiner sagt, ich lass mir das Peace-Zeichen nicht, weiß ich, ich finde das albern und ich troll ein bisschen rum. Wenn du, was denn jetzt? Wenn du den Troll nicht mal, also was machst du mit dem Troll, wenn der nicht einlenken will? Das höre ich immer wieder. Ja, du musst den aufklären, okay, habe ich verstanden, aufgeklärt. Ja. Hast jetzt leider so kindische Imps und mich da sitzen, die einfach sagen, ja, interessiert uns nicht, wir machen trotzdem weiter. Was machst du dann? Ja, wir leben in der Demokratie, ich hoffe natürlich, dass die Menschen irgendwie mal verstehen, okay, ihr Handeln sorgt dafür, dass rechte Kräfte stärker werden. Dass das natürlich okay, das ist deine, das ist, warte, stopp, das ist ja deine Analyse. Wir sehen das ja nicht so. Aus unserer Sicht ist das ja nicht so. Unser Verhalten stärkt ja aus unserer Sicht, deine Sicht mag das so sein, aber unsere Sicht ist das ja nicht so. Wir haben keinen Beweis dafür. Du kannst mir nicht beweisen, dass Imp oder ich irgendwie durch ein Trolling oder so, oder dass wir dadurch rechte Kräfte... Ja, doch, das ist halt eine Strategie von den Rechten, ihre Tokens zu finden und die dann zu pushen. Also es gibt es halt überall. Also es gibt es halt nicht nur in Deutschland. Ja,
Aber du kannst aber ja nicht. Ja, und sonst gibt es halt der einfachste Indikator, um zu sehen, ob jemand rechte Politik unterstützt oder was die, ne, ist einfach zu gucken, wen und, die. Und wer der Token ist, das entscheidet wer. Woran erkennst du das? Das erkennst du daran, vor allem, naja, wenn, woher du dein Zuspruch kommt. Und, okay. Ne, so, woher, und, weißt du, das, woher weißt du, also woher weißt du, dass woher Imps und mein Zuspruch man kommt? Sieht woher halt ganz weißt du das? Einfach, woher, also, ne, so, wen die Rechten bekämpfen, den sehen sie als Bedrohung an, wen sie feiern, finden sie gut. Und wissen, okay, der hilft ja. uns. Oder ja, dann lässt du dich aber auch schon ziemlich verarschen von denen. Die wissen nee, ja genau, wie es machen. Nicht. Überhaupt nicht. Nee, das ist wirklich, das hier, aber so guck mal, das ist doch aber guck mal, du denkst nur in wirklich in Stämmen. Du denkst, Imp und ich jetzt zum Beispiel, also wo ich das Beispiel ja, so komisch finde, aber ist egal. Sagen wir mal, in uns sehen irgendwelche Rechte, sehen und uns einen geilen Token. Hahaha, die sagen genau, was wir sagen wollen, dann unterstützen wir die. So, das ist ja deine Analyse. So, jetzt sagen wir aber, sollen die halt machen, interessiert uns aber nicht. Was machst du denn dann? Also, was mache ich? Dann kläre ich über euch auf, hoffe natürlich, dass Menschen nicht darauf reinfallen. Aber du weißt, aber dann, ja gut, okay, aber natürlich, ja gut, also, dann sind wir halt ziemlich dumm, aber du greifst dann am Ende zwei Leute an, von denen du definitiv weißt, dass sie nicht recht sind. Richtig, aber trotzdem durch euer Handeln stärkt ihr natürlich die Rechten, gibt denen Legitimation. Wieso stärken wir die Rechten? Also ich mache etwas, was das finde ich so merkwürdig, weil wenn du das Konzept zulässt und eben die Narrative bedienst und sagst, stopp, falsches Wort. Narrative darfst du nicht benutzen. Narrative darfst du nicht benutzen. Der Rundfunk ist wirklich, guck mal, da haben die aber Mist gebaut. Oh, die anderen haben sie halt. Das muss ich halt ansprechen. Nein, pass auf. Nein, das kannst du alles ansprechen, aber die Frage ist halt eben, wie du das Ganze machst. Also ist doch scheißegal. Warum interessiert mich das? Wer klatscht? Das ist irrelevant für mich. Nein, aber guck mal, also, ich finde, der krasseste Fall, ne, so, den ich bei dir gefunden habe, war, als du ein Video gemacht hast, ich glaube, das war über die Jan-Böhmermann-Sendung zu Transrechten, und dann hast du einen Ausschnitt verwendet vom MyLab, wo sie definitiv dir widersprochen hat, aber du hast es dann so zusammengeschnitten, dass es dein Narrativ deiner Erklärung entspricht. Hey, ich und das war halt so offensichtlich für mich Manipulation, weil sie spricht darüber in dem Beitrag, dass die Sache mit dem biologischen Geschlecht kompliziert ist, dass die Wissenschaft da inzwischen weiter ist und dass das am Ende Definitionssache ist. Und dann hast du sie so zusammengeschnitten, dass sie praktisch sagt, ja, es gibt halt eben die Gameten und die entscheiden halt darüber, welches Geschlecht man hat. Also ich habe die klaren Aussagen von ihr genommen, die habe ich genommen, ja. Und wir gucken das ganze Video meinetwegen zusammengeschnitten. Das ist einfach das, das sind die ersten 4 Minuten. Die ersten 4 Minuten habe ich genommen. Danach kam ganz viel noch irgendwie. Ja, kann auch. Ja, also außer aus den ersten 4 Minuten. Ja, aber ganz kurz. Aber sie sagt in dem Video, am Ende ist es Definitionssache. Am Ende ist es Definitionssache und sie zählt ähnlich, wie das der Stand der Wissenschaft ist. Okay. Verschiedene Kategorien auch, beziehungsweise Parameter, woran man aber was in der hat Biologie das jetzt, Geschlecht was erkennt. Hat das jetzt mit diesen ganzen, also ich verstehe halt den, ich habe den Switch nicht verstanden. Du verbreitest damit Fake News. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, natürlich, Ich habe den Anteil von MyLab genommen, der wissenschaftlich korrekt war. Danach ist sie ziemlich ins Straucheln gekommen. Ach so. Es spielt aber auch, ja, klar, auf jeden Fall. Also deiner Meinung nach wissenschaftlich korrekt war. Ja, also gut, kannst ja jetzt auch, ist ja eine offene Diskussion, kann ja jeder anders sehen. Ja, was kann heißt denn, nee, das ist also am Ende des Tages, nein, wenn es so. Ich habe danach recherchiert, ich möchte das Thema auch nicht länger, weil lenkt jetzt krass ab, aber ich habe das Thema recherchiert und das, was sie danach sagt, wie sie sagt, so ja, so ein bisschen Definitionssache, habe ich von keinem bisher gehört. Hört, ne? Doch, das ist wirklich eine Exklusivmeinung. Nee. Doch, Sina. Dünnes Eis. Ganz nee, dünnes ist Eis. Überhaupt gar kein dünnes Eis. Doch. Ist ziemlich klar. Spielt keine Rolle. Du bist kein Biologe, ich bin kein Biologe. Nein, aber aber deswegen orientiere ich mich an der Wissenschaft. Ich selber kann darüber kein Urteil fällen. Ich kann mir aber den Konsens der Wissenschaft anschauen. Genau, mache ich auch. Ich kann mich dann an dem orientieren, weil ich selber habe nicht die Technologien. Dann pass auf, warte, lass das bitte. Okay, schick mir einfach Links, wo das steht. Das würde ich gerne. Ich habe Tage damit verbracht, rauszufinden, es gibt einen ganz simplen Artikel
Sex Redefined oder Claire Ainsworth, der genau. gerne, die gerne mal so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wird durch einen Tweet, den man abgefeuert hat. Und das, der erklärt es super gut. Genau, Two der Sexes. Der packt das sehr gut zusammen. Und, ja, Two Sexes, sagt sie, ja. Genau. Nein, es ist ein Spektrum. Und am Ende sagt sie, dass der beste Weg zu verstehen, wessen, was für ein Geschlecht jemand hat, ist einfach die Person zu fragen. Das ist das Ende von ihrem Artikel. Und basiert also dann, eben ja, auch. Also sie erklärt ganz simpel, man kann das biologische Geschlecht anhand von Chromosomen definieren, man könnte es anhand von aber man kann die Leute auch einfach fragen. Und dann sagen sie, was ihr biologisches Geschlecht ist. Das Resultat, das Endergebnis von ihr ist, dass am Ende des Tages auch das biologische Geschlecht von uns als Gesellschaft sozial konstruiert ist. Das heißt, wir als Gesellschaft haben nun mal drauf gezeigt, gesagt, okay, das ist für uns das biologische Geschlecht. Und deswegen kann die Biologie da einfach nicht irgendwie eine feste Antwort drauf geben. Ach so. Wir sagen, hey, das ist jetzt eindeutig das biologische Geschlecht. Das ist praktisch so sicher wie Gravitation. Und deshalb kommt sie am Ende. Du hast gerade gesagt, dass also die Biologie hat sich darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, das ist das biologische Geschlecht. Und weil wir das so gesagt haben, ist sozial konstruiert. Also sagst du gerade, alles ist sozial. Nein, nicht alles ist sozial konstruiert. So, aber was wir als biologisches Geschlecht bezeichnen, ist selbstverständlich sozial konstruiert. Ja, genau, weil es ja sozial konstruiert sage ich nicht, es hat ja eine Anwendung. Es hat ja einen Grund, warum wir das machen. Richtig, weil so, wie wir die Grenzen ziehen, kategorisieren, das ist von uns sozial konstruiert. Da gibt es nicht irgendwie, wir entdecken das nicht in der Natur, was Geschlecht ist. Okay, ist ich verstehe ungefähr, was du nach meinst. Nach unseren Einstellungen ist das eben definiert. Und das ist etwas, das ist halt der Stand der Biologie, dass sie gesagt haben, so machen wir das, so ergibt das für uns Sinn in der Betrachtung. Genau. weil und das ist eben das, was die biologische Wissenschaft da sagt, es gibt praktisch immer für alles Ausnahmen und man kann nirgendwo genau die Grenze ziehen. Und deswegen kann man das biologische Geschlecht einfach nicht genau definieren, beziehungsweise wir können nicht sozusagen eine feste Definition dafür geben. Ja. Und deshalb müssen wir am Ende Ich bin kein Biologe. Ich habe Biologie in der Schule gehabt. Ich habe mich ganz viel damit durchgelesen. Es entspricht nicht das, was ich jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten spielt doch keine Rolle. Es ist einfach, also wir sind beide nicht vom Fach. Ja, aber da frage ich mich, guck mal, du bist da so festgefahren. Dass du da sogar so ein Video manipulierst? Ich nehme Aussagen, die in dem Video vorkommen. Aber spielt auch keine Rolle. Ich spiele schon die ganze Zeit dein Spiel, dieses Derailing, oder das heißt, machen wir das mal nicht. Du warst mir immer noch schuldig zu erklären, wieso, also was ist überhaupt der Wirkmechanismus? Also ich merke jetzt so, okay, ich mache etwas. Du sagst, ach guck mal, da applaudieren die Falschen und die Falschen unterstützen das, deswegen solltest du das nicht tun, richtig? Nee. Nicht? Nein, am Ende ist es natürlich komplexer, nur weil die Falschen applaudieren, heißt das nicht, du sollst das nicht tun. So, aber woran erkenne ich es dann jetzt? Nee, am Ende des Tages kannst du das natürlich logisch erschließen, aber das sind verschiedene Parameter, die da natürlich mit reinspielen. Okay, so, zum Beispiel dein Content, sagen wir mal, du kannst ganz tolle linke Ansichten haben, aber wenn wenn du beispielsweise, weiß nicht was, höhere Steuern für Reiche oder deutsche Wohnen enteignen oder sowas, einfach niemals thematisierst, sondern rein zufällig dann immer nur Content machst, erstmal gegen andere Linke und niemals gegen rechts, da rede ich jetzt nicht von dir, sondern ich mache jetzt hier ein Beispiel auf und ich gehe dann beispielsweise immer gegen Feminismus, queere Menschen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann sorgt das jetzt nicht dafür, dass die linken Ansichten gepusht werden, weil die erfährt ja keiner. Ich greife immer nur Linke an, delegitimiere andere Linke und ich gehe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vielleicht auch, natürlich kann man da Kritik äußern, aber die Frage ist halt, habe ich alles verstanden, und dann habe ich natürlich auch irgendwann eine entsprechende Fanbase, weil wahrscheinlich linke Menschen werden sich da meinen Content nicht so wirklich anschauen. So,
Und das werden wahrscheinlich dann irgendwann habe ich dann. Habe ich verstanden. Und jetzt kommen wir mal zu mir. Und da gibt es halt so. Gehen wir mal zu mir. Jetzt gehen wir zu mir. So. Das, was du hast, du bist trifft du bei mir nicht Fall. Trifft bei mir nicht zu. Du bist interessant. Ja, du bist interessant. Weil aus meiner Sicht hast du auf YouTube und auf Twitter bzw. Twitch, ne, Twitter und Twitch jetzt zusammengenommen, hast du praktisch verschiedene Communities. Und das finde ich so, weil ich glaube total, dass den Content auf YouTube, dass das eben diese alten grünen Wähler sind wie meine Eltern. Ja. Glaube ich total. Ne, dass ja, da ganz ich habe auch diese 1-Euro-Umfrage mal gemacht. War ja 60% oder so. Vieles, was du, ja, natürlich, am Ende des Tages, ne, so ist jetzt einfach eine Umfrage, da klickst du halt einfach, ne, und so weiter. Können wir nicht genau. Mussten ja 1 Euro bezahlen, ne? Also du bezahlst selten 1 Euro für eine falsche Aussage. Das kann sein. Ne, so, ich gebe es dir trotzdem, natürlich. Ne, so, du kannst ja auch alles Mögliche behaupten. Du hättest ja auch später einfach sagen, 70%. Nee, also wirklich, also ganz kurz, also stell sowas nicht in den Raum, bitte, komm. Ich bin maximal ehrlich bei dem Thema. Ja, deswegen, weil ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, dass, wie gesagt, also wenn ich mal an meine Eltern denke, kann ich mir gut vorstellen, die würden halt deine Videos mögen. Ne, so. Und viele, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur den Anti-AfD-Content für sich nimmt, ne, ist da vieles dabei. Ja. Ich finde das gut, auch wenn es zu lasch ist sozusagen manchmal oder ein bisschen leicht. Egal, trotzdem ist es Content. Okay, andere Strategie hatten wir ja schon. Ja, ist trotzdem irgendwo Content, der ist gut, der ist hilfreich und so weiter. Ne? Das und auch so irgendwie, ja, ich kritisiere hier Wokeness oder ich kritisiere das, ne, okay, ne, so am Ende des Tages glaube ich, dass da, wenn du zum Beispiel auch sagst, ja, okay, du setzt dich für die Grünen ein, beziehungsweise du wählst die Grünen oder so, ich kann mir gut vorstellen, dass es da halt Leute gibt, die eben so die Grünen dann auch wählen, auch wenn sie jetzt nicht so progressiv sind wie ich oder sowas, ne? So, gibt ja einen Grund, warum auch mir die Grünen zum Beispiel zu lasch sind, sozusagen. Ne? Oder sowas gibt auch wie Mitte links und so. Das gibt's alles. Aber dann durch deine Aktionen auf Twitter natürlich und die ganzen Assoziationen, die du hast, aber auch eben, wenn du auf Twitch agierst und wenn du dort auftrittst, da glaube ich, dass du dort eine ganze Menge komischer Sitter. Aber Twitch, was mache ich denn? Also Twitch bin ich ja nur wenn du dann bei ihm bist du dann halt, ne, und quatschst mit und aber hast dann machst mit dem dann halt deinen Content, ne? Und Imp meinst du, also ich lese eigentlich regelmäßig, also ich lese fast immer parallel den Chat, gestern wieder mit ihm 2,5 Stunden geschrieben, gesessen da. Ja. Also ich habe im Chat nichts gesehen, was mir irgendwie den Hinweis geben würde. Vielleicht sehe ich die Zeichen nicht, vielleicht brauche ich nochmal so einen Dog-Whistle nach Nachhilfeunterricht. Mir ist nichts aufgefallen, wo jetzt irgendwo ich so dachte, oh krass, was hast du denn für Leute hier? Also. Ja, gut. Es wird halt klarer, wenn man natürlich die weiteren Assoziationen dazu zieht. Ne? Weitere Streamer natürlich, weitere Content-Creator, also, die dann halt auch nicht an den Impf denken. Jetzt kommen wir zum Schluss des Dings hier noch einmal dieses Kontaktschuld-Ding du kommst ja immer wieder dahin, dieses Stämmebild. Diese Assoziationen und so. Ne? Ja, also, aber warum juckt dich das so krass? Kommt, ist natürlich ein bisschen, ne? Und dann natürlich kennen wir eben die Communities, wir können auch in die Discord-Server und so weiter schauen, von den Leuten, die da halt am Feiern sind und so. Und beispielsweise die ganzen Internet-Trolle und eben die Sift-Bubble und sowas, die ihn Imp total gut finden, weil sie halt ihn noch aus der Drachenlord-Zeit und so weiter kennen und natürlich seinen Content jetzt auch nicht so schlecht finden. Die finden natürlich auch dich super. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Nee, deine politischen Ansichten übernehmen, sondern die wissen, okay, du bist halt deren Tool und deren Token, um halt eben auch Leute zu da stellst du es ja so da, als wäre ich sozusagen so der Trottel und die sind so diejenigen, die haben so die Fäden in der Hand, ne? Was ist denn, wenn wir das Ganze umdrehen und sagen, ey, vielleicht ist der ein oder andere, AfD-Wähler oder so dabei. Also ganz ehrlich, als ich die Umfrage bei YouTube gemacht habe, es hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, dass so wenig AfD dabei war. Warum? Ja. Weil ich mir dachte, krass, ich spreche schon tatsächlich eigentlich nur die eigenen Leute an, also fast. Also 70%, 60% Grünenwähler. Ich hole da nichts. Also ich versuche aufzuklären, alles cool. Aber gewinnen tue ich nichts, weil, also nicht viel, ne? Weil, im Prinzip, wenn ich überzeugen will, dann muss ich ja genau dahin, an diese Edge, an diese Grenze. Ich muss genau da, sagen wir mal, du hattest recht, ich bin jetzt bei einem Twitcher, bei Imp oder so im Stream
Und dann sind da 20, 40, 50, keine Ahnung, problematische. Also wenn die uns 2 Stunden zuhören, dann finde ich das richtig gut. Weil dann habe ich noch wirklich Hoffnung, wirklich. Das ist die einzige Chance, die ich sehe, dass die so sehen, ey, vielleicht, also wenn die, weißt du, die haben so die Wahl, so, die hören vielleicht so ein bisschen Imp, dann hören die vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was gibt es so für Rechte, Twitch, ich kenne mich da nicht aus, dann hören die noch da oder so. Und wenn die so beides haben, dann habe ich ja eine Chance, dass ich die erreiche. Weißt du? So, das ist sozusagen, wo ich so denke, deswegen, und jetzt kommen wir mal zu Twitter, wo ich dir durchaus recht geben würde, da sind definitiv sehr, sehr strange Accounts, die mir folgen, ja, die auch bei mir kommentieren und so. Das sehe ich natürlich. Interessiert mich nicht, weil ich mir denke, wenn die meinen Scheiß sehen, wenn ich es schaffe, dass die irgendwie noch eine Pipeline zurück in die Demokratie haben, ja, zu irgendwelchen anständigen Positionen, dann will ich die aufrechterhalten. Und das ist vielleicht dieser liberale Ansatz, den du vielleicht nicht so feierst oder vielleicht skeptisch siehst, das finde ich okay, aber dann würde ich dich einfach bitten, zumindest zu sagen, okay, ey, ich halte den Ansatz vielleicht für falsch und mein Friedensangebot wäre dann auch so, dass ich sage, ich werde versuchen, nicht auf die Gegenseite so unnötig draufzuhauen, weil wenn du einfach unsachlich jetzt auf links draufhaust, dann ist klar, dann bekommst du auch einfach nur unsachlich Applaus von der anderen Seite. Das ist ein Spiel, ja, das ist, die beiden bewirken sich ja so gegenseitig. Aber ich werde eine Sache nicht machen. Ich werde dieses Block-Game nicht anfangen. Ich werde dieses Sauberhalten meiner Community nicht anfangen, wenn mir am Ende, keine Ahnung, paar hundert stramm Rechte folgen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, weil die sollen mir zuhören. Die sollen einem Scheißzinern zuhören, der vielleicht ein paar Gags macht, aber ja, dann über Umwege vielleicht doch nochmal sozioökonomische Probleme anspricht. Die Frage ist halt, warum man überhaupt versucht, die zu gewinnen, anstatt eher unpolitische Menschen zu erreichen oder Menschen eben aus der sogenannten Mitte, die man dann eben zu sich zieht durch weil eben sein aktives. Ja, weil ich, also müssen wir uns nichts vormachen, komplett ideologisch durchtränkte Menschen erreichst du eh nicht. Ja, das habe ich bei Querdenken bemerkt. Bei diesen ganzen Sachen. Ich habe immer festgestellt, wenn ich da Videos gemacht habe, die haben Leuten nicht gepasst, dann haben sie komplett draufgehauen, haben gesagt, das ist hier Systemling, Schwurbler, also selber Schwurbler und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich Moderator geworden bin, ruhiger geworden bin, auch ein bisschen gezeigt habe, ey, ich kann eure Position verstehen, ich kann Maßnahmenkritik verstehen, ich finde auch das mit der Impfung nicht geil. In dem Moment habe ich erlebt, dass ganz viele mir geschrieben haben, ey Sinan, danke, dass du das sagst, das gibt mir gerade echt ein bisschen Hoffnung, die waren schon so in ihrem Film. So, die hassen uns eh alle. Das ist genau das Gefühl, was AfDler auch, also was AfD, nicht AfDler, AfD Mensch, also Menschen, die potenziell die AfD wählen würden, die sehe ich häufig an der Kippe zu, du kriegst die gar nicht mehr zurück. So, das ist vielleicht das Potenzial, was ich abschöpfen will. Wie viel ist da zu holen? Ich weiß es nicht. Ja, du sagst vielleicht jetzt, das ist vergebene Liebesmühe, meinetwegen. Nee, ich finde die Strategie sinnvoll. Weißt du, ich finde es okay, wenn man das macht. Ja. Aber wie gesagt, dann bitte mit vernünftigen wissenschaftlichen Fakten und nicht, indem man irgendwie einen Quatsch raushaut und den sich zurechtbiegt, damit das irgendwo der Masse gefällt. Ich finde das halt so, Okay, ich verstehe. Ich versuche mal wohlwollend zu interpretieren. Also, ich würde dir entgegenkommen und sagen, ich versuche da einfach bei Sachen, die vielleicht für mich nicht ganz eindeutig sind, ist in der Uneindeutigkeit zu belassen und zu sagen, kann ich nichts zu sagen und ansonsten vielleicht nicht jetzt unnötigerweise draufzuhauen. Das kann ich gerne machen. Ja, also es häuft sich halt, ne, eben diese Sachen, wo du Sachen raushaust aus meiner Sicht, die einfach, wo du für keine wissenschaftliche Grundlage hast oder eben ja, einfach... Das ist ja deine... Entschuldigung, aber da können wir jetzt noch 1000 Mal drüber diskutieren. Das ist ein Punkt. Ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Du kannst mir jetzt noch 5-mal sagen, nee, das ist aber anders.
ich habe es nicht anders gelesen, ich habe es nicht anders gehört. Das ist, was soll ich denn machen? Ja, also, zum Beispiel irgendwie aus dem Kontext schneiden. Ja, dann nehme ich halt andere Dinge, die meine, also meine wenn Aussage. Aus dem Kontext schneidest und da was. Die habe ich nicht aus dem Kontext geschnitten. Aus, aber wenn in dem MyLab-Video sie definitiv was anderes gesagt hat und dann schneidest du das so zurecht, das ist halt einfach nur. Hätte ich jetzt hier YouTube-Kacke betrieben und die irgendwie so geschnitten, als hätte die ganz andere Sachen gesagt. Was ist denn das für ein Quatsch? Nein, sie ist ja auch völlig egal. Warte mal, eine Sache. Deine Meinung mit den. Du springst schon wieder dahin, das hat mir schon geregelt. Das eine Art und Weise ist, wie man biologisches Geschlecht definieren kann, aber eben die Wissenschaft weiter ist und eben neue Definitionen gefunden hat. Und genau. Achso, ich gebe dir recht, alles cool, weiter. So, jetzt eine Sache, die ich nicht verstanden habe, und zwar, du sagst ja auch, also ich habe ja gerade erklärt, wieso ich dieses mit der eigenen Bubble und so weiter, warum ich das nicht reinhalte und so weiter. Du verstehst das ja auch. Was ich aus strategischer Sicht, und das würde ich gerne als letzten Punkt noch mit dir besprechen, nicht verstehe. Ich hatte dir die Anfrage gemacht für das Silvester-Ding. Man hat ja gefragt, hast du Bock, eine Ansage zu machen für Silvester-Video? Wirklich nicht gesagt, wer noch dabei ist. So, du hattest im Gespräch mit Neitan dann ja gesagt, ja, mache ich natürlich nicht mit. Ich weiß ja nicht, wer da noch so mitmacht. Ne? Nachher hänge ich da mit, ich glaube, du hattest Schlomo gesagt und der Fischbiologin. Mit Marie-Louise Vollbrecht lagst du richtig. Bei der wärst du quasi in der Timeline gelandet. Was ich daran nicht verstehe ist, ich habe dich angefragt, ich habe Neitan angefragt, ich habe diverse Trans-Personen bei Twitter angefragt, ich habe über Umwege sogar Dave und Dekadent. Ich hätte denen den Spot gegeben. Was ich nicht verstehe ist, und da sind wir bei einer strategischen Frage, wieso nutzt ihr die Chance nicht, das zu kapern? Ihr hättet locker 10 Videos von, weiß ich nicht, wenn es da noch alles gibt, senden können. Alle eine Minute, eure Botschaft positiv raushauen. Das wäre so ein geiles Zeichen gewesen. Ihr habt es alle nicht gemacht, aus Angst, weil ihr dann irgendwie gleichzeitig mit Marie, also erklär's mir, warum nicht? Also erstmal, ne, also so wichtig bist du jetzt nicht, dass wir da jetzt unbedingt. Nee, ist okay. Ja, okay. Aber warum? Ja. Ne? Erstmal das. Nee, verstehe ich. Okay. Aber das war ja nicht die Antwort. Die Antwort war ja nicht, du bist unwichtig. Das war ja nicht die Frage. Nein. Das ist jetzt, ne, also ne, das wäre jetzt. Ja, das, ja, klar. Oh ja, krass, Riesenchance. Nee, das ist jetzt nicht once in a lifetime die Chance war. Das ist klar. Ja, genau. Das war trotzdem nicht die Antwort. Die Antwort war nicht, du bist zu unwichtig. Ja, ne, guck mal, wir haben, ne, das Jahr hat angefangen und wir haben, was war das, am 7. oder so ging es los mit, das war ein bisschen später, dass das Korrektiv herausgefunden hat, was wir natürlich überhaupt nicht gewusst haben, nämlich die AfD möchte Millionen von Menschen aus dem Land raus haben. Ja, war auch nichts Neues, ja. Steht ja im Max-Cast-Buch. Also klar, ne, die Woken, die sagen halt immer Nazis und das hat halt die Leute immer nach rechts getrieben und war halt immer total irgendwie total übertrieben und so weiter, aber dann als dann hat das Korrektiv das Ich warte noch auf die Antwort auf die Frage. Ne? Das war dann plötzlich so, ah ja gut, hat er da gewusst, dass es Nazis sind. Aber abgesehen davon, es ist total irre, irgendwo so eine Art demokratischen Diskurs irgendwie zu konstruieren, wo dann AfD-Influencer dabei sind. Nee, nein. Die gehören dann nicht. Ja, aber pass auf. Keinen demokratischen Diskurs. Genau. Was ich meine, es ist eine Strategiefrage. Wieso geht ihr nicht irgendwo hin und sagt, pass mal auf, wir holen jetzt die Sympathien auf eure Seite, weil das schafft ihr nicht. Ich bin jetzt mal hart, ja. Es ist häufig halt so, wenn du sehr hart gegen Leute vorgehst, dann machst du dich am Ende nicht sehr beliebt. Du machst dich eigentlich nur in so einer Hate-Watch-Bubble beliebt. So, die haben halt irgendwann Bock, das muss man jetzt mal wirklich. Ich weiß, das willst du nicht wahrhaben, aber wenn wir mal in die Kommentarsektion bei Twitch gucken, also bei dir weiß ich jetzt nicht genau, bei Neitan oder so, ey, es hagelt Beleidigungen. Immer weiter. Und ich verstehe das auch. Die sind alle emotional, ja. Und meinst emotional, du bei YouTube oder meinst du bei Twitch? Nee, bei Twitch. Achso, bei Twitch weiß ich nicht, wie das zustande kommen soll, aber okay. Ja, also ich gehe da im rein. Chat oder? Im Chat, genau. Achso, meinst du Beleidigung gegen Neitan oder gegen wen? Nein, gegen alle möglichen, über die ihr redet. Oder so, okay. Dann wird, also, ne, dann wird über irgendwen, wird so dann komm halt rein, Imp ist das, Sinan ist das. Und das sind so, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz
Ja, so ein, eigentlich willst du da gar nicht sein, als jemand, also stell mir mal vor, da kommt einer neu rein und stellt irgendwie fest, hier wird, also wir kennen ja auch Dekadent, selber macht, er lebt es ja vor, ja, dann haben wir irgendwie Seth Van Doom, das ist der Jünger von Sith Lord Dekadent und dann ja. Ja, also jetzt mal übertrieben gesprochen, und dann hagelt es Beleidigungen und ich frage mich immer, wie willst du denn Menschen auf deine Seite, für deine Position gewinnen, wenn du es nie schaffst, auch einfach mal so der Nette zu sein. Und das ist so, was ich nicht verstehe. Ich rede gar nicht von demokratischen Diskurs. Ich habe nicht gesagt, ey, lass mal auf einer Podiumsdiskussion mit rechten Influencern reden, sondern es war ja ganz bewusst so gesetzt, meine Anfrage, dass ich gesagt habe, nee, pass mal auf, alle mal positiv und ich guck mal, wer mitmacht. War natürlich eine Falle letztlich. Also was heißt eine Falle? Ich wollte etwas rausfinden und ich habe leider das rausgefunden, dass dieses Kontaktschuld-Ding so krass wirkt, dass man selbst die Möglichkeit nicht mal wahrnimmt. Also wie gesagt, ihr hättet das ganze Ding, mein Video, ihr hättet das mit 20 Leuten zuspammen können. Ich hätte das alles gesendet. Ich reiche ja die Hand und sag so, naja. Hey. So, und da, aber du musst doch zugeben, die Hand wird nicht, also die von mir wird die nicht genommen, weil ich schon verseucht bin. Richtig? Gib's zu, komm. Nee, es ist die falsche Strategie aus unserer Sicht. Ja, aber wenn du dich immer halt weiter abkapselst, ja, wenn du nie neue Menschen erreichst, nee, was ist die Strategie? Nee, wie erreichst du Menschen? Die Linke liegt bei 3% am Boden. Ja, aber du konntest. Erklär mir, wie die fucking Strategie ist, wie du Menschen für dich begeisterst. Schau mal, wie die Rechten das geschafft haben, so weit zu kommen. Haben die das irgendwie durch Hand ausreichen oder sonst was geschafft? Nein, ne, das also ist du ja. Du übernimmst die Strategie der Rechten. Ja, aber guck mal, es gibt ständig dieses Narrativ. Ja, warte mal, es gibt ständig dieses Narrativ. Irgendwie die Linken oder die ganz Linken, die Woken, ne, das sind die Woken, sind ja irgendwie einfach nur die weiß nicht was, die gendern. Also wir müssen ja mal klarstellen, also die Linken, wir sind alle Linke, die sich zerstritten haben, ne? Das ist so. Also wir sind ja, alle aber im krass linken Spektrum und haben uns zerstritten. Ich bin einer von den besseren Linken. Guck mal, ich bin einer von den Linken, ich stimme euch auch ein bisschen zu. Ich bin der Linkere. Ja, okay. Nicht der Linkere, sondern es ist halt ne, das begann ja damit mit diesem ganzen Anti-SJW-Ding. Du hattest dann, ne, da gab es ja auch vor allem, ne, so die Skeptiker-Community in den USA war das dann. Du hattest eben dieses Angry Feminist-Meme und guck mal, so willst du ja nicht sein. Guck mal, da, ne, so, das ist das Bild von einem Linken. Ey, rot gefärbte Haare, Brille, so entspricht nicht den Schönheitsidealen. Okay. Genau, also Linke haben kein gutes Image bekommen. Dann stehen halt Linke und sehen das so, oh, ne, jetzt kommen Leute nicht zu uns, weil das ist ja so uncool. Und guck mal, ich bin einer von den Vernünftigen. So, unser Ansatz ist am Ende, so, mach links sein wieder cool, ne? Mhm. Und wir hauen halt auch auf die Kacke und wir gehen auch hart gegen rechts, aber natürlich laden wir jeden dazu ein, bei uns mitzumachen. Man hat sehr krass das Gefühl, dass es einer krassen Linie folgt und du hast schon wenig Ausweichmöglichkeiten, ne? Also wer bei euch jetzt irgendwie sagt, boah, cool, ich mach da mit, und dann sagt der, ja, ich stimme den Thesen zu, und dann sagt er aber das mit dem Geschlecht, da bin ich mir nicht sicher. Ey, da sage ich euch, dem versohlt ihr dem Arsch, der Typ ist durch. Also ich kann dir sagen, als jemand, scheiße, der immer wieder für Kontroversen gesorgt hat, dass das nicht so ganz zutrifft, okay, was du sagst. Aber sorry, ne, so, wenn du halt keine wissenschaftliche Grundlage hast für deine Behauptung über Geschlechter, sondern die dir dann halt irgendwo herholst, ja, dann können wir das halt schon krass kritisieren, aber wenn du dann mit Beleidigung kombinierst mit irgendwie Freundschaft zu Marie-Louise Vollbrecht oder irgendwie so einen Kickturk, ne, und sorry, da bist du. Ja, aber das kriegst du nicht drüber. Ich bin da einfach komplett anders eingestellt. Mir wäre das zum Beispiel, ich kann mich gut mit dir unterhalten. Was du sonst machst, ist mir scheißegal. Ja, aber das ist wirklich ja scheißegal. Also solange, also bitte, wenn du jetzt nicht, also nicht irgendwas Illegales oder so, da bin ich ja raus, aber mit wem du jetzt redest, welche Position du hast, das ist doch für mich, also, oder wer so deine Freunde sind, solange ihr nichts Illegales macht, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Und diese Position hast du aber nicht, ne?
ich möchte gerne eine Gesellschaft, wo die Menschen progressiv denken und wo sie auch eine demokratische Einstellung und, haben. Und, wenn dazwischen mal einer ist, der ist so konservativ und möchte nicht progressiv sein, dann ist der raus. Und wir müssen natürlich Gesellschaft. Das klingt immer so nett, aber wir wissen, in der Praxis ist es halt nicht so ganz nett. Ja, aber guck mal, du hast dann auch dieses, es gibt dieses Narrativ immer, okay, die ganzen Woken, die treiben die Leute nach rechts, aber es gibt das nicht umgekehrt. Das ist mir mal aufgefallen. Also die AfD, seitdem sie irgendwie existiert, behaupten sogar, Angela Merkel wäre irgendwie eine SED-Kommunistin, die das deutsche Volk zerstören möchte. Und hauen praktisch immer so hart drauf, wie es geht. Und trotzdem gewinnen die an Zuspruch. Warum? Okay, also das heißt, einfach als starke Option wahrgenommen werden. Aber dann sagst du und die anderen sind die lächerlichen. Und ich will nicht zu also lächerlichen. Im Grunde sagst du gerade, wir haben gesehen, die AfD-Strategie, erstmal hart auf die Kacke hauen, Leute überzeugen, für sich gewinnen und jetzt haben sie die Prozente, aber sie sind halt eine rechtsextreme Partei. Ja, aber das machen ja deine Freunde auf Twitch und woanders halt auch mit den Woken. Ne? Also, du hast gesagt, das ist die Strategie von denen, hat funktioniert und dann sagen wir, ey, weißt du was, wir machen das Gegenangebot. Aber dann beschwerst du dich, wenn ich sage Hufeisen, weil dann machst du ja genau das Gleiche. Nee. Du machst es nur mit einem anderen Vorzeichen. Nee. Du sagst ja, es hat ja funktioniert, Überhaupt nicht. Dann habe ich es falsch verstanden. Nee, weil erstmal geht es natürlich darum, auch Menschen eine Aufklärung zu bieten und eben dafür zu sorgen, dass sie eine demokratische Einstellung entwickeln. Und genau das Gegenteil am Ende sind von eben Rechtsextremisten. Aber ja, genau. Beispielsweise, das ist halt, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel diskutieren, dann bringst du Argumente, ich bringe Argumente. So, genau. Ne? Oder wenn ich jetzt mit einem Rechten diskutiere, der bringt Argumente, ich bringe Argumente. Am Ende des Tages machen wir beide das Gleiche, aber das heißt ja nicht, dass irgendwie wir das Gleiche machen in dem Sinne, dass es sozusagen haargenau gleich ist, sondern es gibt verschiedene Ansätze. Und genauso ist natürlich, dass wenn wir hart auf die Kacke hauen und eine Haltung zeigen gegen rechts und auch mal die ins Lächerliche ziehen, ich sag halt immer, wir mobben die Mobber, dass wir damit natürlich... Okay, bin ich raus, ja. Ja, weiß nicht. Also du hast natürlich da mit den Leuten, mit denen du dich assoziierst, natürlich auch ein paar Leute dabei, die bei den krassesten Mobbing-Aktionen von Social Media dabei waren. Und absolut. Und wenn ich sowas mitbekommen würde, dass sie das jetzt machen, würde ich das natürlich auch null tolerieren. Also beobachten wir jetzt nicht, ne, dass du da irgendwie die großen Kritik hast. Beobachte das doch. Ja, beobachte das ruhig mal. Ein bisschen buckeln, ne? Aber buckeln? Ja, aber Inwiefern? Wo sind deine Kritikpunkte an einem Skurrus oder Kuchen-TV oder sowas? Die kannst du benennen. Das weiß ich doch. Also, aber trotzdem. Wo sind deine Kritikpunkte, dass du dann mal sagst, ey, pass auf, gegen die Rechten will ich nicht hart gehen, aber ne, ich finde das auch nicht gut, wenn man auf die Art und Weise gegen die Woken geht. Guck mal, pass auf, ich verteidige sozusagen die Demokratie natürlich an einer anderen Stelle als du. Ich verteidige sie da, wo ich sage, hier wird. Wo es einfacher ist, habe ich so das Gefühl. Was heißt denn einfacher? Ja, keine Ahnung, also man kann natürlich auch so ein bisschen Bad Faith, also ich versuche das so zu machen, wie du das immer predigst, mit lieber immer Good Faith an die Sache rangehen und das Beste reininterpretieren, das, was jemand möchte. Aber man könnte das natürlich dann auch so interpretieren, okay, es gab halt den Trend gegen die Querdenker und irgendwann hast du gemerkt, okay, irgendwie dreht sich der Wind, ja gut, jetzt geht's gegen die Woken. Nee. Querdenker-Content war immer besser. Hätte ich das weitergemacht. Und ich habe ja dann immer auch gemerkt, es ist ganz interessant. Also irgendwann habe ich auch gemerkt, genau das, was du jetzt auf der anderen Seite feststellst, dass immer Linksradikalere plötzlich mich gefeiert haben und plötzlich auch gefeiert für Takes, die ich nach ein paar Wochen dachte, boah, die waren eigentlich ein bisschen drüber. Und dann dachte ich so, ist ja interessant. Und dann habe ich so gemerkt, nee. Also gefeiert werden für lächerlich machen oder Scheißtakes will ich eigentlich nicht. Also, ja, aber da bist du dann skeptisch, ne? Also da bist du dann so, okay, bei Linksradikalen, dass ich von denen gefeiert werde, das ist dann, aber guck mal. Da muss ich mal was dran ändern. Ja, aber ich hau ja nicht auf irgendwen drauf. Also aus deiner Wahrnehmung ist das so. Nee. Stimme, natürlich gibt's da, also keine Ahnung, du hast dann eher so die Art, okay, mir kann ja keiner die das tun. So, genau, du hast immer so ein
über Eck funktioniert die Argumentation immer nur. Die ist immer so, ja, ja, du nicht direkt, du nicht direkt, aber du unterstützt die oder die, die mit dir assoziieren. Wir sind immer bei Tribalismus, Kontaktschuld und dass du halt keine Haltung zeigst. So, das sind die drei Punkte, habe ich verstanden. Aber da muss ich halt sagen, das ist halt bei mir so dieser ultraliberale Kern, der halt auch sagt, also ich möchte halt sehr gerne natürlich Aspekte wie Meinungsfreiheit, ja, vielfältige Meinungen, Debattenkultur und sowas, das ist so mein Ding, wo ich voll Bock drauf habe, was sich natürlich auch in den 3 Jahren letztlich so entwickelt hat, weil ich natürlich auch gemerkt habe, wenn du irgendwann anfängst damit, wenn du immer nur auf eine Seite schaust, ja, dann wanderst du automatisch in die andere Richtung und kriegst immer mehr Applaus. So, deswegen hau ich jetzt einfach auf alle drauf, krieg natürlich von allen Seiten Kontra, finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, hast du mal darüber nachgedacht, dass vielleicht die Linksradikalen irgendwie richtig liegen? Womit? Wie womit? Also ziemlich viele unserer Freiheiten wurden von Linksradikalen erkämpft. Ja, aber jetzt sind wir wieder im Geschichtlichen. Also ich sag halt. Ja, aber heute ist das anders. Ich lebe ja schon in der Demokratie und mit der Meinungsfreiheit. Ja, aber auch innerhalb der Demokratie wurden Rechte weiter erkämpft von Linksradikalen. Ja, aber dann muss man mir erstmal erklären, welche Rechte geht's. Was, also beispielsweise um was geht's? Frauenrechte. Ja, da haben, ja, haben dann, Frauen, ja, in Großbritannien haben sich sind durch die Straßen gezogen, haben Geschäfte angezündet und richtig Remi Demi gemacht. Habe ich verstanden. Um welche Frauenrechte jetzt aktuell? Um welche geht's? Um welche Frauen? Also natürlich geht das noch weiter. Also beispielsweise sind das natürlich viele Kleinigkeiten. Da geht's dann um natürlich auf der großen Ebene Repräsentation, Chancengleichheit. Natürlich, dass man überhaupt Anerkennung erhält, natürlich auch im geschichtlichen Sinne haben Frauen sehr wenig Anerkennung erhalten, was natürlich immer suggeriert hat, irgendwie Geschichte wird von Männern gemacht. Natürlich haben wir dann auch beispielsweise, dass Frauen mehr ausgeben müssen für Hygieneartikel, dass es da eine Luxussteuer gibt auf Tampons und dass natürlich, dass ihnen immer noch die meiste Care-Arbeit machen, dass es ein Gender-Pay-Gap gibt. Aber wenn du da in die Details gehst, dann siehst du ja immer, das ist ja gar nicht so einfach. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, nicht drauf festnageln, ist mir jetzt einfach nur in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, müsste man genau ausrechnen, ist aber gar nicht so einfach. Also sagst jetzt Frauen mehr Hygieneartikel und so weiter. Im Schnitt wiegen Männer wie viel mehr als Frauen? Wie viel mehr Kalorienbedarf haben sie? Ich glaube, ich würde mal sagen, im Monat gibst du als. Also gibst du im Monat wahrscheinlich. Draufklatschen. I don't know. So, ja, also gibst halt auf jeden Fall als Mann natürlich mehr für Nahrung aus, ne? Also wir haben einen höheren Unterhalt für unseren eigenen Körper. Ja, ist ein Faktor. Ist ein Faktor, definitiv. Es kann nicht sein, aber ich weiß nicht, ob wir das ausgerechnet an weiblichen Hygieneartikeln irgendwie dann kompensieren müssen. Genau, und das ist ja die Frage. Nur wenn du irgendwas anfängst. Das ist halt eine Kleinigkeit, am Ende geht es ja um große Dinge, wie zum Beispiel, wie ist ein Management von einem Unternehmen Genau, und da habe ich dann auch mal drauf geguckt und das hat mich sehr interessiert. Dann habe ich irgendwann gesagt, ach krass, also in dem Moment, wo du sagst dann irgendwie, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, also erstmal da wieder, was ist der Wirkmechanismus? Ja, erhofft man sich, nur weil dann Frauen in der Führungsposition sind, dass das dann nach unten hindurch sickert? Nee, ich bin da. Da funktioniert dann der Trickle-Down-Effekt. Nein, überhaupt nicht. Komischerweise. Es ist also, wenn ich jetzt mehr weibliche CEOs oder sowas fordere oder mehr Frauen in Unternehmensvorständen, ne, das ist halt ungefähr aus meiner Sicht so, wie wenn du im Mittelalter gefordert hättest, mehr Fürstinnen oder sowas, ja? Ja, mehr genau. Sklavenhalter. Danke. Ne, so. Ja. Das bringt, ändert, nicht ganz bringt so viel. Für die Ende, unten gar nicht. Am Ende möchte ich. Ne, Demokratisierung von Unternehmen. Ich möchte, dass dort Betriebsrat wesentlich stärker wird, dass Gewerkschaften wesentlich stärker werden. Und wenn man das dann erreicht hat, dann kann man natürlich gerne nochmal darüber diskutieren, brauchen wir jetzt irgendwie vielleicht sogar eine Quote, damit eine ordentliche Repräsentanz oder sowas ist. Aber jetzt natürlich als Zwischenlösung ist es jetzt erstmal im Sinne der Chancengleichheit natürlich schon nett, wenn auch innerhalb von unserem ausbeuterischen System, wenn dann auch die Ausbeuter vielleicht auch gleich auf sind mit den Ausbeuterinnen. Kann sein, aber sollte es weitergehen. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Aber am Ende um Bezahlung zum Beispiel. Es geht dann den Unternehmensvorständen, da sind ja super wenige Leute, CEOs sind super wenige Leute. Da gibt es natürlich dann auch wieder Nachteile für Frauen, dadurch, dass sie halt auch gedrängt werden in Jobs,
die dann nicht so gut bezahlt werden, weil man dann sagt, ja, das sind ja die Frauenjobs. Ich bin Erzieher, ich bin halt einer der wenigen Männer dort. Ne? So, und das ist dann wieder ein Job aktuell, der schönerweise durch den Personalmangel wieder recht gut vergütet wird. Aber das war ja eine ganze Zeit lang nicht so und man musste auch hart dafür kämpfen. Auch der Gender Pay Gap ist inzwischen kleiner geworden, aber eben weil man darauf aufmerksam gemacht hat. Auch in Unternehmensvorständen gibt es inzwischen viel mehr Frauen, weil man eben darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, ja, nur was ich manchmal dann wieder, und das ist dann wir streiten uns am Ende um Details, um Nuancen. Sag dann zum Beispiel, ist dir mal aufgefallen, wenn du dann Frauen in Führungspositionen hattest, das, was man sich auch so ein bisschen, das schwang nämlich häufig so mit, so was man sich erhofft hatte, war dann so, ja, und dann wird die Unternehmensführung und Kultur ist dann viel besser. Und was war? Ja, die waren genauso korrupt. Ja, da kommt halt wirklich die, also wenn du einen CEO hast von großen Unternehmen, das ist eine Frau, dann wird das die konservativste Frau sein, die sie natürlich aufhalten. Natürlich. Und das hast du damit gar nicht aufgebrochen, weil du gar nicht Geschlechter pushst, sondern weil du Menschentypen pushst. Richtig. Weil Menschentypen. Also, bin ich voll bei dir. Also, das ist halt, so, und wenn ich dann sehe, Quatschbeitrag, ein Beitrag, der das wieder sehr undifferenziert darstellt, dann ist mein Take, ich nehme den, ich mache mich kurz drüber lustig und dann kommt der anschließende Teil, wo ich dann im Detail nochmal drauf gehe. So. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch so viel zu bequatschen gibt. Eine Frage noch, weil wir natürlich da auch irgendwo derailed sind. Weil natürlich dieses, weißt du, ne, das, was sich gehäuft hat, ist natürlich, und da ist es klar und kann ich auch total nachvollziehen, dass man dadurch sehr kritisch sieht, wenn es halt eben um natürlich diese ganzen Takes geht zum Thema Transmenschen und wenn es da eben um die Affiliations geht, die du da hast oder Assoziationen hast. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, eine Marie-Luise Vollbrecht, mit der halte ich Kontakt, einfach weil ich der Meinung bin, okay, es ist ein demokratischer Diskurs, auch wenn sie eine andere Meinung hat, möchte ich trotzdem cool mit der sein. Was heißt cool mit der sein? Ich kann anerkennen, dass die zum Beispiel transfeindlich ist? Zeig mir den Take. Also da sind wir wieder in der Frage, woran erkenne ich das? Und jetzt sag mir nicht, also erstmal sind da auch so Sachen. Woran würdest du es erkennen? Wenn man sagen würde, also Transfeindlichkeit wäre für mich ganz klar, was man. Okay, andere Frage, kurze Intervention. Ja. Zum Beispiel dein Kickturk-Typ. Ist der transfeindlich? Ja. Definitiv, ne? Wenn du bei dem. Ja, ich habe ja auch schon von dem Sachen gelesen, wo er sagt, er hat damit irgendwie kein Problem, dass es Geschlechtsdysphorie gibt, dass das Angleichungen gibt und so, dass der eine Wortwahl hat, die unter aller Sau ist. Absolut. Ja, aber jetzt mal im Ernst, du kannst doch nicht da so eine Hürde hinstellen. Also wer ist denn da noch transfeindlich auf diesem Planeten? Ja, also transfeindlich sind für mich, ich habe letztens eine Dokumentation über USA, Florida, hier, Florida ist das, glaube ich, die so ultra-konservativ sind. Ron DeSantis als Gouverneur. Genau. Da habe ich eine Doku gesehen und dann ging es dann so weit, dass an Schulen einer Transperson verboten wird, ihr trans zu sein sozusagen. Also es wird verboten, dass man sie mit ihrer Transidentität anspricht und so weiter, dass man das benutzt. Und das finde ich transfeindlich, weil das heißt ganz klar, du akzeptierst das gar nicht, ja, dass dieses soziale Geschlecht, sage ich mal, du akzeptierst das nicht, dass diese Person eben sich in ihrem Körper nicht so fühlt, wie es biologisch halt nun mal ist. Und da werden richtig Gesetze erlassen oder da herrscht eine Stimmung, die dem feindlich gegenüber gestimmt ist. Und feindlich heißt ja wirklich, das reicht ja nicht zu sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, weil das interferiert immer so mit Leuten. Also du rufst auf einmal Leute auf den Plan, die damit gar nichts am Hut haben, die auch wirklich alle sagen, nee, ich habe mit Trans gar kein Problem, aber ich habe ein Problem, dass wir das jetzt transfeindlich nennen. Die holst du dann auf den Plan. Aber Transfeindlichkeit, ganz klar, wer sagt, ich habe ein Problem damit, dass ein biologischer Mann jetzt sagt, er will jetzt eine Frau sein. Wer sagt, damit hat er ein Problem, das ist für mich ein Transfeind. Weil für mich ist scheißegal, wenn du sagst,
Ich will eine Frau sein oder ich will ein Mann sein, egal was ich vorher war oder bin oder irgendwas. Ey, mach, ich bin liberal. Gönn dir. Ich bin noch nicht feindlich dem gegenüber gestimmt. Aber schau mal, allein schon diese Wortwahl, wie sich eine Person biologisch oder dass sie nicht irgendwie, wie sie biologisch gemacht wurde, irgendwie fühlt. Ne, das ist ja, das ist anscheinend ja ist sie ja biologisch trans, weil sonst wäre sie es ja nicht. Nein, trans, also trans heißt ja transitionieren, also von einem zum anderen. Ja, da muss also es ja, da muss es ja ein trans bedeutet, dass du dich nicht mit dem Geschlecht identifizierst, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Ja, und? Also von einem zum anderen. Du musst ja irgendwie transitionieren. Das entsteht ja natürlich. Also diese Menschen sind ja so geboren. Ja, irgendwas hat deswegen dazu geführt. Deswegen ist das ja ein rein biologischer Ursprung. Ja, was heißt biologischer Ursprung? Also es ist halt, irgendwas hat dazu geführt. Ja, diese Geschlechtsdysphorie ist ja real. Die ist ja nicht erfunden. Aber du sagst halt eben, dass sie sich vom sozialen Geschlecht unterscheiden von dem, wie sie eigentlich biologisch geboren sind. Hey, ja, muss ja, weil sonst kannst du ja nicht transitionieren. Oder dann erklär mir gerade. Ja, aber sie können, also sie sind ja biologisch. Hey, warte mal, Moment. Also sie sind biologisch eine Frau und sagen, ich will jetzt eine Frau sein, das ist doch keine Transitionierung. Nein, sie sind biologisch eine Frau und passen dann den transitionieren Körper. Ist doch von einem zum anderen. Ja, vom den Körper, aber sie sind trotzdem biologisch eine Frau. Weil sonst würden sie sich ja auch gar nicht so fühlen. Das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern beziehungsweise das ist ja vom Himmel gefallen. Doch keiner. Aber ganz kurz, also du stimmst zu, dass es Geschlechtsdysphorie gibt, ja? Ja, klar, aber das hat ja fast jeder. Also das ist ja, ne, also, wie das hat fast jeder? Ja, also jemand, der beispielsweise, keine Ahnung, wir beide sind ja gewiefte Sportler, ne? Da haben wir natürlich auch so ein Bild im Kopf, wie wir gerne aussehen möchten und fühlen uns eventuell findest unserem Körper das, nicht wohl. Also, ja, okay, aber und das sagen, hat ja okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder ich trainiere jetzt. Aber das ist doch Körperdysphorie, das ist ja nicht Geschlechtsdysphorie. Ach so, Geschlechtsdysphorie, ja, okay, gut. Ne? Das kann man entscheiden, ja. Also, dass du das. Aber Körper, im Endeffekt klar, ist da halt auch wieder die Grenze fließend, also zum Beispiel in der Wissenschaft. Da geht es halt auch darum, wenn du natürlich ins Fitnessstudio gehst, um größere Muskeln zu haben, dass du natürlich am Ende männlicher sein möchtest. Das Wieso ist männlicher? Das Ideal am Ende. Wieso? Natürlich. Nee, das ist das du. Wo man festgestellt, okay, das treibt Menschen in vieler Hinsicht an. Natürlich gibt es dann halt auch, okay, ich möchte stärker sein oder so. Ja. Ne? Aber ich möchte aber mehr Skills haben, ich möchte mich wohler fühlen, da gibt es ja tausend Gründe. Ist ein Geschlechtsideal, dem sie nacheifern. Ne, und dann gibt es natürlich auch so Schönheits-OPs, die Menschen machen, ne, und ja, so weiter. Damit funktionieren wir würden auch dann alle nicht sagen, ja, die haben ihr Geschlecht geändert, aber sie haben ihr Geschlecht sozusagen angepasst an ihre Idealvorstellung. Und anders machen das Trans-Menschen ja auch nicht, aber sie haben natürlich da eventuell einen weiteren Weg, den sie versuchen zurückzulegen. Ja. Und am Ende des Tages ist es halt schwer, da die Grenze zu ziehen. Und das ist ja eben der Punkt, wo halt natürlich einige, das kann ich nachvollziehen, die sind halt so durchs Leben gegangen, okay, ist klar. Aber würdest du dann, also du hast ja gerade mit Bodybuilding und so verglichen, ne? Dass du so, du weiß nicht, du guckst jetzt in den Spiegel machen und sagst. Machen auch viele Transmenschen, also Transmänner, die gehen dann natürlich dann auch ins Fitnessstudio, ja, damit okay, eben näher noch mehr dementsprechend, alles klar. Um akzeptiert und, zu genau, und würdest du dann auch sagen, also das ist irgendwie, das haben ja irgendwie alle und jetzt gucke ich in den Spiegel und merke irgendwie, boah, ich bin irgendwie viel lauchiger, als ich es eigentlich sein will, ja, dann baller ich Testo. Wäre okay, oder? Ja, was heißt ja, nee, ist nicht unbedingt okay. Ne? Wieso aber nicht? Natürlich ist es ist das nicht okay? Ist ja eine Meinung, die ich dann habe. Also am Ende des Tages, ob der jetzt mal jemand eine Schönheits-OP macht oder ob jemand zum Beispiel Hormone sich spritzt. Mhm. Also beispielsweise wenn es um Hormone geht. Das wäre ja ultraliberal. Das ist ja das, was du gerade sagst. Du sagst ja gerade ultraliberal, du lässt alles zu, hey, wenn einer meint, nein, natürlich bei allem. Ich identifiziere mich als Bodybuilder. Nein, aber bei allem immer natürlich so weit, dass die Menschen sich keinen Schaden zufügen. Ne? So, natürlich, ich jetzt. Da bist du ja voll in der Trans-Debatte. Da geht es ja genau darum, dass da ist es ja nicht endgültig. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder anderer Meinung sein, aber da sehen wir ja schon, da gibt es dann ein gewisses Konfliktpotenzial. Es ist eben nicht komplett geklärt, ob die Frühtransitionierung durch Hormone, durch Hormonblocker und so weiter, man weiß nicht genau, ob das
einen Schaden nehmen kann. Du hast auch Fälle von Detransitionierung. Also ich kenne allein schon in meinem Umfeld kenne ich schon die Leute, die dann also ne, also eine Person, die auch gesagt hat, so ich habe all die Jahre mich im falschen Körper gefühlt, habe transitioniert und habe dann mit Erschrecken festgestellt, Scheiße, das war nicht mein Problem. Das war nicht mein Problem. Das war das, was ich da gemacht habe, war nicht die Lösung für mein Problem. Und jetzt habe ich ein fucking Problem, weil das ist irreversibel. Ja, das sind aber 1% von den 1%. Ne? Das sind ohne wir müssen aber auch auf die Minderheiten achten, Dara. Ja, aber wir, guck mal, wir haben das ist das Problem. Das ist das Problem. Du kannst natürlich so argumentieren, kannst du immer sagen, ey, jeder weiß am besten selber seine eigene Diagnose, ja? Jeder muss das selber entscheiden. Und dann hast du dann das Problem. Dann müsstest du aber, dann hast du slippery slope. Dann gehst du hin und sagst, ja gut, einer definiert das und sagt, ja, ich nehme halt gern Drogen. Alles offen? Nein, eben nicht. Ne? So, das, okay. Was ich eben sagen wollte mit, ja, sofern es den Menschen nicht selber schadet, heißt natürlich nicht, dass ich das verbiete und dass ich jetzt irgendwie der Richter sein möchte über, was Menschen schadet und was nicht. Natürlich, am Ende muss es halt immer irgend so ein Wiggle Room geben und auch Abstufungen davon, wann wir sozusagen als Gesellschaft eingreifen und wann nicht und wie wir eingreifen. Genau. Ne? Ja. Spricht man mit den Menschen, kommen die Menschen in Therapie oder sowas, wenn sie beispielsweise, wenn sie drogensüchtig sind, dann sollten wir sie nicht direkt wegsperren, aber wir sollten ihnen zum Beispiel irgendwie medizinische Hilfe anbieten und so weiter. Ja. Ich bin dann auf der einen Seite für Drogenlegalisierung, aber auf der anderen Seite sind Drogen sehr schädlich. Ich zum Beispiel nehme halt gar nichts. Ne? Ich trinke nicht mal Alkohol. Ich auch nicht. Wir sind selbe Team hier. Ja. Und okay, ich trinke manchmal ein Bier, aber wie du möchtest. Ne? So, ja. Und am Ende geht es natürlich auch darum, wenn es jetzt zum Beispiel um jemand spritzt sich Testosteron oder so. Natürlich kann das auch schädlich sein, wie man das auch bei vielen Bodybuilder-Geschichten kennt. Ja. Aber ne, es gibt halt jetzt nicht eine Riesenbewegung dagegen, dass Bodybuilder sich Testosteron spritzen. Aber es gibt diese Bewegung bei Transmenschen. Es gibt auch viel, statistisch gesehen, bereuen viel mehr Menschen praktisch sämtliche anderen Operationen, die sie haben machen lassen, entweder weil sie es mussten oder weil es Schönheits-OPs waren, als Transmenschen, die bereuen eine Geschlechtsangleichung. Also sollten wir einfach generell wachsam sein, ja? Nein, wir sollten natürlich also wachsam sein, auch darauf achten und gucken, dass man nicht. Ich sag jetzt mal, weil es mich interessiert hat, habe ich irgendwann angefangen, gerade auch so bei Instagram und so Leuten mal zu folgen, die viel auch in diesem Aktivismus selber unterwegs sind, selber auch so sagen, sie sind non-binär und so weiter. Mehreren Personen einfach nur, also ich habe das nie irgendwie publik gemacht, ich verwende das nicht in meiner Sendung. Und das ist schon krass, weil du siehst, also ich mache jetzt mal brutale Küchenpsychologie, ich sag ja nicht, um wen es geht, ne, ist anonym. Aber du siehst halt so, das Borderline-Syndrom, es springt dich an, ja. Es springt dich an. Da sind Leute, die sammeln Geld für Transitionierung, weil, also irgendwo dann im Ausland machen zu lassen, weil der Arzt in Deutschland und die Psychologen gesagt haben, nee, das ist nicht dein Problem. Und ich sehe, was die für Clips teilen, ja. Ich sehe, dass die ganze diese Trans-TikTok-Welle da, das sind deren Helden. Die sehen darin die Lösung. So. Ich will gar nicht sagen, wie groß das Problem ist, aber es war für mich ein leichtestes, diese Fälle zu finden. Und ich finde, wenn man dann davor, also warnen ist klar immer so ein krasses Wort, wenn man dann zumindest doch mal auf dieses Problem aufmerksam macht und sagt, hey, stopp mal. Kann es sein, dass wir vielleicht Jugendliche, wenn wir den Zugang zu diesen Informationen, zu diesen zu Testosteron und so weiter, wenn wir das erleichtern, ich sag ja nur, ne, also vielleicht hast du recht, so die meisten bereuen es nicht, aber lasst uns das bitte im Blick haben, bevor wir da irgendwie die Büchse der Pandora öffnen. Das wird seit Jahrzehnten gemacht, da gibt es eine Riesenwissenschaft dahinter. Wieso kommen also, das ist so, du sagst im Grunde jetzt gerade, mach dir einfach keine Sorgen, es wird ja alles schon gemacht. Nein, ich gehe auf Instagram, finde drei Accounts, wo ich wirklich denke, Nein, pass auf, es geht nicht darum, lass es halt einfach und so weiter und ne, das wird schon gut gehen. Sondern, wenn man sich eben mit der Wissenschaft dahinter befasst, dann stellt man fest, die befassen sich mit all den Problemen und haben das alles auf dem Schirm und forschen seit Jahrzehnten immer weiter, um diese Prozesse zu optimieren, damit eben
Fehlerquoten ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, genau. Oder beziehungsweise nicht Fehlerquoten, sondern dass Menschen das Ganze am Ende bereuen oder da irgendwelche anderen Probleme haben. Ja, genau, man will ja nicht, dass das passiert, so, richtig. Und deswegen ist ja auch die Quote so gering. Aber eine perfekte, perfekt 0% ja. Menschen, die das Ganze bereuen, das ist ein Ideal. Das haben wir in keinem Bereich, in anderen Bereich. So. Überall, so. Wo wir Gesetze erlassen, wird es immer irgendwo Verschleiß geben und wo gehobelt wird, da absolut, fallen absolut. Und, so, und jetzt ist das sehr merkwürdig, wenn man sich halt so krass auf eben bei Transmenschen, ausgerechnet dort, auf eben diese kleinen Quoten sozusagen dann konzentriert. Ja, aber dann jetzt spielst du es ein bisschen herunter. Also ich habe auch, wie gesagt, jetzt okay, wieder anekdotische Evidenz, also mein Bekanntenkreis, wo ich eben auch mit Lehrern spreche und die sagen auch, also seitdem das so krass in den Medien ist, haben sie auf einmal ganz viele Schüler, die das auch in sich entdecken. Und interessanterweise, die Quote ist so 9-1 Frauen, die meinen, Jungs zu sein. Mhm. Ja? Andersrum ganz selten. Ganz häufig Frauen, also Mädels, die meinen, sie sind jetzt ein Junge. So, und dann habe ich auch mal mit Lehrern so unter vier Augen gesprochen. Das sagen die natürlich auch nicht öffentlich, weil man genau weiß, da gibt es eine sehr, sehr aggressive Bubble. Die sagen, Alter, die gehen durch die Pubertät, die strugglen mit ihrem Körper. Das haben ganz viele junge Mädels, ja. Für die ist das meistens nochmal ein krasserer Prozess als für die Jungs. Und die sehen dann diese TikToks und die sehen das und die glauben, und solange es nur so ist, dass sie sich irgendwie jetzt Hosen anziehen und was weiß ich, ist alles cool. Aber ab dem Moment, wo du, also das gab es diese Influencerin bei TikTok, die dann erstmal erklärt hat, wie man an Testo kommt in Deutschland, ohne Rezept. Da dachte ich mir so, wow, okay, das ist schon ein Level. Könnte man mal drüber nachdenken, ob das irgendwie problematisch ist. Und ich will das gar nicht auf einer populistischen, polemischen Art und Weise machen. Mache ich auch nicht. Ich habe das nie in meiner Sendung so zum Thema gemacht. Aber dass dieses Problem da ist, ja, und das ist zum Beispiel auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass es da eben massive Schwierigkeiten juristisch und gesellschaftlich gibt und das dann immer so wegdiskutiert wird, das nervt mich dann auch. Da wird sich ja Gedanken drüber gemacht. Ja, da haben sich halt schon alle drum gekümmert. Nee, haben sich nicht. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, nein. Warum ist es denn seit vor 3 Jahren angekündigt worden und nie gekommen? Weil es natürlich ständig Probleme verursacht hat, weil die nicht auf dem Schirm hatten. Sinan, wann ist denn der Begriff Woke aufgetaucht in sozialen Medien in Deutschland? Ja, das also, ist doch, guck mal, wir haben jahrelang Jahren, überhaupt Jahren. Nicht über Transmenschen oder sonst wie diskutiert. Das war gar kein Thema. Und dann ja, vor 3 Jahren ungefähr fing das an, dass plötzlich die Rechten in Deutschland das für sich entdeckt haben. Und ja, dann aber das ist aber, halt ja, aber das gibst du, ja, du hast aber entstand du hast da das Spiel auf beiden Seiten. Und man konnte. Du hast das Spiel auf beiden Seiten. Ja, nee, also ich hab nicht das Spiel gesagt, auf beiden Seiten. Ich hab die doch, der rechten doch, Seite das von beiden Seiten viel stärkere gepusht. Medienmacht und eine viel stärkere, natürlich auch, Fähigkeit, solche Themen überhaupt groß zu machen. Also bei Social Media florieren, nach Quatsch, also bei Social Media florieren diese Woke-Themen natürlich auch komplett. Also, ja, aber doch nur, weil die Rechten dagegen ja, gehen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie... Das ist doch ein gegenseitig befruchtender Prozess, ganz ehrlich. Nein, das habe ich auch schon mal in meiner Sendung gesagt. Also die befruchten sich permanent... Doch, also guck dir, ich schicke dir gerne mal die Doku. Das war auch nichts hier irgendwie unseriös oder für manche vielleicht doch unseriös. War, glaube ich, ein ZDF-Doku über dieses Trans-Thema in den USA. Und ich fand das super spannend. Ich habe es mir dann angeguckt, da wurde dann nämlich eben das Fallbeispiel Florida, wo es ganz krass transfeindlich war. Und dann haben sie aber sind sie rübergeschwenkt, Kalifornien, und haben dann andere Stories erzählt. Und es war genauso bescheuert, nur auf der anderen Seite. Da ging es dann los, dass dann irgendwie Jugendliche ohne die Zustimmung der Eltern, einfach nur weil irgendein Arzt, den du komischerweise immer findest, sagt, ist schon okay, dass die sich anfingen, Testo zu ballern. So, und da dachte ich, habe ich mir das so angeguckt und dachte mir, ach krass, das ist, was passiert, wenn du die jeweiligen Extremen, ja, einfach mal so laufen lässt. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich gehe dazwischen und sage, ich finde beides falsch. Beides, verstehst du? Ich finde das in Florida, das offensichtlich Transfeindliche finde ich falsch. Und dieses andere, wir lassen einfach mal alles machen. Super, keine Ahnung, jeder meint irgendwie selber sein bester Arzt zu sein, das halte ich auch für falsch.
Diese Position habe ich. Also deswegen ich mich auch in der Mitte. Ich habe einige von diesen Fällen kennengelernt, die es da in den USA gab, wo halt auch immer sich wieder rausgestellt hat, dass das halt Fake News waren, wenn es halt eben diese krassen Fälle von links gewesen sind. Ich gehe jetzt keine deinen Ahnung, speziellen Fall weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob die Fake News verbreiten. Die wollen jetzt alle Furry sein und die wollen jetzt Katzenklos irgendwie in den Klassen haben, um da reinzukacken. Und solche Geschichten gab es. Genauso nicht wie irgendwie Lehrkräfte, die Kinder angeblich bei sich zu Hause irgendwie versteckt haben, weil die sich als trans geoutet haben, um die zu beschützen und so weiter. Gab es so viel Quatsch, der auch von Medien, auch von seriösen Medien dann erstmal übernommen wurde. Also weil ich die kenne, da auch nicht pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt können wir wieder sagen, anekdotische Evidenz, aber ich komischerweise kenne ich einen Fall, also in größeren Umfangkreis, wo es genau darum auch ging, dass zum Beispiel eine Transfrau, also ein Mann, der transitioniert ist zur Frau, Grooming betrieben hat. Auch so etwas, was man niemals sagen, also ne, so sich irgendwie an kleine Jungs reingemacht hat. Sowas, was du natürlich niemals erwähnen darfst, weil das davor warnen und da ja immer die Rechten, das ist so das Schreckgespenst von denen. Ja, verstehe ich auch. Die übertreiben ja auch und hauen auf die Kacke. So, aber den Fall gibt's. Und ob es viele Fälle gibt, keine Ahnung. Wir müssen das uns halt angucken. Ich mag einfach nur nicht. Aber was heißt denn, die Fälle gibt's? Guck mal, du hast, das ist ja ein Riesenproblem, wenn wir sowieso uns auf einzelne Straftaten in den Medien konzentrieren, so wie das dann zum Beispiel mit so True Crime Stories und so weiter mal gemacht wird, weil das meistens nur zu Angstmache führt. Und am Ende deswegen picke ich solche Stories ja auch nicht raus. Wir brauchen ja nicht die Medien, wir brauchen die Öffentlichkeit, um damit irgendwo ein Fall von Grooming jetzt irgendwie behandelt wird oder so, sondern da gibt es ja trotzdem das Justizsystem, es gibt den Rechtsstaat, es gibt die Polizei, die ermitteln dann hoffentlich und wir haben eine Gesetzesgrundlage, die das Ganze natürlich am Ende mit Konsequenzen verseht, wenn das halt passiert. Richtig. Ne? Genau. Wir müssen nicht immer in den Medien sozusagen alles aufarbeiten. Nee. Aber am Ende des Tages, wenn die Menschen jetzt Angst haben, oh, ich habe gehört, gegen Angst bin ich sowieso immer. Und ich habe jetzt Angst vor Transmenschen oder so. Ne? Ich sage dir nicht, dass du das jetzt machst, ne? Sondern ich verstehe schon deinen Ansatz, dass du das gerne dann besprochen haben möchtest. Du möchtest gerne darüber reden, du möchtest gerne, dass das behandelt wird und dass das nicht den Rechten überlassen wird. Ja. Aber die Aufklärung, die wir dann leisten müssen, ist eben, dass wir so überhaupt nicht über Kriminalität und so weiter denken dürfen, anhand von irgendwie den einzelnen Fällen, die es da gibt, sondern wir brauchen immer am Ende Studien und Statistiken. Und dass es eine perfekte Welt gibt, wo kein Transmensch jemals irgendwie ein Verbrechen begeht, ist eine Utopie. Unmöglich. Und das müssen wir dann den Menschen verklickern. Und eben nicht irgendwo, da gibt es ein Riesenproblem. Aber das Spiel hast du auf beiden Seiten. Also wenn es zum Beispiel um das Selbstbestimmungsgesetz geht, da wurde halt eine Riesenstimmung dagegen gemacht. Das Selbstbestimmungsgesetz war total unkontrovers und dann gab es von rechts einfach eine Riesenstimmung dagegen. Die Rechten haben gemerkt, wir können nicht mehr gegen Homosexuelle hetzen. Okay, pass auf. Warte. Das ist eine vereinfachte Antwort. Warum machst du diese vereinfachte Antwort? Weil du auf rechts guckst. Du guckst, was machen Rechtsextreme und darauf leitest du deine Reaktion ab. Pass auf, Selbstbestimmungsgesetz. Ich kann nicht so viel erzählen, wie ich gerne wüsste, wie ich gerne würde, weil ich habe Informationen sozusagen auch von Ministerien und sowas bekommen, weil ich halt Leute so kenne und habe mal mit denen gesprochen, auch zu diesem Gesetz. Und es ist so, dass da Bedenken geäußert wurden von zum Beispiel auch Strafverfolgungsbehörden und sowas, die haben gesagt, da müsst ihr nachbessern, das könnt ihr so nicht bringen. Das hat mit rechts erstmal gar nichts zu tun. Und das waren, du kannst dann immer sagen, die Rechten haben ja nur das auf den Plan gerufen und was Rechte machen ist, betreiben Polemik und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Sache, Sinan. Ja, aber verstehst du? Wenn die Strafverfolgungsbehörde sagt, okay, pass auf, verbessert mal das Gesetz, genau. Das ist ganz anders, als wenn das eine öffentliche Diskussion ist und das war ja dann nur ein Teil davon. Du hast ja gerade gesagt, das Gesetz wäre gar nicht das irgendwie zu verbessern, das Gesetz, sondern es komplett hinüber zu machen. Ja, und das ist ja auch gar nicht mein Take. So, verstehst du? Ich gucke nicht auf die Extreme. Wir müssen uns gar nicht damit befassen als Öffentlichkeit. Natürlich können wir das, aber in dem Ausmaß, wie wir es getan haben, war es total übertrieben. Als Gesamtgesellschaft, was jetzt irgendwie die Strafverfolgungsbehörde da möchte.
Ja, aber gut, aber du, dann kannst du immer sagen, ja, dann bräuchten wir medial eigentlich gar nichts besprechen, weil wichtige Themen das machen die ja eh schon. Die gucken ja, dass das richtig läuft und so. Wichtige Themen, relevante Themen müssen wir besprechen. Ja, aber wer entscheidet denn, was wichtig ist? Wie, was willst du mir erzählen? Ganz kurz, guck dir die Medien an. Guck dir diese ganze Meinungsblogger-Scheißerei an, die wir alle machen. Willst du mir wirklich erzählen, du willst jetzt darüber entscheiden, was das wichtige und was das unwichtige Thema ist? Sinan. Also die Klimakatastrophe ist, glaube ich, wesentlich entscheidender als, oh, da könnten vielleicht ein paar Transmenschen ihre Transition bereuen. Dem stimme ich dir wahrscheinlich sogar ziemlich hundertprozentig zu. Aber wie willst du jetzt den Diskurs darüber bestimmen? Also wie willst du sagen, hört jetzt auf, Kinder, darüber. Ich weiß, du bist Erzieher, du willst das wahrscheinlich so machen. Aber wenn die Rechten werden immer versuchen, aus Themen, die eigentlich keine wichtigen Themen sind, große Themen zu machen. Wenn die Gesellschaft gerade total super läuft, werden sie den Leuten erzählen, die Gesellschaft läuft total scheiße, wir werden vor die Wand. Deswegen mache ich ja Good News. Und übrigens, die Ausländer sind an allem schuld. Und deswegen auch wenn die Statistiken überhaupt nicht hergeben, auch wenn Deutschland ein sehr sicheres Land ist, auch wenn Integration eigentlich seit Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Ländern gut funktioniert. Jetzt beschreibst du einfach wieder meine Sendung und das, was ich mache. Good News verbreiten, aufklären, nicht Angst machen, keine Panik verbreiten, Probleme trotzdem einfach ansprechen. Gerade wenn sie alle auch so jucken, ich habe halt keinen Bock, mir immer erzählen zu lassen, so, jetzt hört auf, darüber zu reden, das ist nicht wichtig. Ist mir scheißegal, dann nehme ich halt ein unwichtiges Thema, sag, keine Panik davor. Aber das, was du darüber sagen solltest, wäre, ey Leute, das ist von rechts aufgebaut, das ist kein richtiges Thema. Ja. Weil das führt, pass auf, Sina. Okay, warte. Ganz kurz, du sagst von rechts aufgebauscht. Ich folge wirklich keinem einzigen rechten Kanal bei Instagram und ich werde täglich mit diesen Themen Gendern, Trans, LGBT, zugeballert. Stopp! Wie kannst du jetzt erklären, dass das, also, oder sind die alle auf das rechte Narrativ reingefallen? Nein, das ist doch eine Reaktion. Das ist doch, guck mal, wenn die LGBT-Community angegriffen wird, ne, durch rechts, eben durch Hetze und durch Falschinformationen, die verbreitet werden, dann müssen die sich doch irgendwie verteidigen und dann werden die natürlich. Und dann ist die Strategie der Kanäle bei Instagram und Co., also in Social Media, zu sagen, wir müssen die verteidigen, wir müssen Haltung zeigen. Los, wir bombardieren die Leute mit dem Thema zu. Das ist eine gute Strategie. Kannst du das nachvollziehen? Der Einzelne wird doch erstmal sich sagen, okay, pass auf, ich muss halt irgendwie dafür sorgen, dass die Menschen mehr von mir mitbekommen und eben meiner nicht und eben der. Wie weit bist du im Drachengame gewesen? Das ist doch nicht irgendwie koordiniert und organisiert oder sowas, was da auf Social Media stattfindet. Es ist dumm, Sondern da sind Einzelpersonen. Ich sage ja, es hat keine Strategie. Nein. Es ist schlecht. Es ist einfach eine emotionale Reaktion, die ich nachvollziehen kann, aber da muss die bei genauer Betrachtung aber dumm ist. Nein, überhaupt nicht dumm. Doch. Sondern das siehst du dann so. Nein, natürlich kann man Okay, warte, Leute, ganz kurz. Ich will das Phänomen erklären. Schau mal. Ja. Schau mal, das ist doch das, wenn zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, hey, die Leute werden zugeballert mit LGBTQ und dadurch werden die abgeschreckt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Thema wird fokussiert. Hey Leute, das ist doch total verständlich, dass eine Gruppe die Repressionen erfährt und die eben von den Rechten. Die wird immer mehr Repressionen dadurch erfahren, natürlich. Ne? Also kennst du das Phänomen mit Drachenlord? Wie weit bist du informiert beim Drachenlord? Weißt du ungefähr nebenbei so. Nebenbei mitbekommen. Ja, nebenbei. Du weißt ja, das ist so. Und da gab's ja, also ich finde den Vergleich schon mal sehr, sehr. Ja, warte. Es geht um ein Phänomen. Kein Vergleich. Ein Phänomen. Also, ne, das ist jetzt nicht, ich setze sie nicht gleich. Das ist was anderes. Bei diesem Drachengame, ich war da nie involviert. Ja, ich habe da Jahre später erstmal von einem Jahr oder so habe ich was davon mitbekommen. Ja, und habe ich das mitbekommen und dachte so, oh krass, da wird ja einer richtig hart gemobbt, ne? Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst und so. Und dann habe ich festgestellt, es gab immer wieder in der Geschichte Leute, die meinten, oh, dem muss man helfen, dem muss man verteidigen, den müssen wir jetzt nochmal irgendwie zum Thema machen. Und es hat immer weiter dafür gesorgt, dass es immer schlimmer wurde. Also verstehst du, der Impuls zu sagen, oh ja, da müssen wir jetzt mal gegensprechen oder so, kann unter Umständen der Sache gar nicht dienlich sein. Das ist auch zum Beispiel, was mir
viele Transpersonen ja per Mail schreiben, die nicht trauen, sich halt online zu erkennen zu geben, die mir in Mails dann immer schreiben, hey, danke, dass du das so sagst. Wir haben von dieser ganzen Aufmerksamkeit gar nichts. Ja, ich will das gar nicht. Ich will nicht, dass irgendwie schon wieder 10 öffentlich-rechtliche Kanäle dazu aufrufen, irgendwie solidarisch zu sein, weil das sind auch so Worthülsen. Die Leute können ja nicht aktiv irgendwas machen, weil wenn du sowas mitbekommst, dass irgendeine, dass das eine queere Person oder angefeindet wird, ja, dann hoffe ich, dass alle anständigen Menschen Zivilcourage zeigen und dazwischen gehen. Das hoffe ich, ja. Aber das würde ich vermuten, dass das generell so ist. Aber dass du die so in den Fokus ziehst, hat auch wieder, und da reden wir wieder, also meiner Meinung nach, das große Potenzial auch von Kollateralschäden. Auch hier wieder Strategien, keine Ahnung. Du sagst, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ich sage, ich weiß gar nicht, ob es so viel zu gewinnen. Ja, aber das, was niemals passieren wird, ist, dass jemals in irgendeinem Geschichtsbuch stehen wird, irgendwie, ja, und dann haben sich zu viele Menschen für die Sache eingesetzt und dann wurde das nichts. Ja, eingesetzt. Deswegen, womit? Das ist ja das Virtual Signal. Das kann ja sein, dass dann die einzelnen Leute, die dir E-Mails schreiben, sagen, okay, das passiert ja nichts. Aber es ist halt auch wieder, das ist nun mal auch. Es wird ja nichts gemacht. Was wird denn gemacht? Also was meint man denn damit? Ich verstehe auch dieses ganze Haltung zeigen, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß gar nicht, was daraus erwirken soll. Du siehst doch, der Wirkmechanismus. Ja, aber du siehst doch die Demonstrationen in Deutschland. Ja. Glaubst du wirklich, da sitzt eine AfD und denkt sich, und irgendwann steht im Geschichtsbuch, ja, und dann gingen zu viele Menschen auf die Straße und die AfD konnte. Wir können ja alles machen, aber es hat keine Wirkung. Wären die doch nur alle zu Hause geblieben. Das ist ja etwas, was Eindruck spendet. Das sind ja Symbole, die da entstehen. Das ist ja etwas, wo dann Symbolpolitik. Schau mal, in Ostdeutschland gab es nie Anti-AfD-Demonstrationen, beziehungsweise immer sehr kleine, beziehungsweise nicht so aufmerksamkeitsstarke. Ja. Und jetzt dadurch, dass in ganz Deutschland eine Mobilisierung stattfindet, fühlen sich Menschen in beispielsweise Sonneberg bestärkt, auf die Straße zu gehen gegen die AfD. Okay. So, also wir haben eine sichtbare Spaltung. Ja, bevor wir hier den Talk gemacht haben, habe ich da noch eine Reportage dazu gesehen von den Tagesthemen. Ja. So, die wären nicht dazu, hätten sich nicht dazu bestärkt gefühlt, ohne die Demonstration in ganz Deutschland. Okay, aber das, so, ist, und ja, das, erstmal, natürlich, das ist ja erstmal die Reaktion. Die kann ich ja verstehen. Die finde ich auch okay. Finde ich völlig in Ordnung. Also ich sage niemals jemandem, geh nicht auf die Straße. Mach das, ja? Ja, aber absolut. Das ist der gleiche Effekt. So, aber was passiert? Wie ist die Wirkung? Welche, die Wirkung? Was passiert dann? Die Wirkung, also die gehen auf die Straße und dann? Das ist halt eine sehr komplexe psychologische Wirkung, aber zusammenfassend lässt die sich erklären, indem man sagt, indem der Mensch, der natürlich vielleicht die AfD gewählt hat oder vorhatte, die AfD zu wählen, merkt, einfach auch nur durch so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder das Bedürfnis, dass man zu einer Gruppe gehören möchte. Hey, das sind aber ganz schön viele, die da gegen mich wären. Und dann sind das natürlich so Prozesse, die da im Kopf stattfinden, wie, ja, was ist, wenn da mein zukünftiger Arbeitgeber dabei wäre? Was ist, wenn da zukünftige Freunde und so weiter dabei wären, die dann gegen mich sind? Das ist kein Quatsch. Ja, krass. Nein, ja, ich weiß, es ist hart. Also, dass du das schon als ja, also ich glaube, ich sag nicht mal, dass das nicht stimmt. Das kann stimmen, das kann funktionieren. Ich finde, das ist brutal, aber das ist wahrscheinlich. Schau mal, wir suchen uns unsere politische Haltung nicht nur daran aus, was wir für argumentativ am besten halten oder was wir für richtig und was falsch halten, sondern ich bin, auch, ich, was ein Autist, ich manchmal kann nicht am meisten bringt. Das ist so das Traurige. Ne? Also, dann so ein Aktien mit Kopftyp zum Beispiel, von dem ich dir erzählt habe, der hat einfach irgendwann, weißt du, da gibt's Berichte von irgendwie angeblichen Freunden von ihm, die dann erzählen, ja, der glaubt da eigentlich gar nicht dran, aber der macht das, weil es halt so Content ist. Okay, kann sein. Oder von ähnlichen. Pass auf. So, also, der hat sich dann diese Haltung sozusagen ausgesucht, weil sie ihn einfach vorangebracht hat. Okay, alles klar, verstehe ich. Weißt du, wenn ich zum Beispiel bei RWE Karriere machen möchte, dann sollte ich lieber nicht so bei Fridays for Future mitlaufen. Und nach solchen Kriterien suchen sich Menschen nun mal eben auch ihre politische Haltung aus. Alles natürlich klar. Nicht also, immer. Okay, verstehe ich. Also der Wirkmechanismus ist also Gruppendruck und Angst vor Repressalien, verstehe ich, ja.
Ja, aber dann spielt damit rein. Das ist nicht, guck mal, pass auf, okay, du stellst das jetzt so da, so nein, aber das ist okay. Das sind Prozesse, die damit einhergehen, die leider nicht in der Gesellschaft wegzuradieren sind. Es ist nun mal nicht einfach die Diskussion ist nicht das Argument, sondern... Nur, ich gebe dir den Punkt doch. Ja, danke schön. Pass auf, ich möchte das weiter ausführen. Weißt du, um das nochmal ein bisschen zu präzisieren, was da in so einem Menschen vor sich geht. Aber auf jeden Fall, wenn ich einfach, und das war schon immer durch die Geschichte so, dass Massenbewegungen, Demonstrationen und so weiter, Proteste, dass die Eindruck geschindet haben bei der gesamten Bevölkerung, mich schrecken die ab, ne? Einfach nur, weil sie gezeigt haben, viele Menschen setzen sich dafür eine Sache ein. Da geht es auch darum, dass Menschen anerkennen, dass jemand Leistung erbringt, beispielsweise indem er auf die Straße geht, indem er eine Rede hält und so weiter. Dass viele Menschen jetzt bist du kurz davor zu verstehen, warum Menschen wie Imp und mich das komplett abschreckt. Ja, das mag sein, ich gebe dir da durchaus recht, Also, ne, es gibt aber auch so Menschen wie uns, die sagen, ey, so Massenbewegung, Gruppendruck, Repressalien, alles so Sachen, die will ich ganz weit von mir wegschieben. Das ist für mich ganz schlimm. Warte, stopp, lass mich bitte einmal ausreden. Und ich gebe dir sogar recht, dass das sein kann, dass das sogar dann was bringt und dass das leicht zu beeinflussende Menschen durchaus auch dann vielleicht wieder einnordet, dass sie sagen, okay, wow, also die will ich nicht alle gegen mich haben. Aber ihr müsst akzeptieren, dass es so Freiheitskämpfer, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so freiheitsliebende Individualisten wie Imp und mich zum Beispiel gibt, die sagen, ich möchte sowas nie im Leben spüren. Ich möchte keinen Gruppendruck. Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, was ich zu denken habe, was ich zu sagen habe, was ich anziehen soll. Das möchte ich alles nicht. Und wenn ich sowas beobachte, dass sowas jetzt forciert wird, dass man sowas machen will. Ich sage nicht, dass ich dagegen vorgehen werde, aber ich finde es, das widerspricht meinem Naturell. Nein. Kannst du dich ganz toll individualistisch und freiheitsliebend und so weiter darstellen. Ne? So, okay. Aber ein Imp greift auch in die Freiheit von anderen ein, indem er da bei der einen oder anderen Hetz- und Mobbing-Kampagne mitmacht. Ne? Das ist auch etwas, was in die individuelle Freiheit von jemandem eingreift und was einen Gruppendruck und so weiter sorgt. Ne? Und das ist zum Beispiel auch dann nicht cool. Das ist nicht individualistisch und freiheitsliebend oder sonst was. Wir sagen doch regelmäßig, jeder soll, wie er will. Bisschen Angeberei jetzt von mir. Ne? So, kaum einer in dieser ganzen politischen Sphäre hat, kaum anderer hat so bewiesen, dass er sich so wenig von irgendwie den Gruppen oder sonst was pushen lässt und leiten lässt, wie, glaube ich, ich. Ja, weil ich mich schon so oft gegen die linke Community gestellt habe und am Ende des Tages trotzdem einfach weitergemacht habe, mein Ding gemacht habe. Ja? Und natürlich kann ich aus meiner Perspektive immer wieder auf andere schauen und sagen, ja gut, na, die haben nachgegeben, die haben versucht, einfach nur das zu machen, was die meisten Klicks bringt oder was die meiste Zustimmung bringt von der Masse. Und am Ende des Tages kann ich es aber nie genau wissen und werde darüber dann auch kein Urteil fällen oder eher sehr selten. Ja. Aber das Ding ist, das ist halt einfach etwas, was Menschen natürlich beeindruckt, beispielsweise mit Demonstrationen und so weiter. Und dass das natürlich einen Effekt hat. So, das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber es ist erstmal etwas, womit ich arbeite und was ich dann unterstütze, weil ich natürlich auch möchte, dass die Feinde der Demokratie sehen, sie sind zum Beispiel nicht in der Mehrheit. Und das haben AfD-Wähler immer geglaubt. Und das ist auch etwas, was die AfD auch immer gerne versucht zu propagieren. Wir haben hier die schweigende Mehrheit, eigentlich die Mehrheit auf unserer Seite. Aber die Wahlen sind manipuliert, die Umfragen sind manipuliert, was weiß ich. Oder die Leute trauen sich nicht, weil sie noch gecancelt und unterdrückt werden. Und dadurch, dass natürlich in Social Media zum Beispiel die AfD die stärkste Partei ist im Vergleich zu allen anderen Parteien, hat das natürlich auch für viele Menschen den Eindruck erweckt, wow, anscheinend denken wirklich die meisten Menschen wie die AfD und haben dann wahrscheinlich aufgrund dessen gesagt, okay, ich wähle die AfD, weil anscheinend sind jetzt die meisten Menschen dafür. Und das natürlich zumindest das Ganze umzukehren, indem man dann zeigt auf zumindest der Straße. Zumindest mal ein Symbol, so, ne, ey, Symbol, seid euch mal nicht so sicher, nicht. Seid euch mal nicht so sicher, ja, wie ihr glaubt, dass ihr seid. Okay, da finde ich zumindest gut, dass die sozusagen nur aus der Motivation, da sind anscheinend jetzt alle, da gehe ich jetzt auch hin, dass die wieder zurückkehren können. Und dass die natürlich dann eine Gemeinschaft erwarten sollte, die sie aufklärt und die sie dann stärkt und resistent macht gegen zukünftige populistische Einflussnahme.
Ja. So, ja, das will ich. Ja, okay. Natürlich will ich am Ende immer, dass die Menschen aufgeklärt sind und dass sie sich nicht der Gruppe unterwerfen. Das will ich natürlich immer. Ne? Alles klar, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Also grundsätzlich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin, glaube ich, also wir können jetzt mal wirklich zum Abschluss kommen. Wir können mal einen Cut machen. Ich glaube, wo wir da treffen wir uns am Ende eigentlich da, wo wir angefangen haben. Und zwar, die Frage ist so ein bisschen, heiligt der Zweck die Mittel? Also inwieweit heiligt der Zweck die Mittel? Ja, du sagst, wenn es einen gewissen Zweck erfüllt, bin ich bereit, auch mal ein bisschen, sag ich mal jetzt so, auch mal die härteren Bandagen anzulegen. Ich bin da eben etwas empfindlicher und sag, nee, ich möchte gar nicht schmutzig spielen. Das sind zwei verschiedene Strategien. Am Ende des Tages, wie gesagt, ich habe auch aufgezeigt, dass du auch mal ganz gerne hier und da das ein oder andere Material so darstellst, dass es halt einfach Falschinformationen überträgt. Und das ist halt nicht cool. Sonst, wenn du das nicht machen würdest, ich wäre total bei dir, du bist der Moderate, ich bin der eher Radikalere und ich hau eher auf die Kacke, aber du machst dann halt eben auf andere Art und Weisen, greifst mit schmutzigen Mitteln, die nicht so ganz koscher sind und die niemals zielführend werden. Okay, dann haben wir doch einen schönen Kompromiss zum Ende, wo wir uns, jeder kriegt seine Hausaufgaben. Ich versuche noch ein bisschen besser auf meine Mittel zu achten, dass ich nicht auch in die schmutzige Kiste greife und du guckst mal, ob du es irgendwie Einfluss hast auf Leute, die vielleicht selber zu sehr schmutzigen Mitteln greifen, dass wir da vielleicht nicht so eskalieren, weil, wie wir ja festgestellt haben, ich gebe mein Bestes, Sinan, wirklich. Die Ziele unterscheiden sich ja nicht. Ja. Nicht wirklich. Wir reden über die Strategien, wir reden darüber, wie man da hinkommt. Ich habe viel von dem verstanden, was du gesagt hast. Ich fand, es war ein sehr gutes Gespräch, war eine heftige Diskussion, aber ich finde auf Augenhöhe und respektvoll. Ich danke dir dafür. Ich hoffe doch. Sinan, eine kurze Sache. Ja. Wir sind beide ziemlich sportliche Typen, würde ich sagen. Ne? Und du lebst ja auch in NRW. Na, ich würde dir das Angebot machen, dass ich dich auch mal besuchen komme und dann treiben wir noch auf mal, wenn es irgendwie warm ist, noch eine Runde. Wir können gerne machen. Sport. Und dann, Sport ist immer gut. Danach Können wir eins deiner Formate damit bedienen oder so. Ich weiß. Alles klar. Können wir gerne machen. Habe ich Bock drauf. Wir sind ja, glaube ich, örtlich nicht so weit auseinander, wenn ich richtig informiert bin. NRW. Ich sag NRW. NRW. Ja, das kriegen wir hin. Alles klar. Dann danke dir und mach's gut. Bye bye. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.